Hallo Freunde, ja, ist schon wieder Freitagabend, Wahnsinn, ja. Und was nehmen wir als Thema? Ja, Psychologie der Programmierer. Was? Drehen die jetzt ganz durch? Wollen die sich jetzt hier auf die Couch legen? Ich glaube, beim Gregor, der hat schon einen Knacks, jetzt braucht er auch noch seinen Brother. Naja, aber ich denke, ihr werdet wieder einen Hammerabend erleben. Wahnsinnig viel Spaß haben. Haut rein! Einen wunderschönen Freitagabend. Unglaublich. Und heute auch wieder nicht alleine. Ja, wieder mit meinem Coding-Brother. Und hallo Hero und hallo Blue Gipsy und hallo Dog for Fun und hallo Rita und hallo Kappa Kompen. Jetzt geht's richtig ab. Die ganze Familie ist da. Sehr schön. Heute, ne, die Psychologie des Programmierers. Wir hatten ja schon mal Teil 1, ja, also die erste Folge, ja, der, wie wird man denn professioneller Entwickler, Entwicklerin, was ist das überhaupt? Und das war ja von uns eigentlich eine Testfolge, oder wie sagt man nochmal dazu, eine Pilotfolge. Und, Experiment. Und ihr wart voll dabei. Ihr hattet, das war eine Stimmung, die war sensationell. Das heißt, wie auch beim letzten Mal, nicht nur der da ist heute da, ja, sondern ihr seid ja auch meine Gäste und ihr gehört ganz fest dazu. Das heißt, ihr werdet auch darum gebeten, richtig schön interaktiv mitzumachen, weil wir wollen natürlich auch viel philosophieren über dieses Thema, die Psychologie. Erstmal, ja, warum kann denn sowas überhaupt für uns spannend sein, zu wissen, ja, wie da die Psychologie so funktioniert und dann, was ist denn bei Programmierern anders? Das ist natürlich hochwichtig. Hi Blues Marakt und 8-Bit Ventilator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ist jemand das erste Mal dabei? Ja, einfach in Chat schreiben. Ansonsten, ich gebe trotzdem mal kurz eine Einführung. Ja, jeden Freitag um 20.30 Uhr gibt es hier spannende Dev-Themen. So wie nächste Woche Freitag haben wir das Thema Domain-Driven Design. Ja, ich weiß, das hatten wir jetzt öfter. Es wurde aber auch oft gefragt auf Discord. Ja, da befindet sich ja unsere Community. Wer da noch nicht dabei ist, ja, unbedingt mit dabei sein. Ja, Servus Seba-Killer. Im Discord, ja, da oh, zeig doch mal Architektur, dann habe ich Einführung in Domain-Driven Design gegeben, dann gab es danach immer noch, ja, zeig doch noch mal was zu Domain-Driven Design, wie man das praktisch anwendet und zack, hatten wir 3 Folgen sogar hintereinander, wie wir mit Domain-Driven Design geplant und später auch implementiert haben. Die ganzen Folgen findet ihr auch auf YouTube und nächste Woche habe ich aber einen Gast da und zwar, wir wissen ja, Domain-Driven Design orientiert sich ja stark an die objektorientierte Programmierung. Und es gibt ja schon seit ein paar Jährchen jemand, der es mit funktionaler Programmierung entdeckt hat, wie man das da auch ermöglichen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie man das richtig hinkriegt. Und deswegen ist der Marco Heimeshof dann unser Gast, ja. Der auch sehr stark in der Domain-Driven Design Community aktiv ist. Und der wird uns dann zeigen, wie wir da in der funktionalen Programmierung auch mit DDD arbeiten können. Ja, nächste Woche Freitag 20.30 Uhr ganz dick und fett in Kalender eintragen. Eigentlich eh jeden Freitag muss das jetzt hier schon geplant sein. Ansonsten stimmt irgendwas nicht, ja, dann psychologisch ist irgendwas da nicht korrekt. Nein, das war jetzt provokant. Im Chat ist der Link auch nochmal für nächste Woche Freitag. Und Rita sagt, die Psychologie des Programmierers, ich programmiere seit 1978 ohne Psychologie. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, ich habe auch hier ein Steinzeitbuch. Ja, ja, ist jetzt natürlich spiegelverkehrt, aber ich will es ja mal reinhalten. Ich drehe es mal um, dann könnt ihr es auch richtig sehen. Ja, weil es ist spiegelverkehrt. Nein, also da steht drauf, Psychologie des Programmierers. Ich habe mich schon verdammt lange mit dem Thema beschäftigt, aus unterschiedlichen Kontexten heraus und habe mich auf dieses Buch voll gefreut. Soll hier auch keine Werbung sein, weil ich kann es auch eigentlich gar nicht weiterempfehlen. Urweis, danke fürs Folgen.
weil die Hälfte vom Buch geht es immer irgendwie um Kobold, ja, und also es ist ein echtes Steinzeitbuch. Selbst im Vorwort des Buches steht dann drin, 30 Jahre, nachdem ich das Buch geschrieben habe, also es ist eigentlich für ein Popo. Leider. So, warte mal, jetzt haben wir gesagt, jede Woche Freitag. Wir haben das hier schon mal gemacht, ja, das ist Folge 2. Mal schauen, ob es euch weiterhin taugt, was wir da so machen. Ich bin der Gregor, ich habe mich noch nicht vorgestellt, ja, bin 20 Jahre jetzt auch Softwareentwickler, also noch nicht seit, was war jetzt hier, 1978? Na, da war ich ja noch nicht mal, nee, da war ich noch nicht auf der Welt. Und bin freiberuflicher Berater, Trainer, Autor und käuflich, ja. Und immer, was ich so an Workshops halte bei Firmen, gibt es auch hier mal Auszüge. Also ihr könnt mich gerne buchen. Der da ist nicht käuflich. Kauft mich. Warum wird eigentlich dein Gesicht so lila? Rot anlaufen. Ich laufe. Ach, du hast du eine Farbe angemacht, dass so lila Licht ist? Nein. Oder ist das ein Kamerafehler? Kamerafehler. Okay. Jetzt ist gut. Jetzt besser. Ist gut. Ja, schon. Christoph, servus. Oder ein Encoding-Fehler, genau. Oh, jetzt, wir hacken live. Gregor, sag mal, wie viele Wochen ist das her, dass du mal deinen Zauberkasten vertreten wolltest, tust? Frag für einen Freund. Ja, du hast ja recht, ja. Wollte mir wohl auch einen holen und ein paar andere Elektrobauteile. Ach, ich weiß. Ja, wir haben noch hier ein Wi-Fi-Gerät, das wir hier mal in einer eigenen Folge nochmal genau anschauen wollen. Es ist halt weniger Softwareentwicklung, ne? Es gibt halt hier immer alles zum Thema Softwareentwicklung und die Wi-Fi Pineapple, ja, damit kann man WLAN-Geräte hacken und er wollte, dass wir das nochmal genauer anschauen. Aus Sicherheitsgründen natürlich, wie man sich sicher absichern kann. Bastle ich rein. Vielleicht sogar übernächste Woche. Da wäre noch eine Lücke. Was sagt ihr, Chat? Im Chat alle da draußen. Habt ihr da Bock drauf, einen Abend das Teil anschauen? Ben the One, servus! Hi, schön, dass du dabei bist. So, habe ich alles durch. Ankündigung. Ach so, ja, wer bist denn du eigentlich? Robert. Robert. Ich muss aufhören, das hassen alle Robert. Du Sack. Ja, seht ihr? Immer wieder mit diesem Zeug. Ja, ich weiß halt, dass du nicht Robert magst. Deswegen mache ich es jetzt auch nicht mehr. Ich verspreche es dir. Ich weiß, dass du Robert einfach nicht mehr hören kannst. Und ich verspreche dir als Pro, dass ich nie wieder Robert sagen werde, okay? Einfach schlimm, dieser Gregor. Tut mir echt leid. Naja, also, ich hab ihn jetzt kennen psychologisch deaktiviert. Sehr lange. Und miteinander schon lang und viel programmiert. Kennen uns aus Ingolstadt. In der Mitte von Bayern. Gregor ist inzwischen umgezogen nach Nürnberg und ich bin Entwicklungsleiter in Ingolstadt. Ja, und beschäftige mich auch gerne mit dem Thema Psychologie, was man so nebenbei mitkriegt durch ein paar Kurse. Gibt es auch gute VHS-Kurse in der Richtung. Und ja, wir haben immer viel Spaß und Gaudi miteinander. Sind uns bei manchen Sachen einig, aber nö. Bei vielen Sachen auch gar nicht. Da kämpft man extrem. Aber obwohl wir sehr viel über, wie sagt man so schön, man redet nicht über Religion und Politik und eigentlich sind wir bei vielen so Themen, ja, die genau da reinpassen. Ben the One, sehr danke fürs Folgen. Obwohl, ja, das so ist, irgendwie verstehen wir uns noch, ne? Sehr merkwürdig. Ja, mit anderen Menschen möchte man eigentlich da nichts mehr zu tun haben, wenn das irgendwie nicht so zusammenpasst. Das stimmt, ja. Ja, jetzt sagen die Leute da draußen, ach, so ein Blödsinn. Aber ich werde euch beweisen, ja, wie krass das ist, wie wir psychologisch eigentlich doch so einfach gestrickt sind und dennoch tagtäglich so viele Probleme haben. Aber bevor wir da mal durchstarten, schau dir mal den schönen Haufen hier unten an, ne? Schön. Ja, könnt ihr auch immer euch bewegen. Ich werde auch euren Text da nochmal einblenden. Ne? Die steigen sich alle schon auf die Füße rum. Ja. Also, bald Robert, Platz mehr. Wir haben ja auch, bevor es immer so richtig losgeht mit unseren Agenda, mit den Themen, dürfen wir uns ja gegenseitig einfach zufällig fünf Wörter
sagen, ja, ich sage zum Robert jetzt irgendein Wort und er muss mir sagen, was das Erste ist, was ihm dazu einfällt, zu dem Wort im Zusammenhang mit Psychologie und Programmierer. Ja, ich habe mir die im Vorfeld ausgedacht, er weiß sie noch nicht, er weiß nicht, was ich ihn fragen werde. Und Robert hat dasselbe gemacht, ganz zuverlässig. Na, Robert? Hier schnell was runterschreibt, ja. Seht ihr das? Nachdem du erst was runterschreiben musst, fange ich einfach mal bei dir an, okay? Fang an. Genau, liebe Leute, ihr könnt ja auch rausschreiben, was ihr spontan denken würdet. Müsst aber schnell schreiben, ne? Also, Robert, hier sind meine Top 5 Fragen. Das erste, was sofort dein Gehirn gibt, ja, zum Thema Psychologie des Programmierers. Erstes Wort, geisteskrank. Geisteskrank ist viel Code, den man sieht und man muss sich total beherrschen, dass man nicht selber dumm wird dabei, wenn man den liest. Okay, zweites Wort, Psychologie des Programmierers, Mama und Papa. Mama liebt meinen Code immer, egal wie schlecht er ist. Oh, warte mal, das habe ich doch hier irgendwo. Ich habe keinen Awe-Sound hinterlegt, was ist das für ein, Mama liebt immer deinen Code, so schön. Okay, Robert, dann Psychologie des Programmierers .net. Da geht mir das Herz auf, da fühle ich mich immer gut und das macht Freude und Spaß, das ist so Universalmittel, ähnlich wie eine Droge. Okay. Nächstes Wort, das vierte. Verkaufen. Naja, verkaufen ist ein schwieriges Thema. Ist viel schwieriger als das Programmieren, weil es hat immer mit Menschen zu tun und das ist ja schon fast die Überleitung, weil Technik ist einfach, aber Menschen sind schwierig zum Kontrollieren und zum Verstehen. Das war eine schöne Antwort. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Das war. So, das letzte Wort, Robert. Die Psychologie des Programmierers. Apfelkuchen. Du bist ein Drecksack. Hey, warte. Hier. Also, ich war zu langsam. Erinnert mich an Apple als Überleitung und Apple ist eine eigene Welt. Oh, hast du das geil geregelt. Sehr schön. So, dann machen wir weiter im Programm. Also, Fragen an dich, oder? Ach, verdammt, ich wollte ablenken. Ja, ich habe das also psychologisch nicht richtig gemeistert. Also, pass auf, erste Frage. Psychopathen. Bei manchen, ja genau, du musst bei Clean Code, musst du dir vorstellen, ja, dein Code muss so sauber sein, ja, du musst dir immer vorstellen, dein Code sieht ein Psychopath, der, wenn er Dreckscode sieht, weiß, wo du wohnst, kommt zu dir nach Hause und schlitzt dich, macht dir Aua. Mhm. Sehr gut, ja. Beste Regel, die reicht alleine zum Programmieren. Dass man es so gut wie möglich macht. Couch. Ja, ich bin der Meinung, dass bei der Couch konnte man halt so schön entspannen. Also es ging einen Softwareentwickler, Entwicklerin so, ich weiß nicht, wer es genau war. Die haben auf der Couch so toll entspannen können, dass man dann so kreativ wurde und dachte, weißt du was, ich liebe NoSQL-Datenbanken. Und das ist hier so schön auf meiner Couch, die ich über alles liebe. Ich bringe einfach CouchDB raus. Das war gut. Sehr gut gerettet. Okay. Und die Couch aus Psychiatersicht? Ja, es ging ihm psychisch, ne? Seine Seele war im Einklang und das hat ihn inspiriert, kreativ. Naja, weiter? Neandertaler. Schon damals konnten Neandertaler programmieren. Und zwar
gab es aus Knochen so einen Abakus, ja, das war der erste Computer. Und dann, als sie die Knochen so zur Seite schoben, haben sie gedacht, eins, null. Ne? Und dann haben sie richtig gekämpft und am Schluss waren eins und null darüber geflogen und der andere hat dann sich das angeschaut und gesagt, oh, hallo, hallo Welt, oh, oh, Welt, hallo. Oh, oh. Und alle, oh. Und das hat sich bis heute rausgezogen, ja, bis wir es mit Elektronik verbunden haben. Und so können wir jetzt hier gerade miteinander im Livestream uns unterhalten. Und so funktioniert unser Gehirn ja immer noch. Ach so, warte mal. Genau. Und so, genau, wir müssen jetzt zur Psychologie wiederkommen. Ich war ja bei Programmieren fast hängen geblieben. Ja, und das ist das Krasse, dass durch diese lange Zeit, ja, unser Gehirn sich in, so digitalisiert hat. Ja, genau. Dann das letzte Stichwort muss man kennen. Narzisst. Computer fördern Narzissten, sich präsent zu machen und wichtig zu machen, so wie bei mir, ja, also ich mache ja auch hier überall Twitter, yeah, kommt zum Livestream, schaut uns an, ja, seht ihr uns auch, ja, 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 seht ihr uns auch, schaut uns an, ja, und das tut uns psychologisch befriedigen und wir schaffen das alles durch Programmieren, ja, weil das ist das einzigste Thema ist, was ich kann und, und damit kann ich auf die Bühne. Ja, haben wir schon ein paar Stichworte gehabt. Ging das? Ich habe jetzt echt Ja, ja, schon. War ja gut. Ja. Gut. Schön. Psychologie ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und interessant ist bei Psychologie ja, du kannst, es ist einfach wie bei den klassischen Ärzten oder auch bei, wenn ihr hier einen Berater kommen lässt oder mehrere. Ja, es, sagen wir es wie bei Ärzten, ja. Ihr fragt 10 Ärzte nach ihrer Meinung, ihr kriegt 11 unterschiedliche Antworten. Und das ist krass bei der Psychologie. Ja, das heißt, das ist halt wie bei uns, ja, das, was man irgendwo entdeckt hat und für toll findet und genau so funktioniert und läuft alles ab, ist schon fast wieder wie von gestern. Ja, da sagt man wieder, ah, und einer hat schon wieder gesagt, dass das und das nicht möglich sein kann und man betrachtet das jetzt wieder alles aus einer ganz anderen Sichtweise. Ja, das heißt, das, was wir jetzt den Abend durchgehen, ist halt wirklich ganz tief bei der Basis der Psychologie. Und wir haben auch die unterschiedlichsten Richtungen. Also wenn ihr jemanden kennt, der Psychologie studiert, ja, dann könnt ihr gleich fragen, ja, und was in Psychologie? Weil es gibt nicht einfach nur die eine Psychologie, sondern unterschiedlichste Kategorien. Robert und ich haben ja vorher schon eine Sitzung gehabt die Woche. Wir haben nicht so viel Zeit gehabt und das war dann sehr schwer, weil wir uns überlegt haben, was nehmen wir raus aus der Kategorie? Was hat uns persönlich weitergebracht, dass wir uns damit beschäftigt haben und haben uns eben für einen ganz interessanten Weg entschieden? Ja, also es ist eine Variation. Wir können über 100 Themen reden bei der Psychologie, aber wir wollen etwas bringen, was einem selber weiterhilft bei der eigenen Arbeit und auch in der Zusammenarbeit mit Kollegen, Kolleginnen. Ja, und bevor wir da mal so richtig durchstarten mit unserer Diskussion, möchte ich euch eine kleine minimale Einführung geben. Ja, ich habe damit mich verdammt viel beschäftigt, aus bei Rhetorikunterrichten bis hin zum Marketing, überall. Ja, mit Robert zusammen habe ich sogar Kurse besucht, Schulungen, wo Psychologie sehr viel stattgefunden hat und du kannst da wahnsinnig, wahnsinnig viel verknüpfen, wie es bei der Softwareentwicklung ist und außerdem Programmieren und Psychologie, wenn ich es euch gleich erkläre, das sind so viele Dinge echt ähnlich. Ja, es ist wirklich, wirklich ähnlich. So, ich werde jetzt dann auch den Chat aktivieren, das heißt Avatar kurz raus, mach mal später wieder rein. Das heißt, ihr könnt natürlich jetzt euch dann schon einbringen. Holt euch mal ein Blatt Papier. Ja, holt euch mal ein Blatt Papier beim Drucker hinrennen holen, weil ich werde euch die Einführung in die Psychologie mit einem Blatt Papier zeigen. Ganz kurz, Rita hat ganz schön gesagt, vor dem Zweiten Weltkrieg war das Leben einfach. Danach gab es Computersysteme, ja, ein Zitat von Grace Brewster, Murray Hopper, ja. Und Rita sagt dann aber auch nochmal, aber der Sinn des Programmierens ist doch, dem totalen Siliziumleben einzuhauchen, eine Art Schöpfung. Wir hacken live, sagt Psychologie, NLP, genau, neurolinguistische Programmierung ist eine andere Art von Programmierung. Ja, wer NLP nicht kennt, auch ein saugeiles Ding. Ja, NLP kennt ihr zum Beispiel, sagen wir mal, ihr wollt ein neues Auto kaufen und ihr beschäftigt euch mit dieser speziellen Farbe von der Marke
Und anschließend müsst ihr mal auf euch aufpassen, wie oft euch plötzlich das auffällt, dass dieses Auto unterwegs ist oder ihr habt es frisch gekauft. Ja. Ein anderes Beispiel ist, wenn du heute im Wald spazieren gehst, ja, und denkst dir, Mai, tut das gut und der ist so schön, der Wald, und ich liebe die Sonne und die Vögel und oh, da hinten hat gerade ein Fuchs einen Hasen getötet, aber das Wetter ist so schön. Oh, ist das viel Blut? Bah. Oh, das lebt ja noch. Nein, aber ein Förster, wenn durchläuft, ja, der würde vielleicht anders da wie ihr reagieren, der würde sagen, mein Gott, also hier bin ich froh, dass das nicht mein Bereich ist. Schau mal an, was da alles für kranke Bäume sind und da, ach mein Gott, das das wird eine Katastrophe. Da werden noch lauter Füchse auch noch sterben und ja, also das ist je nachdem, unser Gehirn filtert halt alles, ja, und sobald wir irgendwas näher lernen und verstehen, haben wir plötzlich eben einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Das kann toll sein, aber es kann auch zur Hölle werden. Ja, wie schon gesagt, kann man den Wald sonst nicht mehr genießen. So, und NLP ist unheimlich wichtig, ja. Körpersprache unheimlich wichtig, wie mächtig das ist, merkt man immer im Zusammenspiel mit kleinen Kindern und Tieren. Rhetorik auf jeden Fall, Hypnose auch, habe ich mich auch mit beschäftigt. Bisschen gelernt, echt interessante Themen. Saugeil. So, habt ihr euch ein Blatt Papier besorgt? Ich hab's noch nicht. Einen Moment. Ich muss aufpassen, ich bin in der Boxershorts. Wie sie alle schauen. Wie sie aber alle gucken, ne? Das macht der nicht wirklich. So eine Sau. So. Jeder schon gewohnt. So. Inzwischen ist sogar andersrum, wenn jemand aufsteht und was? Er hat deine Hose an, komisch. Ja, aber dein Bild, ich weiß nicht, warte mal. Hast du dein Akkuproblem gelöst? Nein. Also, liebe Leute, kennt ihr das Problem? Vielleicht könnt ihr live in Robert helfen. Der hat sein Surface Pro, also mit meinem Book habe ich keine Probleme, aber er hat mit seinem Pro, ich musste dich mal schnell aktualisieren. hat er einen Netzstecker, aber trotzdem saugt er wohl Strom. Und er hat jetzt Angst, dass es bei 70%, dass er einfach verschwindet, obwohl er am Strom ist. Hast du bei dir übrigens deinen Energiesparmodus angeschaut, Robert? Doch, habe ich eingeschalten. Ich habe Surface Pro mit der alten Docking Station, die vom Surface Pro 3, die Docking Station, und der kann weniger nachladen wie, ja, wie das eigene Netzteil dazu. Ja, unten beim Akku draufklicken und sagen... Verbraucht er mehr. Längste Akkulaufzeit habe ich schon lang. Von Anfang an. Weniger LSD. Achso. Egal. Bierwampehängt raus, so hört sich das beim Stream. Ja, ist schrecklich. Ja, es ist wirklich schlimm. Ich habe so zugenommen. Also, Robert, krieg das mal hin nebenbei. Vielleicht hat ja, wie schon gesagt, jemand einen Tipp für den Robert. Muss ich schon wieder aktualisieren. Das ist ja echt schlimm. Ja, lass mal. Du kannst dich ja kümmern um. Ich mach die Einführung. Das Blatt. Genau. Was ist mit dem Blatt? Habt ihr eins? Das da? So schön weiß. Ah, so schön weiß und frei von Makel. Ehrlich. Genau so ist es bei uns allen gewesen. Ohne Sorgen. Ohne Probleme. Frisch im Bauch von Mami. Ja, ich garantiere euch, das war bei der Mami. Wir waren im Bauch. Alles war in Ordnung. Alles war zufrieden. Dann sind wir auf die Welt gekommen. Ja, oh Mann, wir kamen auf die Welt und das Erste, was natürlich der Onkel Doktor gemacht hat, hat uns auf den Popo gehauen, ob wir auch schön schreien, und zack, können wir hier schon mal einmal falten. Ja, einmal falten. Ja, so quer einmal falten. So. Uah. Naja, up. So, okay, bam. Einmal gefaltet. So, wir lassen es auch zusammen gefaltet. Ja, wir sind auf die Welt gekommen, haben schon die erste Bezugsperson bekommen. Ja, zum Beispiel durch die Brust der Mutter mit der Milch. Ja, ist unheimlich wichtig für die Bindung, was auch in der Psychologie festgestellt worden ist. Ja, deswegen gibt es bei vielen Müttern, die nicht stillen können, ist das geht bis zu Tränen. Ja, bis hin zu welchen, die sagen, nee, Urbindung. Mit Busen still ich doch nicht. Naja, egal.
Egal. Ist nur Vertrauen. Genau, wir haben da schon mal gelernt, Vertrauen oder auch Vertrauen lernen, ja. Zum Beispiel, früher hat man auch gesagt, lass mal das Kind schreien über Nacht, ja. Und schon hast du deine erste Enttäuschung gekriegt, ja. Also zum Glück, meine Mama war nicht so drauf, aber es gibt von ganz früher oft noch solche Erziehungsmethodiken. Bitte, liebe Leute, wendet das nicht an. Aber wir machen jetzt mal die erste Enttäuschung, ja. Und wir werden größer und, naja, dann schmatzen wir am Tisch und benehmen uns nicht und sagen vielleicht was zu unseren Eltern in der Öffentlichkeit, wo wir irgendwas fragen und plötzlich schauen sie ganz ernst und sagen, pst. Und du merkst, oh weia, und später ist man allein und die sagen, sowas kannst du nicht vor fremden Leuten sagen oder mit uns reden, ja. Du, keiner wüsste sonst, dass der Papa pupst, ja. Also, nächste Knick, ja. So, jetzt wird schon immer enger, ne? Jetzt kommen wir in den Kindergarten, noch besser. Im Kindergarten, ja, kommt die Erzieher und sagen also, dieses Spielzeug, ja, diese Dinosaurier, mit dem der da spielt, das tut gar nicht gut, der tut den ganzen Tag rumschreien wie die Dinosaurier, können Sie ihm bitte das Spielzeug wegnehmen? Das Kind liebt dieses Spielzeug und dann musst du das dem auch noch einfach wegnehmen und das verstehen wir nicht, aber wir haben gelernt, was wir lieben, müssen wir jetzt mal kurz aufgeben. Ja, tatsächlich ist es bei meinem Sohn passiert. Die haben uns echt gesagt, der darf keine Dinosaurier-Spielsachen haben. Ich so, was? Idioten, ne? Natürlich haben wir es nicht gemacht. So, jetzt wird schon enger, ja? Jetzt fang mal an, du kommst in die Schule. In der Schule merkst du schon, so wie du dich sonst verhältst, mögen vielleicht gar nicht andere. Du kriegst Freunde oder du hast das Gefühl, keiner mag dich. Dann kommt der Lehrer und sagt den Eltern, was sie wieder falsch gemacht haben bei der Erziehung und so weiter. Na, und schon haben wir wieder den nächsten Knick, den wir machen können. Wir falten das immer enger zusammen. So, jetzt wird es langsam brutal eng, ja. So, jetzt müssen wir schon aufpassen. Ich glaube, ich hätte schon viel fortgeschrittener sein müssen mit der ganzen Geschichte. Ja, wir können natürlich sagen, unsere erste große Liebe, wo wir im Bauch explodieren und dann, ihr kennt es, nicht mal vielleicht ein Jahr oder maximal zwei Jahre oder früher schon, ist auf einmal Schluss, ne? Und dann ist da die große Enttäuschung da. Also es wird schon immer knapper. Aber man muss sagen, ja, es wird auch bei unserem Gehirn etwas knapper. Spätestens ab dem 7. bis 8. Lebensjahr ist wirklich dieses weiße Blatt am allerbesten faltbar und da passiert das Allermeiste. Okay, das heißt, ab dem 7. bis 8. Lebensjahr ist vieles schon sehr stark gefestigt. Und zwar wirklich, sagen wir mal, bis zum 7., 8. Lebensjahr richtig zugepresstes Blatt Papier. Richtig fest. Ja, deswegen sind die ersten 7, 8 Jahre extremst überlebenswichtig. Ja, danach kriegst du genauso Falten rein, aber die müssen nicht so tief und fest sein. Ja, wichtige Info. Am heftigsten wird es mit 12, 13, wo die Pubertät beginnt. Ja, weil dann checkt überhaupt dein Gehirn, was da passiert ist, was wir gerade machen. Zumindest verarbeitet er das. Du weißt es selber nicht, doch du weißt es. Ein wildes Durcheinander, was da oben passiert, okay? Und das sind wir jetzt heute. Ich klapp's jetzt mit euch gemeinsam auf. Okay? Klappen wir es mal auf. Schauen wir mal, was mit uns passiert ist. Seht ihr das? Diese ganzen Muster, die wir da haben, sind festgebrannt bei uns. Ja, wir sind geformt worden, dass wir für die Gesellschaft eben so funktionieren, wie es halt funktioniert. Ne? Wie man sich zu benehmen hat, dass man nicht einfach irgendwo rumpupst und wie man mit jemand anderen redet, was ich wirklich zu einem sage, um ihn nicht vielleicht zu verletzen oder um ihn bewusst zu verletzen. Ja, wenn ich zum Beispiel wieder sage, Robert, ist da auch ein Muster drin bei ihm, wo er denkt, Arschloch, ja, sagt es jetzt nur nicht, weil er will sich beim Livestream benehmen. Ja, das sind alles festgesetzte Muster. Witzigerweise, ja, sind, das ist einprogrammiert bei uns, ja. Witzigerweise sagt man auch in der Psychologie, das sind unsere Attribute, ja, das ist ihr Fachwort dazu, das sind unsere Attribute. Und der Witz daran ist, die lassen sich bis, alles, was du bis zum 7., 8. Lebensjahr hier aufgesaugt hast, nicht mehr entfernen. Lässt es nicht, ja. Ein Kind, das wahnsinnig schlechte Kindheit hatte, deswegen, ihr kennt ja den Klassiker, ja, die Psychologen wollen erstmal über deine Kindheit reden, genau deswegen. Die wollen dieses Muster erstmal erkennen. Die wollen wissen, welche Muster hast du denn? Ja,
Und naja, ich habe mich, wie schon gesagt, sehr viel beschäftigt damit und da war für mich spannend, aber was ist, wenn du so schlimme Muster drinne hast, ja, als Kind irgendwie Todesfälle mitgekriegt hast oder irgendwas ganz, ganz Schlimmes? Ja, Psychologen sagen dazu, du kannst es ja nicht löschen. Man versucht immer nur demjenigen zu helfen, ja, Alternativen zu finden, das ein bisschen umzuformen, ja. Besser geht's nicht. Ne? Wenn du heute was ganz, ganz Schlimmes erlebst, läuft es so. So, auf jeden Fall, das entscheidet, wie wir heute sind. Ja, unser Umfeld und wie schon gesagt, am wichtigsten, wo wir Kinder sind. Und ganz schlimme Sachen, die zu entfernen auch oder so, es geht eigentlich nicht. Man kann nur mit sehr viel Arbeit dann sich drum kümmern. So, und genau das, so wie es halt aufgebaut ist, sorgt so dafür, wie wir heute alle sind. Ja. Plus, dass du natürlich von Natur aus einen eigenen Charakter natürlich mitbringst. Wie der dann in welche Richtung korrekt funktionieren darf in der Gesellschaft, gibt das ja wieder vor. Ne? Ich meine, jeder, ja, der eben auch Kinder dann hat, da kannst du es als bestes Beispiel leider also immer hernehmen. Also sorry für die, die keine Kinder haben. Ich weiß, es nervt immer, das zu hören. Aber man merkt, ab dem zweiten Kind, das ist ganz anders wie das andere Kind. Und es wächst ja im gleichen Umfeld auf. Ne? Aber dennoch setzt du Muster. Bei beiden gleich. Und so entstehen halt die unterschiedlichen Typen, ja, von Menschen. Was sagt ihr denn dazu, zu den Musterbeispielen? Ich habe nämlich jetzt gar nicht im Chat gelesen, weil ich noch so im Flow war, euch alles korrekt zu erzählen. So, ich sehe Wurzel 2, DNA4, Breite und Länge sind immer im gleichen Seitenverhältnis, egal wie oft du das faltest. Okay, saugeil, sie hat es gleich gedebuggt. So, eigentlich wird es immer mehrschichtiger. Ganz schön kleinkariert. Oder geankert. Genau, ja, geankert, sag mal auch, hast du recht. Vollkommen richtig, ja. Das ist auch ein Wort, wobei ankern. Du kannst eher ankern an etwas, wo da gesetzt ist, ja. Triggern, ankern. Wobei du triggerst etwas, was du als Attribut hast, ne? Ach, oh Gott, ja, da komm mal. So, oh nein, wegen des weißen Blattes habe ich einen Pixelfehler in meinem Bildschirm gefunden. Hat sich nicht rentiert. Oh, servus, Chrisul. So, naja, Hypnose, NEP, Anker kann man entfernen, genau wie Ängste und Spinnen. Das ist nicht so ganz korrekt, ne? Also, du kannst eben, wie du schon gesagt hast, durch einen Trigger aber diese Angst sofort wiederbekommen, ja? Jemand, der Angst hat, oh Mann, wie heißt die Krankheit nochmal, die nicht mehr sich trauen, auf die Straße zu gehen, die zu Hause nur noch eingebunkert sind, ja. In der Phobie haben, meinst du? Ja, einfach diese Phobien haben, egal was, du kannst immer und auch mit Phobie gegen die Phobie arbeiten, aber es kann immer wieder ein Trigger kommen, dass es wieder da stattfindet. Schaut euch doch an, wenn es irgendwelche Berichte gibt über Kindesmissbrauch oder irgendwie sowas, die geben immer eine Warnung vorher an. Vorsicht, ja, der Inhalt kann triggern. Ja, das heißt, einer, der eigentlich, alles war wieder gut, es läuft schön, ich habe gefunden, mit dieser Situation klarzukommen, was bei mir in der Vergangenheit passiert ist, kann dadurch ganz schnell wieder in diese Gefühlswelt rauschen. Aber wo du recht hast, ist, dass man mit Hypnose eben als Alternative drüber gehen kann. Es soll unterstützen, damit klarzukommen. Ja. Ganz viel mit Hypnose-Suggestion, super, ne? Ein sehr wertvolles Mittel. Aber es geht nicht aus dem Gehirn zu löschen, es geht nicht. Das Einzige, was es gibt, wäre Mind Control. Kennt ihr Mind Control? Kennst du Mind Control? Was meinst du damit? Mind Control, na? Kennst du nicht? Also wird sau spannendes Thema und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das gibt's ja echt. Und zwar von der CSI, CIA meine ich. Oh Mann, wird jetzt schon egal. Die haben, oh Gott, war es in den 70er oder 80er Jahren? 70er Jahren, glaube ich, haben die ja Versuche gemacht. Da haben Psychologen auch mit der Regierung zusammengearbeitet. Das heißt, ganz schwer depressive Menschen, denen wurde angeboten, ja, hier so eine Art Kur zu machen. Ja, es ist ein Experiment, die wussten das dann schon so, ne? Also, dass das. Und da wird ihnen aber dauerhaft geholfen, ja? Und dann haben die sich dazu angemeldet und da haben die eigentlich nur geforscht, wie können wir einen Menschen, eben daher Mind Control, wie können wir es schaffen, jemanden fügig zu machen? Und das schaffst du auch nur,
bei einem totalen Blackout von deinem Gehirn. Das bedeutet, was haben sie am Ende gemacht? Die haben eine Person in einen dunklen Raum gelegt, besser gesagt die Augen verbunden, dass man nichts mehr sehen kann. Und man hat sie so festgebunden, dass sie sich selber nicht mal mehr spüren können. Ja? Das heißt, die Arme weg vom Körper, die Beine auseinander, ja, die Finger auseinander, was man kann sich selber gar nicht berühren. Und das ist übrigens alles später auch veröffentlicht worden, das Material, weil bis zu einer gewissen Dauer sind Regierungen verpflichtet, Daten offen zu legen. Und daher ist das Ganze draußen. Also es ist keine Verschwörungstheorie, das gibt es wirklich. Und da haben auch deutsche Ärzte mitgearbeitet. Nach 24 Stunden fängt es an, dass sie ihr Zeitgefühl erstmal verlieren. Ja. Nach 48 Stunden geht es mit ganz schweren Halluzinationen los. Ja. Du bildest dir ein, Stimmen zu hören. Du redest mit dir selber und so weiter. Ja, und so geht es Tag für Tag weiter. Und es braucht exakt eine Woche, dann bist du selber gebrochen und zwar komplett clean. Und das läuft so hart ab, dass du nach der Woche wie freigebunden wirst und du musst wie neu programmiert werden. Das heißt, die Probanden hatten einfach Pipi in die Hose gemacht und den Rest, ihr wisst ja auch noch, was so alles geht. Ja, das heißt, die mussten wieder lernen, wie man auf Toilette geht. Aber, wisst ihr, was das Gute daran war? Die hatten keine Depression mehr. Die waren wirklich weg, ja, aber sie mussten neu programmiert werden. Das heißt, die hatten Schwierigkeiten mit einfach allem. Die waren wie weg. Und jetzt war das Lustige, den wurde auch dabei, ne, während das alles so passiert, Triggerworte gesetzt, ja, und dann sollten sie immer an bestimmte Sachen denken und so. Und man sagt ja, der John F. Kennedy wäre ja angeblich so ermordet worden, ja, die hätten was einem getriggert, der da auch Opfer war, und dann hätte der den einfach umgebracht und so. Wobei das halt, das ist jetzt, wo man sagt, das könnte noch so bei den Verschwörungstheorien sein. Dazu gibt es keine Beweise. Zu dem Rest schon. Nee, und das ist krass, oder? Also so könnt ihr euch cleanen, wenn ihr sagt, okay, ich bin so schwer depressiv, bevor ich mich umbringe, eine Woche sperre ich mich ein und nee, ist nicht witzig. Einfache Anleitung. So, ja, ausgeholt. So, Leute, wir müssen auf, wieder zu dem Programmierern kommen. Aber warte mal, da kam jetzt im Chat noch was. Rita, warum klettern Menschen auf einen Berg? Antwort, weil er da ist. Das ist Programmieren. Stromschlägen, das Gehirn löschen. Ja, stimmt, du hast recht. Ich glaube, die haben dann auch immer Stromschläge zusätzlich gegeben. Das stimmt. Absolut richtig. Ganz vergessen, noch zusätzlich zu erzählt. Klingt nach Sinnesentzug. Volle Kanne. Volle Kanne. Wurde das nicht auch im Gefangenenlager Dynamo gemacht? Ja, aber ich glaube, die haben das anders angegangen. Also die haben nicht wirklich direkt Mind Control, sondern die haben auch mit Stromschlägen gearbeitet und sie gefoltert und ein bisschen experimentiert, aber Mind Control war das nicht. Maps hatte in den USA schon sehr gut Erfolge mit psychoaktiven Substanzen, zum Beispiel Depression zu heilen. Ja, sie haben es ja mit LSD und so, da steht ja auch LSD, ne? Hat man es auch probiert, ist nicht gut. LSD war immer zu unkontrolliert bei den Leuten. Ja. Den einen kannst du was einreden auf LSD, dann redet er und der andere bricht zusammen und kotzt und hat Panikattacken und alles, dann redet der auch nicht mehr. Ja, LSD wirkt bei jedem Menschen anders. Jetzt haben wir schon in den Untiefen gelandet, ganz hart. Genau, aber bring mal du den Übergang. Wir haben jetzt, wobei das geht's ja um den Abend, ne? Wir wollen ja gemeinsam philosophieren und erzählen und jetzt müssen wir halt nur wieder schauen, dass wir hier den roten Faden finden, was das jetzt hier beim Programmieren uns weiterhelfen kann. Dieses Basiswissen. Kommen wir zurück zum Blatt. Ist auch eine gute Erklärung, warum die Menschen im Laufe der Zeit immer mehr und mehr Falten kriegen. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, ja? Vergisst hier die Fettcreme von toten Tieren oder irgendwas. Ja, na, ich würde sagen, also wenn man das jetzt ein bisschen auf die Programmierung überträgt mit dem Blatt, ist ja hochspannend. Das ist auch die ganzen Erfahrungen, die man macht mit Projekten oder Programmiersprachen oder wie man da schnelle Erfolge erzielt hat. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel angefangen hat, dass man alles schnell reinhackt mit Webseiten bauen, vielleicht irgendwie mit PHP oder so. Und das macht man immer länger, immer länger. Dann kriegt man ja immer mehr so Falten in sein Blatt. Und wenn man dann irgendwie mal was anders macht und wechselt, dann
probiert man ja, weil man so, ja, so stark in die Richtung hängt, dass man das auch nach dem gleichen Schema macht. Dann hackt man das auch runter. Vielleicht mit den Sprachelementen, die man da so kennt, von PHP und ja, probiert das nach dem gleichen Stil in einer anderen Programmiersprache wiederzumachen. Kennst du das, wenn andere Programmierer eigentlich sich gar nicht an die Design Guidelines halten, sondern irgendwie C++-Teil oder PHP oder irgendwas programmieren? Ich habe mich vom Chat ablenken lassen. Ob ich nochmal? Wenn Programmierer, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, mit der Programmiersprache umsteigen und dann nach dem gleichen Schema weiter programmieren. Auch die, zum Beispiel, schon ganz einfaches Beispiel mit Groß- und Kleinschreibung oder so. Ah. Dass sie sich nicht an die Design Guidelines halten. Ah, das ist ein wahnsinnig guter Aspekt. Ich weiß jetzt auf was du meinst. So, das ist ja natürlich, ne, umso älter man wird, wird der Rest vom Papier immer mehr gefestigt. Genau, jetzt weiß ich, was du meinst. Und das ist von der Natur aus natürlich so gemacht worden, was aber auch gut ist. Aber auch nicht unbedingt gut ist. Und weil es nicht unbedingt gut ist, genau, und weil es nicht unbedingt auch so gut ist, hat es die Natur natürlich auch als Mischmasch uns so überlassen. Wovon reden wir? Wir reden von konservativ und progressiv. Ja, ist es das? Wolltest du darüber drauf? Dunkler Robert? Du sollst echt an deiner Technik arbeiten. Leute, hier, ich gebe euch meinen Donation-Link, ja, also supportet mich mal, damit ich Kohle habe und Robert mit meiner geilen Technik nur noch dunkel aussehen lasse. Warte, wo haben wir es denn hier? Support. Okay, nein, also. Na, das ist eine Richtung mit konservativ und progressiv. Nein, aber im Ernst, gutes Stichwort, das du da sagst. Bei meinen Schulungen stelle ich immer mehr fest, die größten Schwierigkeiten oder auch jahrelange .NET-Entwickler oder egal was, ja, wenn ich jetzt da auch immer was Neues zeige, ja, umso älter, umso härter kommt die Kritik zu den Technologien selber. Oh, das ist ja kompliziert. Oh, ist das doof gemacht. Oh, das finde ich da und da besser, ja. Also diese Openness ist immer mehr geschlossen und witzigerweise, was dann immer geschimpft wird und ach, ist das ein Müll und das geht nicht vernünftig, wenn ich mit Jüngeren bis zu Studenten habe, die verstehen das auch nicht, weil die sind super glücklich und zufrieden mit diesen Technologien und das funktioniert bei denen einwandfrei. Die haben viel einfacher es zu setzen, ja, weil, wie schon gesagt, bei uns sind halt jetzt hier schon Muster gesetzt, jetzt komme ich mit anderen Mustern daher. Das geht ja mal gar nicht. Das stimmt, die sind total unbedarft, stürzen sich da einfach rein, nehmen das so an, wie das gedacht ist, machen da ein kleines Tutorial und sind da hochbegeistert. Auch Sachen, die da vielleicht irgendwie nicht so schön sind oder nicht so gut funktionieren, das merken ja die gar nicht. Die haben ja dann keinen Vergleich und sind dann am Anfang oft direkt schneller am Ergebnis oder kommen weiter, weil die gar nicht so blockiert werden. Du, erstmal, ich würde jetzt eine Umfrage dazu machen und mich würde auch zusätzlich interessieren, warum ist das so? Wie würdet ihr das psychologisch betrachten? Wieso sind die Jüngeren offener und die Älteren geschlossener? Und ist das böse oder schlecht? Würdet ihr sagen, das ist schlecht, dass die so geschlossen sind? Oder dass es gar nicht mal so doof ist? Ja? Weil hin und her machen Taschen leer. Ne? Sagen wir mal, ich mache jetzt alte Technologie auf neu, ist ja ein Hin und Her. Ne? Oh, machen Taschen leer. Also doch schlecht oder doch nicht? Was würdet ihr sagen? Und müsst euer Alter dahinter schreiben. Nein, Spaß. Das können wir aber jetzt bei der Umfrage mal kurz. Ne? Wie würdet ihr euch einschätzen? So, bestimmt Rechtschreibfehler drin, die bitte nicht. Ja. Das ist ja auch anonym, wenn ihr hier diese Umfrage macht. Ja, ich bin konservativ. Oder ihr schreibt, ich bin progressiv. Oder was gäbe es noch als dritte Variante? Robert, hast du eine Idee?
Mir ist alles egal. Mir ist alles egal. Ich bin neutral. Hast du einen Joint? Lass mich nicht einordnen. Genau, ich bin neutral. Ich kann nicht so lange Wörter schreiben. Also, die Umfrage startet. Ja, ihr könnt 5 Minuten mitmachen. Würde mich echt interessieren. Ja, mit der App oder mit der Webanwendung. Also, ihr müsst eingeloggt sein. Jemand, der komplett anonym zuschaut, hat halt verloren. Ja, oder ihr loggt euch schnell ein. So. Also, wieso ist das so? Was sagt ihr dazu? Also, Blues Maragd sagt, ganz wichtig, aber nicht leicht. Learning to unlearn. Roberts Bild erinnert mich an Musikvideos aus den 70ern. Da habt ihr es, ja? Robert ist mehr der Konservative. Ja, er ist zum Beispiel, er bewahrt seine Werte, ja? Und ich bin progressiv. Wie kommst du denn da drauf? Also Hero sagt, ich denke, das ist weder schlecht noch gut, sondern einfach nur natürlich. Erfolgreiches Verhalten wird belohnt und festigt sich. Soweit ich weiß, dauert es im Alter einfach ein wenig länger, Neues zu lernen. Ich nehme an, das ist einfach biologisch verursacht, neuronale Plastizität. Ja, wobei, es gibt viele, die auch fit sind noch und auch was Neues dazulernen, auch durchs hohe Alter. Ich denke, die haben auch eher im Bauch dieses Unwohlgefühl. Ich denke, dies ist auf den inneren Antrieb zurückzuführen. Okay, also, Hero, du meinst, umso älter man wird, ist es einfach nur schwerer, was Neues zu lernen. Also es hat was mit dem Behalten von Informationen und deswegen mögen sie es nicht. Und jetzt ist halt die Frage. Mit Biologie, ist es jetzt, okay, du tust es biologisch zuordnen. Und findest du es gefährlich in einem Projekt? Würdest du sagen, ein Projekt mit Jüngeren oder nur mit Jüngeren ist besser? Dadurch, weil es biologisch ja diese Probleme gibt? Das sind jetzt provokante Fragen. Genau, also, wäre die nächste Frage. Eine andere Frage, was da dazu passt, ist, ob der Kopf sogar mal voll sein kann im Laufe des Lebens, ob er gefüllt ist, ob er wieder altes Zeug rauswerfen muss, das man dann vergisst. Weißt du da was dazu? Ich versuche nebenbei mitzulesen. Du zählst so schön. Okay, schnell. Also, ich lese gleich. Ob dein Kopf mal voll wird, ein Gehirn, ja, dass man dann alte Sachen wieder vergessen muss. Weißt du da was dazu? Wenn dein Kopf voll ist. Im Laufe des Lebens. Also ich weiß, es hat da mal ja verschiedene Experimente auch gegeben und sie haben festgestellt, dass der Kopf eigentlich nie voll ist und man immer irgendwas dazulernen kann. Und das hat nichts direkt zu tun mit Vergessen, sondern Vergessen ist nur, dass man abgespeicherte Informationen einfach nicht mehr finden kann. Weil das Gehirn ist ja wie ein Netzwerk und dann gibt es nicht genügend Verbindungen, die sind nicht stark genug, dass man da wieder hinfindet. Und wenn man zum Beispiel ja programmiert oder tagtäglich das macht, dann wird man immer schneller, immer erfahrener, kriegt viele Routinen und dann wird das Netzwerk im Kopf immer größer und wird stärker ausgebaut zu so Autobahnen und dann geht das immer schneller und leichter, muss man sich auch nicht mehr so anstrengen wie am Anfang, dass man nicht vergisst, dass man überall noch den Strichpunkt hinten macht in jede Zeile, sondern das geht dann schon von selber. Also dann willst du ja das bestätigen mit dem Biologischen, oder? Du willst sagen, das ist wirklich biologisch betrachtet das Problem. Ja, genau, die neuronale Plastizität, ja. Das Gehirn ist keine Festplatte. Ja, das ist ein schöner Spruch, Rita, da hast du recht. Aber ich weiß nicht. Und die andere Seite in der Richtung noch ist, warum ist denn das so, dass man eigentlich dass man da schneller wird, dass man so Routinen bildet. Wofür ist das gut? Weil man hat ja gesehen, es hat ja Nachteile. Man hängt dann andere Sachen fest und dann tut man sich schwer, irgendwie umzuswitchen auf andere Programmiersprachen, auf neue Sachen. Da ist man ja viel langsamer. Also mir hilft es ja auch immer,
Deswegen, ja, wer hier so ein alter Hase ist von meinem Kanal, ja, also schon zum Inventar gehört, wir hatten ja die unterschiedlichsten Programmiersprachen mir zeigen lassen und ich wollte das bitte immer in einem Cutter haben. Oh Gott. und ich wollte immer dasselbe Cutter, ja, ich wollte immer sehen, okay, ich wollte immer Verknüpfungen setzen zu dem, was ich irgendwo schon mal gelernt habe. Und wenn es irgendwie extrem ungewohnt war, ja, wir hatten ja auch eine Folge, wo wirklich Hardcore funktionale Programmierung gezeigt wurde und ich konnte irgendwie gar nicht so einsetzen, was mir irgendwo bekannt war, was für mich auch unheimlich schwer zu adoptieren, ja. Ist übrigens auch ein Problem, warum ich einer der wenigen da draußen bin, der von Mac nicht begeistert ist. Ich sitze immer davor und fühle mich, als hätte ich nie was mit Computer zu tun gehabt. Ja, ich habe mich echt schon bemüht. Das ist mir aber auch genauso gegangen. Ja. Erst, wenn man den Mac neu startet, dann irgendwie Startmenü öffnen mit Apfeltaste. Explorer, okay. Tück. Ah. Geht nichts auf. Oder Fenster schließen, Alt F4. Oh. Geht nicht zu, verdammt. Rechtsklick. Oder dann probierst du es irgendwie dann zum Schließen mit dem Kreuz oben und dann ist es aber immer noch nicht ganz geschlossen. Da kommst du davor wieder wie ein Anfänger. Mhm. Ultra schlimm. Bis man sich da irgendwie mal ein bisschen fitter macht und einlernt, ja. Also deswegen versuche ich immer bei meinen Workshops und Trainings drauf zu achten. Ich frage immer, aus welchen Welten kommt ihr? Habt ihr WPF gemacht? Habt ihr das gemacht oder dies gemacht? Und dadurch, dass ich dann ungefähr weiß, in welcher Welt sie unterwegs waren, versuche ich immer Verknüpfungen, Assoziationen aufzubauen, ja, zu sagen, guck mal an, wie du bei WPF ein View-Model gemacht hast, das ist bei Angular da und Data Binding hast du auch und der Unterschied ist hier und so kannst du verdammt geil lernen, ja. Problem ist, und da fällt es mir schon selber schwerer, wenn ich Java-Entwickler vor mir habe und soll Angular zeigen, weil dann kann ich halt einfach keine geilen Verknüpfungen bringen. Ja, und dann fehlt mir was Inneres, ja, weil ich weiß, ich könnte es ja eigentlich geiler zeigen, aber es geht halt nicht, ne. Das ist halt was Schlimmes. Ja. Ja, gut, ne? So denken und empfinden wir selber. Wie ist es bei dir selber, Robert? Wir haben ein Ergebnis gehabt zum Thema. Ja. Umfrage. Ja, ich schau mal nach. Also, wir haben ja schon uns geoutet, ne? Also, ich bin ja mehr der Progressive. Robert sagt komplett konservativ, ja. Absolut, ja. Ja, wobei ich schon auch vorsichtig bin mit neuen Zeug, ne? Also so ganz ist es nicht. Und ich habe bei mir selber auch schon oft gemerkt, dass ich auch durch Erfahrungen festgefroren war zu bestimmten Dingen. Und plötzlich zeigen mir Jüngere, zu dem, wo ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, zeigen mir Jüngere auf einmal, dass es doch geht. Und mir geht es auch jetzt unabhängig von der Programmierung. Im Privatleben habe ich das halt auch festgestellt. Ne? Es geht halt mit 30 geht das erst recht los. Ja, dann fängst du an, diesen Umschwung zu machen. Dass du bestimmte konservative Aspekte einfach bekommst. Ja, das heißt, du hast halt in deinem Leben immer die Erfahrung gemacht gehabt. Das könnte ich denn als Beispiel hernehmen. Ja, mir fällt gleich was ein. Warte mal, ich bin progressiv 50% und ich bin neutral. Okay, aber konservativ will keiner sein. Oh, da bin ich alleine damit. Ja, oh, das ist ja interessant. Konservativ vielleicht ist in der Programmierung immer sehr schlecht besetzt. Ja, wollte ich euch gerade fragen. Seht ihr das als negativ? Konservativ, ist das was Schlechtes? Denkt man vielleicht an den Kobol-Programmierer. Genau, ja, an den Steinzeit-Dinosaurier-Dev. Ist der böse? Oder suboptimal? So, jetzt wollte ich zu dem Beispiel zurück. Oh Gott, oder vielleicht fällt dir auch was ein, Robert, wo du sagst, ja, meine Erfahrung war immer so. Ich versuche, ein gutes Beispiel herzunehmen. Ja. Okay, ich kann jetzt keinen direkten, es ist jetzt sehr nah von Familie und so und will das jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber sagen wir mal, ich kenne jemanden, der gesagt hat, hier, ich mache im Ausland, in Amerika, bin ich mal für ein Jahr, Mann, wie sagt man nochmal dazu? Von der Schule her. Austausch, Schüleraustausch. Ja, oder? Aber es ist nicht direkt eine Schule, sondern ab Berufsschulklasse. Ah, Mann, das blöde Wort. Ja, Auslandssemester.
Ja, also sowas, ne? Also hat sich dazu angemeldet und ich habe gesagt, ey, weißt du was? Du musst da dann auch auf Kinder und so aufpassen, ja? Also da die Eltern, die buchen die dann und so. Und ich sag, du kannst halt echt kein Englisch, ja? Das ist gut. Es ist klar, du machst dieses Jahr, um natürlich Englisch noch besser zu lernen und so weiter, ne? Deswegen macht man das auch die Kultur. Aber schau mal an, sag mir mal, was Bauchweh auf Englisch heißt. Sagt, das kleine Kind kommt auf dich zu und sagt, ich habe Bauchweh und du verstehst das nicht mal. Und doch, ich krieg das hin. Wusste es auch nicht, dieses Wort. Ja, englische Aussprache war auch nicht ideal. Und ich habe gesagt, ey, vergiss es, du gehst da drüben unter. Ja, du wirst es nicht schaffen. Ja. Was war passiert? Ein Jahr später kam wieder derjenige zurück und nichts war passiert. Hat es einfach voll geschafft, alles war in Ordnung. Ich war fest überzeugt, das knallt. Okay. Ich war fest überzeugt, das knallt. Ja, warum? Weil man eigene Erfahrungen gemacht hat. Jetzt, ich habe das ja nicht so gemacht, habe nicht auf fremde Kinder oder so aufgepasst, aber ich meine, wenn man halt weiß, ich bin unvorbereitet, ja, und man macht dann, okay, ich mache es jetzt trotzdem und dann knallt es, dann denkt man, ja, war ja klar, ich war ja nicht vorbereitet. Ne? Deswegen hatte ich dieses Muster und habe den anderen gesagt, schau mal an, das schaffst du nicht. Ja, das wird richtig knallen, du wirst richtig Probleme kriegen. Und das war es halt dann nicht, ne? Und das war für mich nicht verständlich. Wie konnte das sein? Ja. Und war jung, hat nicht auf mich Konservativen gehört und hat damit in seinem Alter mehr geschafft wie ich. Also ich war in dem Alter noch nicht in den USA und das alles, ja. Und war schon cool. War schon cool. Also, ja. Ich meine, das war jetzt so ein Vergleich aus dem Welt. Vielleicht kennt ihr das beim Programmieren auch, ja? Vorgehensweisen, irgendwas, wo ihr sagt, das kannst du so nicht machen. Der andere zeigt, das geht trotzdem. Und man denkt sich, ja, das wird dann krachen und es passiert nichts. Und du denkst, hey, ich habe so oft die Erfahrung gemacht und jetzt. Hattet ihr so einen Fall schon mal? Könnt ihr da ein Beispiel erwähnen? Oder bei dir, Robert? Ja, man sieht ja das Ganze eigentlich immer negativ mit der Erfahrung, dass man da so hängen bleibt und dass man dann nicht mehr so offen ist. Und vielleicht neue Sachen nicht probiert. Ja. Hat aber natürlich auch die positive Seite, dass man halt da schneller ist, das leichter hinkriegt als andere. Und das ist ja das Gleiche wie mit Gewohnheiten. Gewohnheiten, da denkt man auch sofort ins Negative, aber natürlich auch was Positives. Weil stell dir mal vor, du wirst deine Entwicklungsumgebung aufmachen und wärst erst einmal begeistert. Oh, Entwicklungsumgebung, okay, was ist das, ein Speichern-Button, wenn ich draufklicke? Ui, der speichert, wow, interessant. Oh, ui, der tut ja mein Vor-Keyword hervorheben in der Farbe. Ich bin begeistert. Wie geht denn das? Und dann bist du total abgelenkt mit dem, was du eigentlich machen sollst, wenn du jeden Tag wieder von vorne anfangen würdest und dich für alles da begeistern würdest und dann nicht irgendwie so ein Gewohnheitstier wirst, wo dich eigentlich nichts mehr vom Hocker reißt und du machst so deine Sachen runter, dann wird es dazu nichts mehr kommen. Und so ist die Gewohnheit was Positives, dass du dich mit Sachen, die du kennst, eigentlich gar nicht mehr so auseinandersetzt und da hast du einen brutalen Automatismus. Da bleibt das Gehirn frei, die ganze CPU für die wirklichen Probleme, die man noch nicht gemacht hat. Also eigentlich ein total effizienter Mechanismus vom Hirn. Aber auch hat diese Nebeneffekte. Man wird halt eingefahren, wenn man hin und her wechseln. Ja. Gut, ich habe jetzt die ganze Zeit das ein bisschen ignoriert, damit wir im Gespräch bleiben, aber ich würde gerne wissen, was jetzt die Leute auch was ihr da auch geschrieben habt in der Zwischenzeit, was ist denn mit deiner Kamera los? Das ist echt. Ey, Leute, Robert, mach mal ein PayPal-Spendenkonto auf. Komm schon, wir legen mal alle einen Zehner zusammen und danach. Okay, warte mal, wo waren wir denn stehen geblieben? So, ich versuche, andere Wege zu gehen, weil ich die Probleme sehe. Der 8-Bit-Ventilator, ich glaube, da ging es mal los. Und möchte sie beheben, aber meine Kollegen haben Probleme, die schlechten Muster zu durchbrechen. Das ist sau interessant. Sau guter Punkt, 8-Bit-Ventilator.
Hero hatte vorher noch, ich denke, das ist weder schlecht noch gut, sondern einfach, das hatten wir schon mal gelesen, genau. Rita, Lernen ist Veränderung, da haben manche Angst vor. Sehr schöner Spruch und da ist so viel Wahrheit dran. Ich habe eine Manager-Ausbildung damals mitgemacht und da hatten wir gelernt, was ist der erste wichtige Schritt, wenn du heute in eine neue Firma neu anfängst als Manager von einem Team? Was glaubst du, Robert? Es hat jetzt auch psychologischen Grund, ne? Also wir bleiben beim Thema. Der erste neue Schritt. Was wäre jetzt der wichtigste Schritt? Was würdest du machen wollen? Was wäre das Erste? Sag mal, du, lieber Robert, fängst jetzt beim Hero oder bei der Rita. Man soll sich erstmal schlau machen über die Umgebung oder erst einmal. Okay. Ja. Also du kommst rein, sagst, Servus, ich bin's, der Robert, ich bin jetzt euer neuer Manager. Ich würde mich gerne mit euch zusammensetzen, ich möchte alles von euch wissen. Genau. Okay, und dann? Hero, auch wie es Hero geschrieben hat. Richtig, und was wäre der nächste Schritt? Ja, dann holt man sich die ganzen Infos und dann sich auch vielleicht irgendwie vorstellen, dass die Leute einen einschätzen können, was man so macht. Ja, erstmal einen Kasten Bier mitbringen, okay. Genau. Und Gummibärchen. Dann und vielleicht Glas, zusammen irgendwo an einem Thema arbeiten oder einen gemeinsamen Plan machen oder was auch immer. Aber ich bin gespannt. Was hast du gelernt? Sag wirklich, was würdest du dann als nächstes machen? Oder was sagt ihr? Was wäre euer nächster Schritt? Ihr fängt als Teamleiter, Manager, fängt ihr da an? Ja, du stellst dich vor, hat Robert schon gesagt. Und danach saugst du Wissen auf. Wie läuft das denn bei euch ab? Was ist los? Aber danach gehen ja eigentlich schon so die nächsten Schritte, oder? Ja, wer macht was? Um was geht's? Vielleicht irgendeine Runde einberufen und dann zusammen halt irgendwas planen. Schauen, dass man die Leute irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringt oder dass man da Einigung hinkriegt, wer was macht. Weil im Prinzip ist ja jeder am Anfang ein bisschen kritisch. Man muss sich erstmal da kennenlernen und finden und dann wird der Chef da sehr skeptisch betrachtet. Hero hat es gut auf den Punkt gebracht. Schauen, was gut läuft, schauen, wo es vielleicht besser geht. Und genau das ist, was die meisten auch als erstes machen wollen und ein ganz großer Fehler ist. Weil wenn du wo neu bist, ja, und selbst wenn du die Leute fragst, was schlecht läuft, und die heulen sich gerne bei dir aus, gerade wenn du auch noch neu bist und so, dann trauen die sich eher noch zu reden oder was. Ja, vor allem, wenn du gerade mit der Kasten Bier ankommst oder mit einer Haribo Fantasia, ja. Und ich verspreche dir, egal, was du machst, alles ist erstmal schlecht, ja. Und da kommen wir auf den Punkt, was Rita gesagt hat, ja, das ist die Veränderung. Du könntest einen Mitarbeiter, der 3 Jahre lang eine Strecke von der Arbeit bis zur Firma fährt, ja, und du erklärst ihn, wie er 5 Minuten jeden Tag schneller in die Arbeit kommt und wieder schneller zu Hause ist. Ich garantiere dir, er würde seinen Weg nutzen, den er einfach gewohnt ist. Ja. Und er findet dann auch für sich irgendeine Ausrede, warum dann doch sein alter Weg immer noch dann der bessere wäre. Ja, das ist so. Der sucht sofort nach einem Grund und das ist das Problem, ja, dass wir haben, schau dir das mit Windows 8 an oder sowas, ja, gib irgendwo eine große Veränderung, die Leute killen dich, ja, die killen dich, du musst immer schauen, dass du das ganz weich und in ganz kleinen Schritten machst, ja, und so ist es auch als Manager, das heißt, komm erstmal an und mach nix, weil egal, was du machst, es ist falsch. Okay, du musst erstmal, natürlich machst du dich schlau und dann gibt es die weiteren Schritte, aber erstmal mach nichts, auch wenn es eigentlich dann gut ist, mach erstmal nichts, ja. Und dann gibt es weitere Dinge, aber wir machen jetzt keinen Abend über Manager-Ausbildung. Aber es passt zu dem, was Rita gesagt hat. So, Christoph sagt, ich mag mich nicht auf einer dieser Begriffe reduzieren, okay. Er will mit einem ganz anderen Blickwinkel alles betrachten, ist auch gut. Dann sag mir, welche Begriffe du vielleicht lieber magst, statt konservativ und progressiv, ja, gibt's für dich was anderes. Hero sagt, ich finde eine Mischung gut, ich möchte doch auch von den Erfahrungen profitieren. Also Hero sagt, dass es doch eigentlich gar nicht so schlecht ist, jemanden Konservatives dabei zu haben im Team. Mein Chef hat, wir hacken live, sagt, mein Chef
hat immer gesagt, no touching our running system, hat Vor- und Nachteile, aber ich finde es auch fast so. Ja, hast du auch vollkommen recht, ja. Kannst du auch im normalen Leben immer wieder hernehmen, den Spruch. Ja, wenn meine Frau irgendwie sagt, ja, wie sieht es mit dem und dem aus, dann sage ich auch, ey, never touch a running system, ja. So, das Gehirn ist keine Festplatte, das genau, das war, wo wir dann über Biologie gesprochen haben. Jetzt kam von Kappa Compton da noch schön, denke auch, dass je länger mal man etwas Gleichbleibendes tut, zum Beispiel gleicher Software-Stack, gleiche Programmiersprache, gleiche Arbeitsweise, desto mehr Erfahrung sammelt man in diesem Bereich und desto schwieriger fällt es vielen loszulassen. Absolut. Ich sehe sowas in der Art bei meinen eigenen Kollegen. Technologien, die ich für Anwendungsbereich X deutlich verständlicher, einfacher, wartbarer halte, wird von älteren Kollegen oftmals abgetan als, was wir jetzt haben, ist doch auch sehr gut. Ja, die sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich muss ja auch sagen, für mich gab es nichts Besseres wie .NET Ruhrwelt. Ne? War bei mir nicht anders, bis ich vom Kunden gezwungen war, in die andere Welt zu tauchen. Und seitdem liebe ich ja auch JavaScript. So, die Hälfte der .NET-Leute geht jetzt offline. Aber, und ich auch. Ciao. Ja, genau. Aber fragt euch selber, ja, warum traut ihr euch denn nicht doch auch mal mit Node.js ein Backend aufzubauen, wenn jetzt .NET-Leute da sind? Und jetzt sag ja nicht, ja, die Sprache ist schlecht, ja, weil ich garantiere dir, du hast dir nicht im Kern JavaScript, TypeScript angeschaut. Hattest du mir auch immer wieder gestanden, Robert. Ja. So, es gibt sicherlich, also Hero sagt nochmal, es gibt sicherlich Strukturen im Gehirn, die sich irgendwann nicht mehr allzu sehr ändern, wenn nichts Drastisches passiert. Aber das Faktengedächtnis ist schon enorm. Aber da kann sicher alter Kram auch mal rausfliegen bzw. sich verändern. Gut, jetzt müssen wir aber sagen, diesen biologischen Punkt, wenn ich jetzt heute eine Schulung mache, ich meine, da tun wir aktiv gerade darüber reden. Ja, das ist ja nicht irgendwie, wo er sich jetzt erinnern muss nach ein paar Tagen, was wir gemacht haben, sondern es ist, ich denke, es ist einfach diese Veränderung und umso älter wir werden, umso schwieriger tun wir uns mit Veränderungen, also umso härter ist es. Aber es ist eben gut, ja, weil man kann eben auch wieder lehren, ja. 8-Bit-Ventilator, wir haben zum Beispiel eine riesige, oh, ich kann es nicht, Klasse, God-Object, okay, die verschiedene Berechnungen macht. Ich wollte sie pro Berechnung in separate Klassen teilen. Das endete schon fast in einem Streitgespräch. Hochinteressant. Ich glaube, dass sie einfach nicht loslassen können. Absolut richtig. Und deswegen machen wir den Abend, um dass wir lernen, wie wir psychologisch mit solchen Situationen umgehen können. Robert und ich haben schon einen Plan. Aber mach mal weiter. Ich glaube, dass sie einfach nicht loslassen können. Vielleicht ist da auch ein gewisser Stolz, was da mal gebaut wurde. Ey, ihr seid so geil aktiv, das ist so schön, so macht Spaß. Hero, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, hatten wir schon, genau. Also als Kontext vom Thema her genau richtig. Ne? Der Großteil unseres Lebens ist doch Routinen und Automatisation. Und das ist auch so spannend, ja, mit den Routinen. Ich hasse das, ja, aber es tut mir leid. Wenn du Mama, Papa wirst, ja, und dich damit so tief auseinandersetzt, ist das so unheimlich wichtig. Oder auch wenn du kein Mama oder Papa bist, sondern auch alleine bei Haustieren ist das schon so, bei Hunden. Wie wichtig das ist, dass du bestimmte Dinge nach dem gleichen Schema jeden Tag bringst. Ein Kind, wenn nicht die richtige Struktur kriegt, oder auch ein Haustier, für die ist Chaos. Das ist Chaos an dem Tag. Ja. Und das merken wir ja auch, wie viele durchgedreht sind bei der Situation, die wir mit Corona gehabt haben. Ja. Also, ja, wir haben jetzt alle von Bill Gates einen Mikrochip. Ne? Das ist so, ne? Kriegen wir jetzt alle reingespritzt von Bill Gates selber. So, also wisst ihr, was ich meine? Ne? Das ist dieses, man dreht durch. Das ist nicht für uns richtig. So, Leute, die mit einem Mac gestartet sind, haben meist weniger Probleme mit Windows umzugehen als andersherum. Richtig. Oder zwingen sich trotzdem am Ende rein, weil eine ganz andere Motivation dahinter steckt. Ihr glaubt es nicht, wie oft ich Schüler, also Teilnehmer, habe bei meinen Workshops, die mit einem MacBook drinne sitzen und mich fragen, wie da was in dem Mac geht. Und dann sind das irgendwelche einfachen Benutzersachen und ich habe davon keine Ahnung. Ich denke mir nur innerlich, oder ich habe es auch schon offen angesprochen, habe gesagt, wieso arbeitest du da mit einem Mac, wenn du das Einfache da schon nicht kannst, ja? Ja, ich will es mir halt beibringen, ja? will das halt so können. Und sag, okay, weißt schon, du hast Windows vorher gehabt, null Probleme, war alles geil, aber naja, gut. Wie ich schon sagte, Never Touch a Running System, hatten wir schon, die Mischung macht's.
Die Mischung macht es doch interessant, ja? Kappa-Compton sagt, er findet, es ist eigentlich klug, ist, wenn wir eine Mischung haben in einem Team. Kommt darauf an, was er denn so konserviert. Rita, jetzt kommt ein Witz. Wenn der Computer das Fenster nicht schließt, dann Stecker raus. Wenn der Computer frech wird, doppelt Stecker raus. Mein Scherz. Ja, Hero, und wir hacken live, genau. Au Pair war derjenige mit der USA-Geschichte. Wie lange läuft der Rechner schon? Hero, erster Schritt, genau, das war jetzt das mit dem Manager, das habe ich vorhin dann schon kurz vorgelesen. Schaut, was gut läuft, schauen, was schlecht haben wir schon. Manager stellt man sich vor, ja. Die können Untergebungen. Ich gucke nur gerade nochmal. Okay. Wow. Aber geil, so ist es richtig. Ja. So, jetzt war ja das Interessante, die Mischung ist gut und ich denke auch. Ja. Was willst du noch was sagen, Robert? Mit Windows und Apple noch einen kurzen Kommentar. Das hängt da auch wieder zusammen mit den Gewohnheiten. Weil mit Windows 8 haben sie es ja verändert, neues Konzept, neue Ideen wollten Windows dann verändern mit den Kacheln, so wie man es kennt von den trendigen Mobile Phones und so weiter. Und und die Leute haben es gehasst. Warum? Weil sie vom Windows das anders gewohnt waren. Sie wollten das Startmenü genauso, wie sie es gewohnt waren. Und ist da nicht angekommen, war deswegen der Flop, obwohl es ja nicht schlecht umgesetzt war. Auch anderes Konzept war nicht richtig kopiert. Und wie war das Ganze bei Apple? Die, wenn was umwerfen, dann ist es okay. Dann ist es innovativ, dann ist es toll, ist es neu. Voll. Du, wenn eine App schreibst auf den Apple und dann bringen sie die neue Version raus und danach ist es kaputt. Eigene Netzdecker, den sie haben. Wie klug! Alle fahren mit, sagen, wie innovativ, neue Erfindung. Und deine App ist kaputt, du musst es erstmal wieder reparieren. Ja, weil du das gewohnt bist, dass die ständig Innovationen bringen und das alte Zeug von gestern interessiert nicht mehr. Und da ist es okay und da ist es erlaubt. Genau. Also die Nutzerschaft ist anders, die haben andere Erwartungen. Also was Microsoft kann sich das nie leisten, was Apple sich leistet. Oder andersrum, wenn Apple den gleichen Kurs fährt wie Microsoft, dann würden es, glaube ich, auch nicht weiterkommen. Ja, oder tut einfach mal nur per Bluetooth noch die Kopfhörer ran, und dann hast du halt mal irgendwie so ein MIDI-Device, um hier Keyboard zu spielen und zu lernen, was halt mal über Smartphones läuft. Und Samsung hat das auch adaptiert. Jo, cool. Ich habe heute einen Bluetooth-Stecker ran und dann ist immer natürlich alles schön zeitverzögert, Jetzt wäre ein Klinkenstecker doch praktisch gewesen, um eine schönere Soundqualität zu kriegen. Aber wir sind doch alle innovativ. Ja. Nee, aber du hast recht, ne? Ist eine andere Kultur. Die akzeptiert das anders. Ja. So, zum Thema mit innovativ oder progressiv und konservativ, weil wir da die Umfrage gemacht haben. Die meisten Leute waren der Meinung, sie sind progressiv oder neutral, aber keiner hat gesagt, er ist konservativ. Und ich behaupte von mir, ich bin sehr konservativ. So, wie komme ich drauf oder was hat das für einen Bezug auf die Programmierung? Das ist ein bisschen das, was man verwendet. Zum Beispiel, ich sage, ich bin ein alter WPF-Freund, bin da total begeistert und hänge da dran an der Desktop-Entwicklung, obwohl es schon inzwischen sogar ein bisschen out ist. Inzwischen macht man nur Web- und Single-Page-Application. Node.js ist der neue Hit. Naja, neu nicht. Das ist schon 10 Jahre jetzt, Robert. Du bist schon. Du bist auf einem alten Stand. Ja, sag mal, hast du noch nicht Rust gelernt? Stimmt, das ist der ganz neue Hit. Wo gehst du denn hin? Ach, Go ist ja auch schon wieder out. Nein, also Rust, ist jetzt der heiße Scheiß, oder? Liebe Leute. Absolut, genau. Und ich bleibe immer gern bei dem alten Zeug hängen und sage, okay, das was Neues, das muss jetzt erst einmal nicht einmal so gut sein, muss erst einmal WPF und Co. überholen. Und das ist so meine Grundeinstellung. Und ich fahre da nicht sofort mit bei dem neuen Zeug. Und du behauptest von dir, du bist progressiv. Ist denn das bei dir, Gregor? Ach, mir tut da mein Herz so weh, mit wie viel Zeit du da verschleuderst, wenn du wieder mit deinem OER-Mapper und deiner relationellen Datenbank daherkommst, Robert. Du hättest die Arbeit doppelt so schnell fertig gehabt, ohne Witz, Also du bist so lächerlich, echt. Da musst du echt was machen, du. Aber mir fällt ein, wir haben sogar eine passende Grafik für heute vorbereitet.
mit dem Lernen? Wollen wir dieses Motivationskurve mal zeigen? Oder was? Hast du Bock drauf? Oder wolltest du das? Oder das Debuggen kommt später? Ja, eins nach dem anderen. Motivationskurve ist jetzt sogar schon ein neues Thema, was man da durchmacht. Ja, meinst du? Nee, das passt doch eigentlich, oder? Weil mit dem Lernen was gemeint war, oder findest du es noch nicht passend? Na, ist eigentlich noch nicht so passend. Also, okay, dann noch nicht. Progressiv. Denk an die Dinger, was wir vorbereitet haben, ne? Dass wir das haben. Wenn ich da was zeigen kann, dann gib. Gut. Genau. Tut uns leid, liebe Leute, wir haben keine geheime Regie, die uns was zuflüstert, wie es ablaufen soll. Und dann müssen wir öffentlich planen. Haben wir uns nicht leisten können, genauso wie die schlechte Kamera. Ja, das ist ja so eine Grundeinstellung, die man hat, die im Menschen da tief drin ist. Das steckt schon irgendwie ein bisschen drin im Charakter. Und was heißt denn konservativ? Das heißt, man bewahrt seine Werte, das ist einem sehr wichtig, und progressiv ist. Man ist sehr fortschrittlich unterwegs. Man will die neuen Sachen. Das ist einen wichtiger als irgendwie, ja, die Werte bewahren. Das heißt, man hat da so eine Achse, schlägt mehr in die eine oder in die andere Richtung um. Wenn es jetzt zum Beispiel um Technologien geht, die man da so einsetzt oder sich einlernt. Und ja, es gibt eigentlich keinen, der da so richtig perfekt in der Mitte ist. Man hat immer eine Tendenz. Und da gibt es eigentlich noch viel mehr Tendenzen, was der Mensch da so hat. Kennst du vielleicht irgendwelche Typen oder Tendenzen vom Programmieren, Gregor? Einen Haufen. Kannst du vielleicht irgendwie mal sowas beschreiben, so Klassiker, so Stereotypen? Oh, da haben wir eine Vielzahl, ja. Also ich kann ja mal ja, bitte, bring du mal ein paar. Ich müsste mir jetzt welche aus den Fingern saugen nochmal, ja. Also ich habe jetzt da so bestimmte Leute im Kopf, Beispiele, genau. Aber ich beschreibe jetzt einfach mal so eine bestimmte Person. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen auch bekannt vor, da hat er auch so jemanden schon mal erlebt. Also ein Programmierer, der ist jetzt eigentlich nicht so der angesagteste Typ, auch nicht so energiegeladen und so kreativ, aber der hat immer viel Wissen und Erfahrung, und egal was er sagt, er wirkt immer irgendwie veraltet, und die neuesten Tools und Technologien, die schaut er sich eigentlich gar nicht an oder sagt sogar, das muss erst einmal zu dem guten alten Zeug hinkommen, weil das kann das ja schon alles, die alte Programmiersprache, die er da beherrscht. Der bleibt da an dem alten Zeug hängen, der redet gerne von seiner alten Programmiersprache und hält Monologe und erklärt, warum das, was da jetzt in der neuen Sprache erst kommt, dass das schon vor 30 Jahren funktioniert hat in seiner Programmiersprache. Und er ist immer so vom Coding-Style her immer so in der alten Schule unterwegs und mag vielleicht noch gern ungarische Konvention, da schwört er drauf, egal welche Programmiersprache. Aber er hat einen dermaßen großen Erfahrungsschatz, dass er bei häufige oder wiederkehrende Probleme vorher schon weiß, auf welche Wand man dazu läuft, was die meisten Leute gar nicht wissen. Also ich würde es mal zusammenfassen, das ist vielleicht so der Typ, der erfahrene alte Mann. Warte, ich schreibe mir das jetzt in dem Fall auf, warte mal. Also du würdest sagen, du hast einen Typ klassifiziert, der erfahrene. Der erfahrene alte Mann. Würdest du als Stichpunkte sagen, wollen wir da unterteilen in gut und schlecht? Also was ist gut an dem Erfahrenen? Würdest du das so untergliedern wollen oder findest du das blöd? Ja, kann man ja probieren nochmal zusammen. Also was war gut?
Ja. Gut, er hat Lebenserfahrung. Er kennt Lösungswege, wo kennt Lösungswege, ja. Wo viele andere erst in Probleme reinlaufen. Mhm. Und ja, du kann dir vorher schon helfen. Also das wäre ein Vorteil. Ist ja halt weise. Ja, okay. Nachteil, Coding Style ist immer noch von vorgestern. Coding und BH drauf. Style von vorgestern. So. Genau, das wäre schlecht. So. So, Donut. Die Leute sagen auch was. Also ihr könnt euch dazu tun zu diesen Typen, ja? Soll ich meinen Bildschirm teilen, dann können die mitsehen, was ich notiere. Ich glaube, das ist besser, ne? So, dann Coding Gast. Tada. So, jetzt ist dein Kamerabild verkehrt rum. Naja, ich zeige es immer mal kurz, was ich schon mal zwischenzeitlich habe. Okay, dann wechseln wir wieder zurück. So, der Erfahrene, ne? Gut ist, er hat eben Lebenserfahrung, er kennt Lösungswege. Schlecht daran ist, Coding Style ist von gestern. Hättest du sonst noch was? Habe ich was vergessen? Na, das reicht. So, was war im Chat nochmal? Und maximal 80 Zeichen lange Zeit, falls man Code ausdrucken soll. Also, schlecht genau. Wäre vielleicht suboptimaler Code. Soll ich es damit aufnehmen? Aber dann wäre er ja nicht erfahren eigentlich, oder? Suboptimaler Code ist jetzt zu verallgemeinert. Lass das mal weg. Das reicht erst schon. Okay. Dann, Christoph hat geschrieben, warum Mann und warum alt. Ich tue jetzt da mal so ein bisschen ein Stereotyp beschreiben. Auch Leute, die ich kenne, ohne da irgendwelche den Namen zu nennen. Okay, das ist drum cool. Bin ich mal da ganz stereotypisch. Genau. Mhm. Das heißt, das ist so ein Menschentyp. Und den biegt man auch nicht so leicht um. Er lebt da von seiner Erfahrung und vom Coding-Style, den wenn du was beibringen willst oder wenn sich der umstellen will, tut er sich ganz, ganz schwer. Okay. So, jetzt probiere ich mal einen anderen Typ zu beschreiben. Mhm, nur und her damit. Zwar, ein Programmierer, der feststellt, wenn er programmiert, dass das irgendwie gar nicht so optimal ist, dass in der Entwicklungsumgebung, da ist das nicht so effizient, da braucht man vielleicht irgendwie ein Plugin und für ein besseres Syntax-Highlighting. Mhm. Und er hat da schon eine Vorstellung, wie er das highlighten soll, also programmiert er sich da selber schnell ein Plugin, anstatt dass er jetzt da beim Projekt weitermacht, weil dann ist er produktiver und besser und schneller unterwegs. Also programmiert er sich selber dieses Plugin für das Syntax-Highlighting, ist glücklich, macht weiter, programmiert weiter, geht es um den Datenzugriff, stellt er fest, oh, Datenzugriff, fällt mir jetzt nicht so gut der Stil vom OR-Mapper. Ich schreibe jetzt erstmal meinen eigenen OR-Mapper. So, wo fange ich da an? Und da macht er sein eigenes Framework und legt sofort los und hat Spaß dran und macht das vielleicht noch gleich Open Source stellt fest, beim Open Source Veröffentlichen kann man vielleicht irgendwie ein Tool brauchen und programmiert immer weiter und weiter und weiter und lässt sich unglaublich viel inspirieren und baut und baut und baut, so viel er will. Und kommt aber gar nicht zu seinem eigenen Projekt, das er eigentlich machen soll, weil er so beschäftigt ist mit Programmieren von so Selbsthilfetools. Und schaut eigentlich fast nie Selbsthypnose-Tool. Genau, was es so gibt, sondern programmiert selber einfach immer so drauf los, Best Practices oder so, macht nicht so viel Spaß. Also ich würde bezeichnen, das ist so ein Toolbauer oder ein Selbsthilfe-Framework-Konstrukteur. Auch schon mal so einem im Kopf, hast der Stereotyp? Ja, finde ich geil, vor allem, weil es plötzlich richtig schön und offen im Chat losging. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Kappa-Compton sagt, ja, so eine Phase hatte ich auch mal, Hero ich auch, ja, voll offen, finde ich total geil. Ja, Kappa-Compton sagt, deswegen werden private Projekte niemals fertig, Fakt, kein Mythos, naja, schaut euch ja nicht GoFish das Spiel an, ja, ist ja auch noch nicht fertig, ja, haben wir zusammengebaut. Und eigene UI-Komponenten, komplett in alten JavaScript vor ECMAScript 5. Was? Und jetzt mache ich es mir selbst. Ferkel. Muss das hier sein? So. Ja, also finden sich manche wieder, auch mit Kollegen. Das finde ich gut, wollte ich erreichen. Schreiben wir es kurz zusammen. Vor- und Nachteile. Ja. Also, was ist gut an dem Typus? Achso, wie würdest du den nennen? Ja, nennt man der Framework-Konstrukteur. Oh Gott, der Konstrukteur, oder? Der Konstrukteur, oder muss es Framework-Konstrukteur sein? Kann man auch machen. Also. Weil er sich der ewige Framework-Konstrukteur. Okay, also der ewige Framework-Konstrukteur. Ja, auch eine Frage in die Runde. Was ist an dem gut, was ist an dem Typen schlecht? Ja, voll. Ja. Achso, mein Bildschirm natürlich. Zack. Ja, also was ist gut und was ist schlecht? Lies mir mal vor, bitte, wenn was. Also Hero sagt, ich würde sagen, Vorteile sind unter anderem, beherrscht die Sprache, packt an. Warte, also nochmal, nochmal. Ich würde sagen, Vorteile sind unter anderem, beherrscht die Sprache, packt an, sagt Hero. Ja, okay, sag, ob du das auch so für findest, ob ich es aufnehmen soll oder nicht. Das ist jetzt so allgemein mit beherrscht die Sprache, kann man jetzt nicht so sagen, weil er baut sich ja gleich wieder was Neues. Okay. Würde jetzt da noch nicht so unterschreiben. Okay. Peter Schulz sagt, in Assembler braucht niemand Syntaxhervorhebung. Wozu soll das gut sein? Naja, haben wir ja nicht gesagt, dass das unbedingt Assembler ist. Und Christoph sagt, da gab es mal eine Buchreihe dieses Namens, Autoreparaturhandbücher mit jetzt mache ich es mir selbst. Das stimmt. Und die gibt es immer noch und ist natürlich sehr beliebt. Herotra sagt, Nachteil zum Beispiel, schreibt häufig schwer zu wartenden Code. Kann sein, würde ich jetzt auch nicht unterschreiben, ist für den Stereotyp gar nicht so gängig. Kata Compton sagt, vielleicht in gewisser Weise macht sich umfangreich Gedanken. Das auf alle Fälle. Ich hätte es mal das so hin. Macht sich zu aufnehmen. Viele Gedanken? Okay. Macht sich umfangreich Gedanken, nicht zu viele. Als macht Vorteil sich, macht sich umfangreiche Gedanken. Okay. Als Vorteil? Okay. Ich hätte jetzt gesagt, okay. Also bedachter ist, Typ. Macht sich umfangreiche Gedanken. Ja. Und gleich negativ dazu von Kappa Compton, macht sich potenziell zu viele Gedanken. Ja, auch sagen, Papst Franziskus. Ich glaube, ich schreibe jetzt einfach alles klein. Ja, ist aber geehrt, so. Wenn der auch vorbeischaut bei uns. Kann selbst komplizierteste Prozesse effizient umsetzen, verliert sich im Detail. Ja, gut, er setzt ja die Prozesse nicht unbedingt um, weil er ist ja beschäftigt, seine eigenen Tools zu bauen. Von dem her kann man das auch noch nicht so sagen. Aber ich würde jetzt sagen, bei gut, er ist offen für Neues, immer offen für Verbesserungen. Also das ist ein Riesenpunkt bei gut. Als Stichwort? Er ist immer offen für Neues, will sich ständig verbessern. Offen für Neues und will sich ständig verbessern. Und schlecht, würde ich sagen, wird nie mit dem eigentlichen Projekt fertig. Kommt vom 100. ins 1000.
verfängt sich, ja gut, wobei, das muss man nicht dazu schreiben, er verfängt sich in Details, aber damit wird, das ist der Grund, warum er ja nicht fertig wird. Deswegen. Ja, aber das reicht schon. Ja, finde ich auch, ne? Genau. Okay. Dann zum nächsten Typen, oder? Oder haben wir noch irgendwas? Oder hast du noch einen Begriff? Ja. Nein, das reicht schon. Ich bin jetzt hier dein Note Monkey. Ja, es geht ja nur darum, damit wir alle mal über das... Okay, habe ich noch eine Person im Kopf. Ich probiere es mal zum Beschreiben. Mhm. Okay, ist ein Typ, der hängt da Tag und Nacht am Rechner und hört nicht mehr auf und sieht sich da... Oh, sein Bild, ne? ...als Pflicht zu reißen... Und ist absolut stolz auf jede Zeile Code, die er so schreibt. Und lässt vielleicht die Mittagspause ausfallen, weil er am Schreibtisch bleibt und einfach weiterarbeitet. Und der ist im Endeffekt immer im Stress. Und ja, wenn er mal Freizeit hat, dann hört er nicht auf, dann liest er vielleicht irgendwie Programmierbücher oder Zeitschriftenartikel kann vielleicht auch nicht so gut mit Leuten umgehen, eher mehr so introvertiert und lebt im Kopf, hat eigentlich nichts anderes im Kopf wie Programmieren. Auch wenn sich Kollegen über andere Sachen unterhalten oder so, der kennt nur Programmieren und sonst nichts anderes. Das ist seine Welt und sein Leben. Mhm. Und reißt ganze Projekte da alleine, macht da irgendwie schon das Zehnfache von andere. Und genießt es und ist da stolz drauf. Ist so eine richtige Ameise oder so. Ja, fleißige Biene oder so in der Art. Hört da nie auf. Mhm. Ja, ist ein anderer Typ. Okay, wie würdest du den zusammenfassen? Ein Titel. Der Workaholic. Okay, ich habe mit Fortran 66 begonnen. Frag doch mal deine Gemeinde. Ja, wir sind hier die Gang. Der Burnout-Kandidat. Entschuldigung, dass ich reingeredet habe, von Kappa Compton. Gefällt mir noch besser, der Burnout-Kandidat. Nennt man doch so. Ja, du Rita, mach mal da nochmal, ne? Also, oder liebe Leute, Rita, mach doch nochmal, schreibt doch ruhig mal in den Chat auch rein, was vielleicht eure erste Programmiersprache war für die Rita. Gut, nochmal, sorry, ich war abgelenkt. Also, wie würdest du den nochmal nennen? Der Burnout-Kandidat. Genau. So, okay, also der Burnout-Kandidat. Wieder Frage in die Runde, was ist an dem Typen gut, was ist schlecht? So, ja, ich zeige auch gleich den Bildschirm wieder. So, gut, schlecht. So, Twitch, Coding Gast, so, hier, genau, also. Ja. Was wäre gut an dem Typen? Also schafft unglaublich viel. Man kann sich immer auf ihn verlassen. Verlässlich mit 2 S. Ja, ich tippe schnell runter. Ja. Und schlecht. Kriegt wahrscheinlich mal Burnout. Klar, ist schon im Titel. Ja, der ist psychisch deaktiviert. Genau. Ja, übrigens dachte ich immer, dass ein Burnout ist, dass du halt einfach gar nicht mehr kannst, ja. Also du kannst deine Tätigkeit nicht mehr irgendwie machen. Also ich weiß nicht, ich hatte immer ein anderes Bild vom Burnout und als ich mich damit mal beschäftigt habe, habe ich erst wirklich gecheckt, was es ist. Eigentlich wirklich nichts anderes wie wirklich Depressionen, ja. Also
wenn du ganz, ganz tief in Depressionen fällst, ist das schon ein Burnout. Ja, also wer von euch depressiv ist und sagt, naja, ich kann ja trotzdem arbeiten, jeder sagt, ich komme mal im Burnout. Haha, ich nicht. Doch, das ist schon, du bist dann mittendrin. Ich habe da mal übrigens einen Vortrag gehört von einem, was ein Psychiater, glaube ich, der sogar an einer Klinik so Burnout-Patienten behandelt. Mhm. Und der hat gesagt, es ist oft so, es gibt ja so viele Leute mit Burnout, die können alle gar nicht von der Klinik aufgenommen werden. Die haben ja teilweise irgendwie Wartelisten, wo die da irgendwie jahrelang drauf warten müssen. Und dann machen die so eine Art Selbsthilfegruppen. Und das ist ganz schwierig und dauert lang, bis er die da irgendwie behandelt und rauskriegt. Und dann hat einer gefragt so aus der Runde, was ist denn eigentlich so Ihr Fazit zum Thema Burnout? Was haben Sie da jetzt gelernt über die ganzen Jahre? Und dann hat er eine Zeit lang überlegt und dann hat er gesagt, eigentlich kann man es immer auf eine Tatsache zusammenfassen. Es ist irgendeine Art von, und jetzt halte ich fest, es hört sich jetzt schon fast wieder harmlos an, von Vereinsamung. Boah. Von sozialer Vereinsamung. Das heißt, es fängt irgendwie damit an, dass man denkt, ja, die Leute um sich herum oder das Team oder ja, egal wer, die stehen nicht zu einem, man ist da alleine, man muss sich selber kümmern und weil der Mensch ein soziales Wesen ist, kann er damit nicht umgehen und das verfestigt sich und wird stärker und stärker, bis dann in die Depression. Ja, kann ich voll nachvollziehen, vor allem der, der Schauspieler, der sich auch umgebracht hat, aus sag schon, San Francisco hier, unser der hat ja auch, und da denkst du dir auch, hey, der war doch so weltberühmt und wie kann denn der sich selbst umbringen vor Vereinsamung, der so berühmt ist? Ach Mann, wie war jetzt dein Name? Heute fällt mir gar nichts mehr ein. Ja, ich hatte heute schon den ganzen Tag Workshop, sorry Leute. Ich weiß nicht. Ja, den kennt ihr alle. Mir fällt er nicht ein. Aber es ist tatsächlich so, vor allem gerade, selbst welche, die Familie haben, ja, mit Kindern und Frau, ne, dass die sich einsam fühlen und das ist, wenn dann der andere Partner von der Familie nicht gelernt hat, offen über Gefühle zu reden oder auch damit umzugehen, wenn jemand anderes mit einem offen redet. Also wenn jemand da draußen das kennt, ja, ihr müsst euch jetzt im Chat nicht outen, aber das geht ziemlich schnell, dass man sich trotz mit vielen Menschen einsam fühlt, ja, weil man versucht, offen zu Hause zu reden, Gespräche zu führen, aber es wird immer nur verschoben. Ja, jetzt ist nicht die passende Situation, über dies und das zu reden oder so. Also es geht unheimlich schnell, ja. Was man gar nicht glaubt. Robin Williams war es, 8-Bit-Ventilator. Danke. Also wir hatten jetzt nochmal zu schlecht. Lebt halt in gewisser Weise in seiner eigenen Welt. Ist das schlecht? Kommt es beim Burnout-Kandidat eigentlich schon, oder? Ich meine, wenn ich mal zurückreflektiere, die wirklich so tief immer permanent in Arbeit waren, die hatten ja immer nie für jeden und alles Zeit dann, ne? Ja, stimmt. Das ist ein Teil und noch wichtiger, der Punkt drüber von Kappa Compton. Ja. Dieser Typ Programmierer tendiert dazu, sehr eigen und vermindert teamfähig zu sein. Ja, das würde ich da auf alle Fälle aufschreiben. Also, hier, warte. Also eigensinnig. Kein Teamplayer, oder? Kann man das sagen? Kein eigensinnig und ja, schreib's einfach dazu. Bei gut jetzt, oder? Ja, passt. Okay, was bei gut? Sag. Bei gut haben wir schon 2 Punkte. Ach so, okay. Ich dachte, du wolltest noch was dazu bringen. Na, das reicht erst einmal. Ach so, und schlecht arbeitet sich auf oder Burnout kannst du dazu schreiben. Sagt der Name schon. Ja, okay. Gut. Ja, was hätten wir denn noch für einen Typ? Aber einer fällt mir noch ein. Mhm. Ist ein Programmierer, der hockt da vielleicht gerne ganz hinten im Eck, im Dunkeln und ja,
der erschrickt, wenn das Telefon läutet, geht vielleicht gar nicht hin, weil er eigentlich eh nicht telefonieren will. Und wenn, dann schreibt er vielleicht der E-Mail zurück, wenn überhaupt. Besprechungen hasst er absolut, weil eigentlich soll man sich nur mit dem Code und mit Programmieren beschäftigen. Und egal, was er macht, dem bringt irgendwie überhaupt nichts aus der Ruhe, auch wenn irgendwie Server steht oder irgendwas brennt. Der hat gefühlt nie irgendwie Emotionen im Positiven oder Negativen. Der macht da sein Zeug runter und ist glücklich, wenn er da vor der Kiste hocken kann. Aha. Der schafft seine Arbeit dann doch immer recht effizient und ist aber eher so oft mit Aufgaben besetzt, wo er alleine ist, wo nur er Ahnung hat und wo kein anderer kann. Und wenn irgendwie jemand seinen Code anfasst, dann wird er vielleicht giftig oder andersrum greift er gar nicht den anderen Code ein, sondern schreibt vielleicht eine E-Mail oder sowas. Gefällt mir. Ich sehe als Typ... Wie nennen wir denn den? Sagt auch wenige Worte. Ich würde sagen, der wortkarge Macher. Der wortkarge Macher. Oh Gott, wortkarge, wie schreibt man denn sowas? Wortkarge. So wie man spricht. Okay, das habe ich noch nie gehört als Wort so. Oder also, der wortkarge Spezialist. Der Wortkarg heißt jemand, der nicht viel redet, wenig Worte hat. Wortarm. Gott, schreibt man das dann auch? Der wortkarge Spezialist. Genau. Vorteile? Ja, jetzt warte, ich muss ja und dann noch kurz der wortkarge Spezialist. Okay, du lässt dir erst Namen einfallen hier, ne? So, gut, schlecht. So. Also, der wortkarge Spezialist, ja? Also, was war jetzt an dem gut, was du alles erwähnt hast? Karg. Kappa Kompma hat es geschrieben. K-A-R-G. Karg, ja. Ja, es tut mir leid. Karge. So, wortkarge. Ja. Ey, sorry, ey. Also, das war jetzt das Gegenteil von wortkarg. Das ist gut. Er ist ein Spezialist. Er redet nicht lange um den heißen Brei. Direkt, okay. Kommt auf den Punkt. Ja. Behält einen kühlen Kopf. Nochmal, was? Behält einen kühlen Kopf. Ja, auf Scheißsituationen gut umgehen zu können, das ist cool. Ja, ist es. Das heißt es ja, ne? Oder willst du es... Na, ich würde es anders schreiben. Behält einen kühlen Kopf. Also, wie gesagt, wenn der Server steht oder irgendwas, dass er... Oder bleibt cool, vielleicht. Bleibt immer cool, konstant so bleibt schreiben. Immer cool. Egal. Genau. Schlecht? Ja. Was ist schlecht an diesem Typ? Bleibt immer cool, direkt. Ich würde aber sagen... Stimmt sich. Ja. Selten ab. Stimmt sich selten ab. Ich habe von allem ein bisschen, sagt Christoph. Das ist ja schön. Das ist ja wie bei Sternzeichen. Genau. Was ist noch schlecht? Hat ein Gluckenverhalten zum eigenen Code. Nochmal, hat ein? Beschützt seinen Code. Beschützt seinen Code. Oh, das heißt, sein Code ist immer der beste.
Genau. Und man darf ihn nicht anfassen. Ja, ist schlecht für den Partner, ne? Nein, ist genau. Gut. Lass mal so, beschützt seinen Code, finde ich gut so. Passt. Warum habe ich das jetzt überhaupt jetzt mal so beschrieben? Ja, ich könnte ja mal eine Umfrage machen. Ist es all an den Typen, was dir so spontan einfallen würde? Und warum ist das überhaupt richtig oder warum ist das überhaupt wichtig in Bezug auf die Psychologie? Mhm. Was denkst denn du? Ja, ich denke, jeder hat von diesen Typen, die du präsentiert hast, eine Art gleiches Muster, was da gesetzt wurde, wie sie sich eben verhalten und wie sie drauf sind, ja. Und ich glaube, das ist natürlich wertvoll zu wissen, was davon ist man vielleicht sogar selber. Mhm. Wolltest du darauf raus? Auch. Auch, ja. Und naja, wie schon gesagt, es gibt hier gute und schlechte Dinge. Ja, wir haben auch schon im Chat gehört, einer sagt auch schon, der Christoph, es ist bei jedem irgendwo immer was dabei. Wahrscheinlich immer die guten Punkte sind bei ihm dabei. Ja, und ich denke, erstmal auch selber zu wissen, wer man eigentlich wirklich ist. Ja, weil man sieht sich ja immer mit eigenen Augen anders. Das ist immer so, ne? Dann kann das einen helfen, ja? Vielleicht ist man hier jemand, wo man sogar sagt, das finde ich jetzt gar nicht so cool. Ja, und oder das Gegenteil, wenn man auch psychologisch schon mal schafft, eine Art dieser Kategorisierung aufzunehmen. Ich meine, wie sagt man dann immer so schön, das ist dann so, mir fallen heute echt die ganzen Wörter nicht ein. Das sind so Stereotypen. Klischee. Ja, es ist so Klischee-Denken, was man ja jetzt hier in der Art hätte, ne? Aber, ja, wie man es oft erfüllen ja Klischees auch ihre Aussagen. Und das ist so, weil da ja immer ein wahrer Kern dahinter ist. Und ich finde, wow. Oh. Blues Bereich. Danke für die Unterstützung. Ja. Wobei jemand mit Smaragd. Oh. Danke für die Unterstützung. Ist reich. Jetzt, ja, Robert, können wir auflegen. Jetzt lasse ich die Sau raus. Nein, okay. Danke echt nochmal. Vielen, vielen Dank. Also ganz kurz, ja, also wenn wir diese Typen einordnen können, ja, ich meine, ja, keine Frage, das ist jetzt wie Klischeedenken. Klischeedenken, da ist ja auch immer irgendwo was Wahres dran. Kann es uns immer helfen? Dementsprechend auch mit diesen Menschen, wenn wir wissen, wie er tickt, ja, auch mit ihm so umzugehen, ja, damit wir besser miteinander am Ende können. Ja, ich glaube. Auf alle Fälle. Ich glaube, ist sogar das Wichtigste dran. Ja, ich glaube, da wäre aber auch gut, mal drüber zu reden, was wir ja irgendwo auch schon mal auf unserer Liste haben, wäre mein Code, dein Code. Hättest du Bock drauf? Weil da könnte ich das nämlich auch super erklären, wegen Insel und so. Weißt du, was ich meine? Hallo? Haut da ab. Ja, weil ich die. Nee, es ist für dich, ne, dass du ein neues. Headset ausgefallen, passend zur Kamera. Sieht ja den seine Technik. Also, das wird gleich mal weitergegeben. Ja, bis ich die unter DOS zum Laufen gebracht habe. Hat schon gedauert. Mein Code, dein Code und Insel, kann ich das hier bringen oder würdest du sagen, es passt halt null rein? Weil ich finde, das ist doch cool. Das passt ja. Warum das wertvoll ist, diese Typen erstmal zu wissen. Also das sind jetzt ein paar, ne? Kann ich bringen? Okay, dann kommen wir ja überhaupt, wie es das Stichwort ist, ne? Mein Code versus dein Code, ja? Das passt auch passend dazu, ja? Der eigene Code ist doch immer der beste Code. Seht ihr das auch so? Oder würdet ihr sagen, ihr habt oft das Gefühl im Projekt, wenn ihr euch anderen Code anschaut, ist der von den Kollegen und Kolleginnen immer besser als der eigene, kann ja auch sein, ja, dass das jemand so ein Bild hat. Oder würdet ihr sagen, ihr habt mehr das Gefühl, dass euer Code. Das wäre doch perfekt für eine Umfrage. Ja, stimmt. Mach mal eine Umfrage, weil die ist anonym. Da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Ich wollte sogar eigentlich fragen, ob jemand einen der Typen hat, aber das machen wir danach. Da mache ich eine neue Umfrage später zu den Typen. Würde mich nämlich auch interessieren. So, neue Abstimmung, liebe Leute. So, welcher Code ist am
besten Fragezeichen. Mein Code, ganz klar. Dein Code, also dein Code ist der Code der anderen gemeint, oder? Schreib mal anderen, der Code der anderen. Andere Code. Der, ja, der Code, Code der anderen. Aber ich krieg nicht so viele Wörter rein. Doch, es klappt. Der Code der anderen. Was könnte man vielleicht noch haben? Gibt's noch was anderes? Ja, das reicht eigentlich. Okay, also, dann. 5 Minuten läuft die Umfrage, ist anonym, ja. Welcher Code ist am besten, mein Code oder der Code der anderen? In der Zwischenzeit erkläre ich euch psychologisch, was jetzt da eigentlich. Achso, dann kann das vielleicht einen Einfluss nehmen auf dem, was ich dann erzählen will. Oh, ein bisschen. Ja, ich fange deswegen langsam an. Am besten, ihr tut schnell einfach schon mal abstimmen. Das ist wichtig. Und ich würde da mit Paint einfach schnell. Ich brauche irgendwas kurz zu malen. Normalerweise habe ich hier schön mit Stift und so, aber wir haben doch keine Zeit. So, Pinsel ist eigentlich am besten. So, wenn wir uns vorstellen, oh Gott, mit der Maus zeichnen. Leute, jetzt kriegt ihr was zu lachen. Oh, das bin auch noch ich, ne? So eine fette Figur hier. So, Vera Birkenbiel, ja, ich liebe diese Frau, leider ist sie vor ein paar Jahren verstorben und ich wollte mit ihr zusammen sogar was machen, was auch Programmierung betrifft und so, leider, ja, alles traurige Geschichte, ich habe sehr viel von der Frau gelernt und sie hat auch immer so wahnsinnig schön beibringen und erklären können, wie wir die Psychologie, also das eigene Ich auch wahrnehmen können und verstehen können. Und wenn wir uns vorstellen, das ist jetzt unser Ich, ja, sind wir eigentlich rein psychologisch betrachtet alles ganz schöne Egoisten? Ja, ich meine, Ego heißt ich, ja, Seele, Psyche, Psycho, ja, es ist auch, das ist ja das Ich, ja. Also, wir leben eigentlich alle auf einer eigenen Insel. Ja, so, oh Gott, Palme auch noch, das geht auch noch hin, oder? Naja, ihr braucht jetzt hier halt ein bisschen Fantasie. Boah. Naja, das sieht also, man doch. Okay, das schaut aus wie ein UFO. Nein, Insel. Danke dir. Also, liebe Leute. Ganz, ganz toll malen. Genau, ja, das ist unsere eigene Insel und die ist natürlich so schön aufgebaut und die kennen wir so wie sich hier, wo habe ich es jetzt weggeworfen? Hier, unser Blatt Papier, wie die Muster gelegt worden. Genauso richten wir unsere eigene Insel doch ein, ne? Und alles, was auf dieser Insel, es gibt nichts Wichtigeres wie auf dieser Insel, ja, wie bei uns. So, jetzt sagt ihr, red doch nicht so ein Schmarrn, ja, natürlich interessiere ich mich für andere auch. Und wie kannst denn du sagen, dass es nichts Wichtigeres gibt wie meine Insel? Das ist ein Blödsinn. So, das entdeckt ihr spätestens dann. Wenn ihr zur Kaffeemaschine geht in der Früh als Beispiel, ja, ich weiß ja jetzt leider nicht, was so ganz eure Interessen sind. Ihr müsst euch das Gegenteil vorstellen, ja. Also alle, die kein Fußball mögen, ja, sollen bitte dann Fußball jetzt als Beispiel nehmen oder alternativ irgendeine andere Sportart wie vielleicht Golf. Irgendwas findet ihr bestimmt langweilig für euch, okay? So, jetzt geht ihr, ich nehme jetzt Fußball als Beispiel, ja, sorry an alle, die es gerne mögen. Stell mal uns vor, du gehst zur Kaffeemaschine, ja, freust dich schon, oh, ich habe endlich meinen leckeren Kaffee, ich bin so im Eimer, ja, ich muss erstmal fit werden. Gehst zu dieser Kaffeemaschine, jetzt steht da der Kollege da, ja, und dann fängt der an, boah. Also gestern, ja, also die Spieler sind da ausgetauscht worden, das ist ja das allerletzte, ja, und das ist anders, ja, also der redet dann voll detailliert von dem Spiel. Und dann fragt ihr euch vielleicht auch, ne, interessierst dich auch für Fußball oder irgendwas? Und dann sagst du vielleicht auch noch, nee, sorry, ist eigentlich voll nicht mein Thema. Und jetzt stellt euch vor, der hört aber trotzdem nicht auf. Ja, der erzählt jetzt ignoriert weiter. Ignoriert es total, genau. Ignoriert es total und macht weiter, ja. Und macht weiter und vielleicht ist es auch umgekehrt, ne. Ihr seid natürlich, wollt der nette Kollege, Kollegin sein, sagt halt erstmal, oh, ah ja, ja, das ist nicht schön, ne. Man gibt also kurz ein kleines Feedback, ne. Man will ja kurz nett sein und nicht einfach ignorieren und abhauen oder so. Ja, und dann erzählt er das 20 Minuten lang, das sich anfühlt wie 3 Stunden davor. Und keiner von den anderen Kollegen kommt mal, wo man ablenken könnte. Man ist total gefangen in dieser fürchterlichen Situation. So, der nächste Tag, ja, ihr seid wieder auf dem Weg zur Kaffeemaschine. Wen seht ihr an der Kaffeemaschine? Genau, wieder den Fußballfan. Verdammt. Was macht ihr dann? Ganz ehrlich, ihr sagt, okay, dann gehe ich doch noch mal vorher Pipi machen. Ja, und obwohl ihr den vielleicht auch nett findet, ja, es geht ja nicht darum, dass ihr den dann gar nicht wie mögt oder sowas, aber
den würdet ihr einfach nicht gern zum Grillen bei euch zu Hause haben wollen oder so, ne? Weil, ne, das ist so, nee, der passt überhaupt nicht zu eurer Insel. Ja, weil auf eurer Insel ist nun mal kein Fußballfeld. Ja, bei ihm schon. Und jetzt ist es aber so, ja, obwohl wir ja doch irgendwo verschiedene Interessen haben, treffen wir uns hier Freitagabends immer und haben Freude und haben uns gern und hin und her. Und vielleicht, ja, habe ich die Hälfte draußen, die finden das tierisch langweilig, was ich hier zeige, weil ich zeige ja immer wieder meine Leidenschaft. Ich liebe Cupen, ja. Übrigens, voll cool. Heute mit Bluetooth, ja, habe ich ganz frisch gekriegt. Der hat kein Bluetooth und wusstet ihr schon? Nein, ich will euch nicht verärgern. aber ihr seht, was ich meine, ne? Die Leute, die es langweilig finden, denken nicht jetzt im Ernst, ne? aber trotzdem treffen wir uns und verstehen uns gut, weil wir haben vielleicht was, was auf unseren Inseln doch identisch ist. Ja? Ich liebe Software entwickeln und programmieren, der Robert auch, ja, obwohl er so ein konservativer Hund ist und noch hier mit relationellen Datenbanken gerne arbeitet und keine Webentwicklung nutzt, Winforms und so. Nein, Spaß beiseite. Nee, aber das ist es, ja. Also wenn wir uns jetzt wieder andere Inseln vorstellen, ja, zack, jeder lebt auf seiner Insel. Okay, die anderen, das ist ein ganzer hässlicher. So, ich kann hier diskriminieren, ist eine Fantasiefigur, okay? Und den seine Insel, boah, schaut euch mal an, wie kreislich, ja, nirgendwo schaut so gut aus wie bei mir. Ja? So, welcher Code ist am besten? Ja, sagen aber tatsächlich, jetzt bin ich aber überrascht, ja, dass ihr wirklich mit den Finger auf die anderen zeigt. So, Ergebnisse anzeigen. Also, warte mal, es ist tatsächlich 57% sagen, der Code der anderen ist schöner. Gibt's ja gar nicht. Da bin ich jetzt wirklich überrascht, ja, weil rein psychologisch betrachtet gibt's nichts Besseres wie auf unserer Insel, ja. Ich meine, das hört sich jetzt alles offensichtlich arg schlimm egoistisch an, aber so ticken wir, ja. Es gibt dann auch diese Psychologie-Pyramide, ja. Die Pyramide, wie bei jeder anderen Pyramide auch, was ganz unten ist, ist immer am allerwichtigsten von uns, ja. Und das sind bei uns erstmal die eigenen Bedürfnisse, wie Pipi machen gehen, was zu trinken holen, was zu essen, dass wir duschen waren. Das sind die allerwichtigsten Bedürfnisse, die unten stehen, ja, also wieder uns, wir sind am wichtigsten. Und dann kommt schon auf Platz Nummer 2, ja, ich muss schauen, nicht, dass ich bei Twitch gesperrt werde, aber das ist das Vermehren. Und danach kommen die sozialen Kontakte übrigens, ja. So Freunde haben, Kumpels haben, freitags beim Gregor vorbeischauen, hier bei den anderen Kumpels und Homies, die wir haben. Ja, aber da, liebe Leute, kommt schon die Sexualität ins Spiel. Und da habe ich auch mal mit einem von da, wo wir hier Schulungen gemacht haben, ne, mit dem Psychologen, Ausbilder oder wie man den nennen möchte, gefragt, ja, warum rennen wir dann nicht alle auf die Straße und tun wie die Karnickel, ja, weil eigentlich, wenn das schon so wichtig ist für uns, ja, das ist auch ganz interessant, warum das nicht so ist, kleiner Mini-Mini-Ausflug, weißt du's, Robert? Warum, wenn das doch für uns alles so wichtig ist, warum springen wir nicht auf die Straße und fallen über uns her? Wenn's grundsätzlich erfüllt ist, dann geht's weiter, ist man mit anderen Sachen beschäftigt. Hallo, das kommt direkt nach Pipi machen, trinken gehen, essen und so weiter. Da gibt's das nichts geht anderes. Da geht's voll. Ja. Juhu! Nein, tatsächlich ist das ein genetischer Schutz, weil wie ja, du kennst es, ne, Geschwister dürfen nicht oder sollten nicht, ja, weil kann schnell was schief werden dabei. Und tatsächlich ist das aber auch bei vielen Menschen untereinander, wo was nicht so ganz kompatibel ist und angeblich, ja, also anscheinend, können wir das im Unterbewusstsein sogar schon wahrnehmen, ja. Also ob eine Frau einen Mann attraktiv findet oder umgekehrt, ich glaube, Männer finden alles attraktiv. Ja, aber sagen wir die Frau, ja, machen wir so, die Frau findet einen Mann wirklich attraktiv in den meisten Fällen, wo das Unterbewusstsein und schon durch das Riechen der Pheromone und hin und her der Körper entscheidet, wir wären kompatibel zueinander, dass es nicht eine Behinderung geben würde, bei, ne, wenn was passiert, wenn man sich fortpflanzen würde wollen. Und genau deswegen, ne, also wenn wir alle auf die Straße springen würden, würden einfach hier alle durchschwängern oder so, dann wäre vielleicht die Hälfte oder sowas, ja, wären keine guten Geburten oder wie man es nennen will, ja. So, deswegen machen wir es nicht. So, zurück nochmal zu allem. Es gibt nichts Wichtigeres wie unsere Insel. Ich konnte das hoffentlich mit einem guten Beispiel demonstrieren. Dennoch haben wir Brücken,
Ja, dennoch treffen wir uns freitags oder haben auch andere Freunde und Kontakte. Aber eine Sache, die ihr vielleicht auch merkt, es ist unheimlich schwer, vielleicht hat es jemand, dann ist das Gold da draußen, Freunde zu haben, mit denen man wahnsinnig viel teilen kann. Ja, zum Beispiel hier der Robert, das ist ein Freund, mit dem kann ich nächtelang über Themen philosophieren und reden. Ne? Deswegen haben wir auch die Veranstaltung hier gemacht. Aber wenn es darum geht, ich will jetzt einfach mal Freitags habt ihr immer schon was vor, Samstagabend, ich will jetzt einfach in die Stadt gehen und einfach mich besaufen. Ich habe einfach mal Bock, mal richtig wieder einen drauf zu machen. Ja, es muss jetzt nicht in die Disco gehen, sondern einfach Bier trinken gehen mit Freunden. Dann brauche ich den hier nicht anrufen. Das mag er nicht, ja. Also es ist schwer, jemanden zu finden, wo man alles teilen kann, was man gerne mal macht, ja, was auf der Insel ist. Oder zocken, ja. Ich brauche Robert gar nicht fragen, ob er Samstagnacht auch Bock hat zu zocken, was viele von euch ja mit mir hier machen. Ja. Das ist nicht sein Ding. Ja, ich kann dafür mit ihm viele andere Sachen machen, aber und es ist schwer, jemanden zu finden, wo die Insel identisch ist. Und interessant ist bei Ehepartner, ja, also viele tun unbewusst sich sehr stark verändern bei einer Beziehung. So, man macht Dinge, die man vorher nie gemacht hat bei einer neuen Beziehung, ja, weil es der Partner macht und umgekehrt auch. Das heißt, Inseln versuchen sich da sehr stark anzupassen. Ganz interessante Geschichte. So, wie kommen wir jetzt da wieder auf den Punkt zurück, weil das war eigentlich ideal. Also so funktionieren wir alle, wir leben alle auf einer eigenen Insel. Jetzt hatten wir die Typen, dann hatten wir guter Code, schlechter Code, mein Code, dein Code. Genau, jetzt, ja, haben wir hier alles eigene Inseln. Jeder ist hier auf einer eigenen Insel mit einer bestimmten Kategorie. Ja, wir können jetzt, sagen wir mal, diese Inseln in eine Kategorie stopfen. Die Insel ist in einer Kategorie. Und diese Kategorie, die bezeichnen wir jetzt als diese Typen, ja, die wir hier haben. Das sind jetzt diese Typen. Und jetzt wäre interessant, wir als fremde Insel, wir wollen jetzt keinen Krieg, wir wollen keinen Weltkrieg, wir wollen schauen, dass wir internationalisieren. Ja, wir wollen, dass das funktioniert im Projekt, dass wir zusammenkommen, weil Gegensätze können auch wahnsinnig positiv sein. Ja, ich bin auch von überzeugt, es ist in einem Projekt überlebenswichtig, konservative Leute zu haben, aber auch junge Leute. Übrigens auch für mich unheimlich wichtig und leider nicht oft, häufig, dass es vorkommt, Männer und Frauen in einem Team. Auch unheimlich wichtig, ja. Warum? Männer sind oft, wollen eben was an neuen Frameworks und Dingen zum Beispiel reinbringen, jetzt mal so grob betrachtet, aber die Frauen bleiben immer auch auf der Struktur, ja, die bleiben konsequent, bleiben wir so. Frauen sind unheimlich konsequent, wenn es bei der Programmierung angeht, ja, und bei den Männern ist es häufig, ja, mal schnell, schnell. Ja, und beides ist eben das Gute, ja, wenn man sich immer zu stark aufhält bei der Konsequenz, ja, kann es an bestimmten Situationen fehl am Platz sein, aber wenn man alles nur überschlägt und sich an nichts Konsequentes hält, geht alles kaputt. Das heißt, diese ganze Mischung ist unheimlich mächtig, unheimlich mächtig. Genau, jetzt bauen wir uns einen Schubladenschrank, ja, das haben wir aber vorhin schon gesagt, ja, das ist jetzt einfach mal total alles oberflächlich betrachtet, was ich sage. Ja, es kann auch sein, dass hier auch Rita sagt, ich finde mich hier überhaupt nicht da wieder, was du sagst, kann voll in Ordnung sein. Ja, das waren einfach nur auch meine Erfahrungen, ja, bei den Projekten. Und das ist ja gut. Das ist ja eigentlich saugut. Also die Psychologen, die bauen sich ja auch Schubladen. Ich möchte hier niemanden diskriminieren, weil, ganz wichtig. Weil es ihnen hilft, die sind ja auch richtig. Wie bei Modelle, uns Entwurfsmuster. Um sich etwas zu erklären, aber die sagen selber, die Kunst ist, Schubladen zu kennen und Leute in Schubladen zu stecken, aber sie offen zu lassen, dass sie auch anders sein können. Richtig, das hast du super schön zusammengefasst, ne? Also es sind halt wie Entwurfsmuster, so könnte man es ja bezeichnen. Ne? Genau. Ja, ja, und ein Entwurfsmuster macht auch nicht überall Sinn oder ist immer geil, ja, und oder ist es, ja, ihr wisst hoffentlich, was wir meinen. Also bitte, es ist keine, ich hoffe, niemand fühlt sich bitte kein diskriminiert. Allheilmittel. Genau, bitte, ich hoffe, dass sich niemand diskriminiert fühlt. Ganz wichtig. Aber wir tun mit Absicht einfach mal alles oberflächlich betrachten. Oh, ein Kampf.
Okay, so, diese Typen so einzusetzen, zu coachen und funktionierende Teams zu bauen, dass es gewinnbringend ist, ist doch die Aufgabe eines Teamleiters, oder? Naja, es kommt ja drauf an. Natürlich profitiert der am allermeisten, sowas herauszufinden. Aber ist es nicht für dich vielleicht auch spannend, Hero, vielleicht zu erkennen, wieso dass du es mit einem gewissen Kollegen oder Kollegin es öfter vielleicht schwer hast und es schön wäre, dich in ihnen hineinversetzen zu können, um es zukünftig einfacher zu haben? Genau. Und jetzt mal noch ganz anders. Wie schaut es um uns selber aus? Wie schaut es um uns selber aus? Wer kann wirklich von sich sagen, wer er ist? Ja, man hat immer seine Selbsteinschätzung, ja, weil man betrachtet sich halt immer anders da, wie man zum Beispiel tatsächlich wahrgenommen ist. Negative Dinge ignoriert man oder man stellt negative Punkte für sich persönlich zu weit hoch, die vielleicht gar nicht doch so schlecht sind und hin und her, ja. Aber oder im Gegenteil, man sieht vielleicht nur viele negative Sachen und erkennt gar nicht das Positive. Es ist je nach Typ, je nach Charakter abhängig. Ja. Ich wollte dir keine Verantwortung wegschieben. Geil. So, das ist jetzt schon wie bei der Eheberatung, oder? So, hey, okay, ich bleib wieder dabei. So, ja, okay. Also, Robert hat supergeil diese Typen aufgenannt und jetzt haben wir auch erklärt, warum wir es eigentlich so als wertvoll finden und dass wir psychologisch eigentlich betrachtet alle auf einer Insel sind. Ich glaube, das meiste, was sich die Leute gemerkt haben, ist hier, ist das Wichtigste für uns an zweiter Stelle, ja. Dann kommt das heißt, also jetzt machen wir dann ein kurzes Beispiel, wenn wir jetzt ja, da auf die Stereotypen eingehen, die wir da so aufgeschrieben haben. Ja, ja. Also, angenommen, jetzt such dir mal zwei verschiedene Typen raus. Ich würde gerne in einer Umfrage fragen, ob jemand aus seiner Firma sogar jemanden kennen würde von diesen Typen. Würde ich oder findest du es blöd? Einfach nur kurz. Doch, frag rum. Ja, würde mich nämlich interessieren. Interessiert, was so, Leute meinen. Ergebnis, neue Abstimmung. Wer würde sagen, oder selbst würdest du sagen, dass man da schon selber einschätzen soll, ob man sein soll oder ob man jemanden in der Firma hat? Was würdest, ob man Leute wiederfindet. Okay, Leute wiederfinden, machen wir das so. So, ich glaube, das ist ein zu langes Wort für die Umfrage. Ich bin leider eingeschränkt von der Zeichenlänge. Ob man Leute so einordnen kann. Ewige Konstrukteur, würde ich sagen. Ewiger Konstrukteur. Mhm. Ne? Ewiger. Das Schlimme ist, Leute, ich kann leider nie bei Twitch Umfragen vorher schon vorbereiten und abspeichern. Das haben die hier in der Software nicht so hinterlegt. So. Deswegen, und jetzt bin ich da auch eingeschränkt. Aber ihr wisst ja, was ich meine, wenn ich jetzt die Umfrage gleich bringe. Welchen Typen kennt ihr aus der Firma? Soll man es so schreiben oder würdest du es anders bezeichnen? Welche Typen kennt ihr von euren Kollegen oder? Aus eurem Umfeld. Aus dem Umfeld, okay. Aus dem Umfeld. So, welchen Typen aus dem Umfeld? Welchen Typen kennt ihr aus dem Umfeld? Jetzt der erfahrene, ewiger Konstrukteur und zusätzliche Abstimmungen lasse ich zu. Genau. Man kann ja mehrere kennen. So, wir haben Zuwachs gekriegt. 10. Gab es ein Raid? Nee. Ja? Nein? Also ihr könnt jetzt hier bei der Umfrage teilnehmen. 5 Minuten. Ab jetzt. Leider wollen die, kann ich bei mehrsprachigen, müsst ihr Punkte einlösen. Die habt ihr aber beim Chat mit dabei. So, warte mal. Ich hab da, wer war denn das? Oh, wo wir sind, ist vorne. Ja, wow, danke. Danke. Und du sollst gleich mal eine peinliche Geschichte erzählen, Robert. Sind gleich mal Punkte eingelöst worden. Schon wieder. Mann, danke fürs Raiden. Und ich habe euch letztens auch schön zuschauen können, hat mich tierisch gefreut, fand es interessant mit Svelte, ja. Geil. Wir haben heute ein spannendes Thema, liebe Leute. Wir unterhalten uns über die Psychologie der Programmierer. Das heißt, wir haben uns erstmal ein paar Basics angeschaut, wie die Psychologie funktioniert. Ja, haben hier eigentlich ein weißes Blatt Papier gehabt. Ja, ich tue echt keine Sorge, liebe Leute, ich mache nur einen Mini-Crashkurs für die Neuen. Dieses weiße Blatt Papier war ohne irgendwelche Falten, ja, so waren wir eigentlich frisch auf die Welt gekommen. Ich habe immer mehr Falten hinzugefügt durch unsere Lebenserfahrungen, die uns gesetzt wurden und bis zum 7., 8. Lebensjahr prägen die sich ganz besonders stark und das sind dann unsere Muster, wie wir halt mal dann ticken
und warum wir uns manchmal so verhalten. Aber wer wir am Ende sind, ja, das ist halt die Frage. Wir haben nämlich herausgefunden, dass es unterschiedliche Typen oder Kategorien an Softwareentwickler, Entwicklerinnen gibt. Ja, es gibt den erfahrenen Entwickler. Was ist an dem schön und gut? Ja, die Vorteile. Was ist vielleicht auch an dem schlecht? Ja, wir tun das ganz oberflächlich betrachten. Da soll sich keiner auf den Schlips getreten fühlen. Ja, dann gibt es den ewigen Framework-Konstruktor, Burnout-Kandidaten. Das sind die unterschiedlichen Leute. Kurz erklärt, psychologisch betrachtet leben wir alle auf einer eigenen Insel. Wir finden andere nur toll, wenn wir ja auch Gemeinsamkeiten finden können. Der Rest ist oft sehr langweilig. Ja, jetzt stopfen wir diese Kategorien, also bestimmte Inseln kommen in bestimmte Kategorien. Das wären dann diese Typen hier. Ja, und Robert, du wolltest dann gleich was erzählen, eine peinliche Geschichte. Schwierig, dass nein. Wieder was einfällt. Das ist ja immer die Lieblingskategorie mit der peinlichen Geschichte. Aber wir sind doch alleine, Robert, so unter uns, komm schon. Ach so, ja, dann ist es nochmal was anderes. Wir sind so unter uns, jetzt erzähl mal, was war denn da letztens im Bett passiert? Das war ja echt krass. Nein, komm schon, irgendwas, wo du vielleicht psychologisch sagen würdest, das war peinlich und hast du danach eine andere Erfahrung gemacht oder irgendwie sowas. Komm, da gibt's doch bestimmt was. Also eins, was mir einfällt, ist zum Thema Schätzungen. Da beschäftigt man sich immer damit, hört sich ganz viele Vorträge an, zieht sich Themen rein, verschiedene Schätzverfahren und so weiter. Und man weiß ja, dass man sich immer verschätzt, weil es liegt weit in der Zukunft, dauert Monate. Mhm. Und hat sich da quasi irgendwie verbessert. Und wenn man jetzt wirklich, oder ich habe mal ein kleines Tool programmieren sollen oder was ganz was Einfaches, und da habe ich gewusst, das Ganze ist in 2 Tage erledigt. Und dann habe ich da Bescheid gegeben, ja gut, also kleines Tool, keine große Sache, ist in 2 Tage erledigt, Abgabe dann in 3 Tagen und Termin können wir festlegen und passt. So, weil es ist ja alles übersichtlich, kann man alles schätzen und so weiter. Und dann habe ich das gebaut und angefangen und programmiert und gemacht und ja, festgestellt, dass ich nicht 2 Tage gebraucht habe, sondern 2 Wochen, habe den Termin dann 3-mal verschieben müssen. Der Kunde war schon stinksauer und obwohl mal gedacht hat, man verschätzt sich nur im Großen mit langen Sachen, ist man nicht mal in der Lage oder war ich nicht mal in der Lage, pipi einfach kleine Sachen, die man schon x-mal gemacht hat, richtig zu schätzen. Ja, du redest halt von unserem Alltag, oder? Von unseren Entwicklern. Jetzt bring mal ja, die peinliche Geschichte. Nein, Spaß. Es war, und sogar, wenn es wirklich um kleine Sachen geht oder irgendwas, ja, wo man nur ein paar Stunden braucht, selbst da verschätzt man sich. Tja, schätzen ist ja schon Widerspruch für sich, ne? Das heißt ja schon Lügen, oder nicht? War das nicht diese ganze Diskussion? Da hast du aber vollkommen recht. Also ich glaube, da kann zwar der Erfahrene immer zwar schon mal ganz gut profitieren, indem er weiß, übertreib lieber gleich mal mit deiner Angabe. Was haben wir mal beide gelernt von unserem Guru damals? Der hat auch gesagt, sag immer einfach das Dreifache von dem, was du denkst, ne? Dann bist du schon mal safe. Okay, danke dir für die peinliche Geschichte, Robert. Dann, liebe Leute, die Umfrage ist durch. Welchen Typen kennt ihr aus eurem Umfeld? Ja, wir hatten eine Umfrage, welchen Typen man aus denen hier kennt, die wir jetzt mal so zusammen ausgedacht haben. Ja, der ewige Konstrukteur, 29% kennen ihn. Ja, da gab es aber auch schon vorher, ja. Die haben ja schon gesagt, ey, das war ich doch auch mal, ne? Mhm. Und dann der wortkarge Spezialist kennen sie ja auch zu 29%. Also die zwei sind auf Platz 1, würde ich sagen, ne? Dann gibt es aber auch 21% kennen der Erfahrene. Aber dass ihr so wenig Erfahrene kennt, ist ja interessant, ne? Oh, aber auch 21% kennen dann den Burnout-Kandidaten. Also jeder kennt eigentlich irgendjemanden mal aus dieser Kategorie. Das ist doch cool, oder? Das ist doch schon mal ein cooles Zeichen. Da gibt es natürlich noch viel mehr Typen, klar. Aber das sind jetzt nur ein paar. Und jetzt will ich mal ganz kurz sagen, suchst du einfach mal 2 raus,
Aha. Wenn man sagt, man ist selber Typ X, ja, und ein Kollege ist Typ Y. Soll ich nehmen jetzt machen? Mal ein Beispiel, wie man damit dann umgehen kann. Okay, dann nehmen wir mal, schauen wir mal, wer da so ganz übelst vielleicht zusammenpassen würde. Oder was würdet ihr sagen, Chat? Sucht mal jemand raus. Wer soll mit jemand zusammenarbeiten? Welcher der vier Leute, die wir vor uns haben? Es waren vier. Gar nicht können. Die gar nichts eigentlich können, meinst du? So, schauen wir mal. So, der erfahrene Lebenserfahrung, Lösungspegel. Dann brauchen wir eigentlich, ja, wobei die ersten zwei ja fast schon, oder nicht? Ich meine, der Erfahrene, und dann kommt der ewige Framework-Konstrukteur, ne? Weil er will sich ständig verbessern. Ja, wobei, wenn er sich verbessern will, dann meint er ja nicht auch, ich bin hier der King. Er ist zwar, weil das sehe ich oft eigentlich, ne? Ich sehe das oft, aber das sind eigentlich am Ende auch eigentlich sehr wortkarg. Ja, die sind auch sehr ruhig, weil der Erfahrene ist ja da, ne? Da sind wir jetzt mal lieber ruhig. Oder der Burnout-Kandidat, ja, der wird wahrscheinlich immer sagen, der tut immer nur so klug, aber schafft nichts. Oder? Die wären doch vielleicht. Ja, wen willst du nehmen? Oder der Erfahrene und der Burnout-Kandidat. Ich glaube, die passen nicht zusammen. Ja, also egal, wenn man nimmt, passen alle nicht zusammen und wieder. Ja, aber ich meine jetzt, wo es richtig kracht, Mann. Zusammen. Das suche ich doch raus. Ich will hier, das ist fett, so RTL2-Show. Action. Oh. RTL2 war nicht gut. Also, Kampf der Giganten. Also, wenn der Burnout-Kandidat auf den Erfahrenen trifft, wie denkt er denn über Drama, den? Baby, genau. Drama, Baby, wir brauchen Drama. Absolut. Wie denkt er denn über den? Der Burnout beim Erfahrenen? Ja. Ja, genau, das meine ich, ne? Warte mal, der sagt halt, der tut immer so klug, ja, weiß immer alles besser, aber von dem kommt halt mal nichts, ne? Da kommt nichts. Ja, und dann, wenn ich mir seinen Source Code anschaue, ist das so eine Drecksqualität. Das geht nicht. Das ist die Gitti Feuer Bäh. Ha. Ja, das geht ja mal gar nicht. Genau. Okay. Das heißt, also, der macht da alles selber. Was der macht, ist nicht verlässlich. Was der nicht macht, ist nicht verlässlich. Lebt er auf seiner Insel und sagt, okay, am besten habe ich mit dem gar nichts zu tun. Der ist dann total von gestern und ich mache es selber und ich gebe mich mit dem gar nicht ab. Zeigt er auch, dass seine Nachteile ist ein bisschen nicht so der Teamplayer. Und jetzt macht er noch mehr, macht vielleicht auch die Aufgaben mit, die eigentlich der Erfahrene machen könnte oder beherrschen würde. Absolut, aber der lässt ihm ja gar keine Chance. Richtig. So. Aber man sieht ja alles immer aus seinem eigenen Blickwinkel, aus seiner eigenen Brille und geht ja davon aus, dass die anderen Menschen genauso sind wie einer selber. Ja. Also auch, dass er ackert wie wild. Und ja, dass er sich vielleicht beugt und dass man sich verlassen kann und so weiter. Aber der andere ist nicht genauso und darum hat er da ein Problem damit. Weil, du hast es schön gesagt, ne? Weil man erwartet ja, so wie ich mich mit meiner Insel verhalte, ja, sollen sich schließlich die anderen ja auch verhalten müssen, ja. Deswegen gibt es ja auch so ganz genaue, ja, wenn einer mal was nicht ganz nach Vorschrift macht, ja, dann muss er das erwähnen und wenn es auch nur dem einen gegenüber ist, dann du weißt schon, ne, das macht man fall nicht oder so, der muss es ihm sagen, ja. Die sind sehr penibel, ja. Das stimmt, ja. Genau. Ja? So, weißt wie du, kann er jetzt da irgendwie von mir erwartet wird, ja. Okay. Wie kann er denn da positiv damit umgehen? Also es ist natürlich schwierig, das Szenario, weil man es da jetzt so konstruieren und da spielt ja auch noch viel mehr Persönlichkeit mit, wie Karius TV geschrieben hat, ob sie sich vorher schon kennen oder nicht. Mhm. Ist ja alles jetzt konstruiert. Ja, sie kennen sich schon. Mhm. Aber egal. Wie kann jetzt damit gut umgehen, der Burnout-Kandidat, mit dem Erfahrenen? Wie könnte jetzt die Situation retten, weil er den kennt?
weil er nicht davon ausgeht, der ist wie ich, sondern er kennt ja den Stereotyp, den Erfahrenen, oder hat den beobachtet, weiß, was ihm lieb und heilig ist. Mhm. Was würdest du denken? Wie er es schaffen könnte, mit dem Erfahrenen klarzukommen? Ja. Problem ist, er ist halt schon sehr arg zurückgezogen. Er ist von Haus aus kein Teamplayer. Sagen wir mal, er weiß jetzt von dem System, was wir hier gerade sprechen. Weiß er davon? Will er das nach dem System schaffen? Oder würdest du sagen... Weiß er vielleicht nicht. Okay, er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Och, du meine Güte. Ich glaube, das wird sehr schwierig. So, er lebt dann zurückgezogen. Ne? Also ich meine, der denkt sich halt seinen Teil. Ja, ich denke, er hat gespürt, dass es da ist. Und er weiß vielleicht auch, okay, er muss jetzt mal aus seiner Komfortzone raus. Oh, ich muss das Fenster zumachen, die Mücken kommen rein. Aber er kommt aus der Komfortzone. Ja, ich denke, er denkt sich, ja, ich gehe jetzt mal auf ihn offen zu. Sag einfach mal, dass also der Code-Style verbessert werden muss, weil schließlich bin ich hier... Dann kracht es natürlich gleich. Ja, aber das weiß er vielleicht nicht, ne? Aber überlegt, ja, das ist schwierig. Was sagt ihr da draußen? Bitte in den Chat schreiben, wir müssen die zusammenbringen, verdammt nochmal. Genau, also wenn du auf den Code-Style eingehst, dann stichst du genau da drauf los und dann kracht schon mal. Ja, bitte. Also schlecht für eine gute Zusammenarbeit. Hilft uns. Was meint das Publikum? Ja, kriegen wir die zusammen? Vorgaben von oben wären hilfreich, meint Garius TV. Also der Chef sagt, wo es lang geht, man bleibt passiv. Okay. Okay, ist eine Variante, aber sehen, wenn man ja jetzt selber das lösen will, ohne dass der Chef was vorgibt, dass man mit diesen Typen gut zurechtkommt, es ist ganz einfach, das kann man sich ja mit der Insel ein bisschen erklären. Wie braucht man denn eine Brücke? Ja, Mann! Hero ist der Highlight. Ha. Ach so. Ha. Entschuldigung. Was sagst du zu Heros Antwort? Absolut. Ja, yeah. Das war richtig gut. Es ist nämlich eine Brücke. Ja, das ist. Ja, also wir wissen ja schon, wir müssen Gemeinsamkeiten aufbauen. Da kommen wir zu dem nächsten Trick. Es ist aber ein übler Trick. Den könnt ihr bei euch mal probieren. Aber den macht ihr echt nur einmal, versprochen. Aber probiert das einmal aus, okay? Folgendes Szenario. Ihr geht zur Kaffeemaschine mit dem Kollegen und dem Fußball, okay? Und jetzt sagt der zum Beispiel, ja, wegen diesem Fußball, ja, jetzt erzählt ihr euch was davon. Und auch wenn es für euch mega anstrengend ist, ja, genau, dann sagt ihr ja, was ist denn deine Lieblingsmannschaft? Ja, dann wird er sagen, ja, FC Bayern natürlich, ey. Und dann sagst du, ja, klar, Mann, das sind ja auch die Besten. Ja, frag einfach, ja, wenn er dich fragt, Fußball, kannst du ja ruhig ehrlich sagen, kannst du sagen, ich bin da nicht so erfahren, ja, das akzeptieren die auch, Hauptsache du redest mit ihnen drüber. Ja, und dann sagt ihr, frag, was ist deine Lieblingsmannschaft, fragt ihr ihn, ja. Und du fragst was über seine Insel, Mann. Der wird euch das beantworten, ja, der wird sagen, natürlich, ihr. Hier auf meiner Insel lebt FC Bayern, Mann. Da habe ich schon alles da, ey. FC Bayern Socken, FC Bayern Unterhosen, FC Bayern Zahnbürste, FC Bayern. Ja, und dann genau, sagst du auch, das sind ja auch die Besten, ja. Ich finde auch, das sind die Besten, ja. Du hast Geschmack. Sag's ruhig so, auch wenn sich das so schleimerhaft anhört, für denjenigen, wo du das machst, ist das kein Schleim. Vergiss es. Jemand Außenstehendes, Drittes, wenn dabei steht, könnte es auffällig werden, ja. Und jetzt passt auf, was passiert. Der wird euch garantiert eine Stunde lang was davon erzählen, ja. Am besten, und das müsstet ihr machen, oft den Dialog zurückspielen, immer Fragen stellen. Sobald ihr immer Fragen stellt, zeigt das Interesse und immer begeistert ja und okay sagen. Ihr müsst noch nicht mal ernsthaft in Detail beim Gespräch drauf eingehen und wirklich detaillierte Fragen stellen, sondern nur, dass ihr plötzlich Interesse habt mit dem, was auf seiner Insel ist. Ich garantiere euch, am nächsten Tag bringt er euch den Kaffee persönlich vorbei ins Büro, um euch den neuen Punktestand zu repräsentieren.
Ja, ich sage ja, deswegen macht ihr einmalig so einen Versuch. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, Crazy. Ist perfekt ein, beschrieben, ist, ja, super. Ist ein crazy Psychospiel. Ja, wenn man mit dem auch zusammenkommen möchte. Ja, probiert es aus, es klappt. Ob ihr euch das antun wollt, naja, manchmal gezwungenermaßen, aber technologisch. Ja, sagen wir mal, du bist einfach unzufrieden mit dem, wie sein Code-Style ist. Aber gib ihm doch auch mal ein paar positiven Feedback zu seinen guten Punkten. Ja, stell dich doch mal auf seine Seite, lob doch mal seine Insel, dann ist er das nächste Mal garantiert auch offener, wenn ihr Wünsche habt. Weil schließlich bist du ja jetzt ein Stück seiner Insel. Ja, dann kann man da schon mal ein bisschen auch mal entgegenkommen. Genau, hast du sehr schön beschrieben. Und Gareos TV hat Schmarrn, wer hat das gesagt? Ich trinke Wasser, danke Großkonstantin. Nein, Christoph hat es gesagt, der Burnout-Kandidat beschreibt sein Problem und bittet den Erfahrenen um einen Lösungsweg. Das ist doch genial, weil das, was dem Erfahrenen wichtig und heilig ist, wovon er immer redet ja, wo er sich selber am meisten schätzt, dass man dann davon profitiert und ihn da akzeptiert, das bringt wirklich am meisten. Und wenn man ihn dann fragt um den Lösungsweg, dann hat man da schon eine Brücke gebaut. Und wenn man das dann ein paar Mal macht, auf einmal kann man mit dem super gut zusammenarbeiten. Und was passiert jetzt? Was ist, wenn man jetzt auf den Coding-Style eingeht? Ich meine, es ist natürlich immer noch der Ton gibt die Musik. Aber der wird offener sein, ne? Der wird dann auf sagen, alle Fälle, okay, genau. Ne? Der schießt jetzt nicht mehr gleich so dagegen, wenn man den schon oft gefragt hat um einen Lösungsweg und den ganz oft geschätzt und akzeptiert hat, dann und man schlägt mal vor, hey, dein Code, also ich habe da einen Tipp, was meinst du, wenn man so und so machen könnte und so, weil das und das steckt dahinter, was meinst du denn dazu? Und auf einmal ist er offener und geht darauf ein und will es vielleicht sogar übernehmen, wenn er es akzeptiert, weil ihr seid jetzt inzwischen schon so halbe Freunde geworden und da lässt man sich auch gern mal was sagen. Absolut, absolut. Ja, absolut. Auch der Coding-Style kann als Problem beschrieben werden. Der Burnout-Kandidat beschreibt sein Problem und bittet den Erfahrenen um einen Lösungsweg. Genau, das ist übrigens, ja, das lernst du beim Management auch wieder bei Konfliktlösung. Ist immer neutral, jeden zu fragen. Ja, also der Manager, der so eine Ausbildung hat und wir hätten jetzt ein Problem zwischen den beiden, der kommt erstmal her, dann sagt er zum Burnout-Kandidaten zum Beispiel, ja, sagen wir mal, echt der Erfahrene hat einen Mist gebaut und deswegen ist der Krach da. Aber darum geht's nicht, ja. Weil das löst nicht den Konflikt tatsächlich, sondern der sagt dann, ja, okay, jetzt war das blöd gelaufen, der Erfahrene hat mit einem Dreckscode alles eingecheckt, ihr habt jetzt einen Streit gehabt, ja, also man fasst das mal kurz zusammen, ja, dann sagst du vielleicht noch, Burnout-Kandidat, wie siehst du das? Dann erzählt er seine Geschichte und wir gehen nicht darauf ein, dann fragen wir lieber Erfahrene, wie siehst du das? Ja, ich war ja nämlich in Absicht und eigentlich war das doch gar nicht so schlimm, irgendwas erzählt, ja, und dann fragt der Manager lieber Burnout-Kandidat. Was kannst du denn machen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert? Was? Ich? Was habe jetzt ich damit zu tun? Ne? Weil der Manager bleibt drauf und dann gibt er halt irgendwas, ne? Weil der muss ja jetzt antworten. Und dann heißt lieber Erfahrener, was kannst du machen, damit sowas nicht nochmal passiert? Ja, damit das bleibt. Dann, ja, gut, dann achte ich halt mehr drauf und so, ne? Und somit war keiner der komplette Buhmann. Man hat sich nicht in irgendwelche Details verstrickt und rein psychologisch hast du dann diesen Knebel draußen. Ganz krankes Ding. Ja, habe ich tatsächlich auch, ja. Also, es war jetzt nur rein oberflächlich kurz zusammengefasst. Habe ich auch, wo wir zwei haben doch da Zertifikate gemacht mit Problemlösung, Management, weißt du noch? Ja, ja. Lange ist es her. Okay, zurück zum Ding. Habe ich gar nicht gewusst. Hero sagt, das ist der Benjamin Franklin-Effekt, den wir da beschrieben haben.
Es beschreibt das Phänomen, dass ein Mensch, der sich helfen lässt, dem Helfenden alleine dadurch sympathischer wird, sofern es sich bei der Hilfshandlung um einen persönlichen Gefallen handelt. Doch, das kenne ich tatsächlich auch, aber ich habe es jetzt unter dem Namen nicht mehr im Kopf gehabt. Deswegen immer gut, wenn du wo zu Gast bist. Ja, Entschuldigung, kannst du mal kurz für mich... Immer könntest du mir klein gefallen, mache ich oft, wenn ich wo auf Schulungen komme, bei einer fremden Firma, ist es ja für mich, es ist alles fremd, ja. Und das sind fremde Menschen, fremde Leute. Du wirst natürlich von oben bis unten angeguckt, ja. Du bist jetzt der, mit dem man da 3 Tage auf einmal zu tun hat und so. Also man ist ein bisschen unsicher, unwohl, und dass man dann erstmal reinkommt, man fragt schnell nach einem kleinen Gefallen. Entschuldigung, wo ist denn der Kaffee? Kannst du mir schnell einen bringen oder sowas, ne? Also man fängt ein bisschen psychomäßig an, sich das zu stärken. Und derjenige, der einen dann kurz zu der Kaffeemaschine geführt hat und allen drum und dran, ja, da hat man dann sich eine kleine Brücke geschlagen, ne? Und dann weiß man immer, okay, zu dem kann ich kurz hin, wenn ich gerade unsicher bin, ob die allgemeine Stimmung nicht passt oder ob sie passt. Ne? Also man baut sich damit was ein bisschen auf. Ja, hört sich jetzt ein bisschen crazy an, aber Herro, genau das nutze ich auch mal ganz gerne, diesen Benjamin Franklin-Effekt. Ja? Du, Robert, könntest du mir mal ganz kurz bei dir im Regal, kannst du mir das mal schnell vor die Kamera? Nein, wir mögen uns ja schon. Ne? Ja, ich würde sagen, machen wir mal ein bisschen weiter. Ja. Also man kann wenn man die anderen Menschen ein bisschen kennt, ein bisschen beobachtet, weiß, wie die ticken und was denen wichtig ist, dass man da Brücken baut und diese Eigenschaften einsetzt, dann tut man sich leichter mit denen. Mhm. Aber zum einen muss man natürlich jetzt die ganzen Menschen so ein bisschen kennen, was alles so für Typen gibt oder was alles so wichtig ist. Und zum anderen muss man sich selber besser kennenlernen. Absolut. Ja, liebe Leute, das soll jetzt kein Werkzeug eigentlich werden, dass wir jetzt fremde Menschen manipulieren, auch wenn es vielleicht jetzt verlockend ist, ne? So die schwarze Rhetorik oder Psychologie, nein, sondern Ziel ist, sag mal ganz ehrlich, wissen wir tatsächlich, welche Typen wir jetzt davon sind? Ja, wissen wir das? Und gut, wir haben jetzt 4 vorgegeben. Es gibt natürlich, wolltest du da den Übergang oder wolltest du was anderes? Willst du die präsentieren? Wollen wir mal analysieren, wer wir sind? Was sagt ihr dazu? Wollen wir mal gemeinsam analysieren, wer wir sind? Robert, ja, wollen wir damit starten oder hast du was anderes vor? Doch, das wollte ich. Also, dass man mal auf so ein Typenmodell eingeht. Durch die Blume heimlich kommunizieren, wie der nächste Schritt ist. Dann machen wir das, oder? Ganz kurz, weil gerade so viel schöner Text geschrieben ist Garros TV, sorry. Entwickler, die sich über Fußball unterhalten, die sind in der Regel schwache Teamplayer. Okay, weshalb? Eher die bremsen in Projekten. Ich finde, Kollegen bremsen immer, will irgendeiner irgendwas, während ich im Tunnel bin, also unbelehrbar und super aggressiv, gerade wenn man ihnen helfen möchte oder sie auf mögliche Fehler macht. Ich habe oft negative Erfahrungen gemacht. Einer hat mich mal sinnlos angebrüllt, wuha! Ja, was es mir einfällt, sich sein Code anzuschauen, was geht da ab? Seitdem habe ich meinem Chef gesagt, wenn ich wieder mit so einem arbeiten muss, dann werde ich kündigen. Solche Sachen habe ich übrigens auch schon mal zu Chefs gesagt, als ich wusste, ich muss mit Blender zusammenarbeiten. Ist ganz schlimm. Seitdem habe ich meine Ruhe. Okay, dann hat er das gemerkt und hat gesagt, das entschärfe ich mal, die Situation. Ja, ist schwer, ne? Also anbrüllen lassen ist schon, nee, das geht ja mal gar nicht, ne? Das ist... Ja, schauen wir uns die schmutzige Bieswanger-Seele an. Okay, ey, ich habe euch so lieb, ey. Ja. Unglaublich, unglaublich, ja. So. Also interessant, also aber... Also wenn es um mich geht, dann... Never ever werdet ihr meine Seele sehen können. Ja, also. Okay, ich mache ganz kurz meine Gedanken transparent. Ah, nein, stopp. Mist. Warte, meine Gedanken sind eher... Remember.
remember to like and subscribe. Ja, ne, jeden Freitag um 20.30 Uhr kriegt ihr hier spannende Dev-Themen. Ja, nächste Woche Freitag um 20.30 Uhr haben wir Domain-Driven Design mit Functional Programming als Thema. Und jede Folge gibt es dann so 2-3 Wochen später auch auf YouTube. Eine sensationelle Community findet ihr auf Discord. Und heute ist Ned Flanders nicht da. Ja, der bringt auch noch schöne Kommentare dazwischen. Genau, und die Glocke drücken nicht vergessen. Und falls ihr das hier auf YouTube anschaut, bitte den Daumen nach oben und Glocke nicht vergessen, wie schon der Hero gesagt hat. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr auch den Kanal unterstützen möchtet. Natürlich haben wir am allermeisten davon mit einer direkten Donation oder ihr könnt auch kostenlos mich unterstützen, wenn ihr Amazon Prime habt. Ja, geht das kostenlos. So, und wenn ihr mir hier noch nicht folgt, dann ey... Hallo, ja, jetzt, ja, spätestens jetzt folgen, hier unten draufklicken, folgen, am besten gleich subscriben, ja. Wenn es euch befriedigt, müsst ihr das machen. Ja. Ist wichtig, ist wichtig. So, dann wollen wir doch mal herausfinden, wer wir eigentlich sind, ja, Wortverbote halten, folgen. Ich darf jetzt erstmal 5 Minuten nicht mehr das Wort, was der Hero im Chat geschrieben hat, sagen. So, dann wollen wir doch mal herausfinden, wer wir eigentlich sind. Und ja, ich will jetzt mal spaßeshalber machen wir das mal so. Ich werde jetzt mal vermuten und schätzen, was denn der Robert für ein Designtyp ist. Und dazu haben sich übrigens andere auch schon Gedanken gemacht, da eine richtige Kategorisierung herauszusuchen. Und hier mal schnell den Bildschirm switchen und liebe Leute, hier im Chat gibt es designtypes.net, ja. So, Coding mit Gast, jetzt da ist der Bildschirm wieder. Okay, designtypes.net, die haben sich schon mal so viel Mühe gemacht und haben wirklich die unterschiedlichsten Typen herausgefunden, ja. Was haben wir hier? Designtypes, da sind diese unterschiedlichen Typen. Ja, also, wow, das sind natürlich deutlich mehr als so ein paar, die in Robert eingefallen sind. Ja, wir haben the Construction Manager, the Technical, the Space Probe Engineer, the Author, the Firefighter, the Ninja, the Gardener. Ich lese jetzt nicht mehr alles vor, aber wir haben einfach so viele unterschiedliche Typen, jeweils mit seinen Vor- und Nachteilen. Und wer davon sind wir eigentlich wirklich? Ja, das heißt, ich gebe euch jetzt gleich nochmal einen Link. Wir werden jetzt jede Frage einmal durchgehen. Ich wähle das aus und das könnt ihr ja bei euch persönlich ja auch auswählen, um dann zu sehen, wer ihr selber seid. Ne? Und ich werde halt mal raten, was denn der Robert für ein Typ ist. Design Types, jetzt gibt es Test Yourself. Ja? Und zwar werde ich das aber parallel machen. Ja, ich weiß, ich werde es jetzt auf Deutsch übersetzen, weil es einem leichter fällt, die Fragen da nochmal zu verstehen. Und ich werde aber der parallel... Derzeit geht es übrigens mehr auch, wenn man neue Programme oder Anwendungen designt. Was hat man so für Gedanken? Wie tendiert man denn da so dazu? Also ja. Programmentwurf geht es da. Also Typen und Programmdesign. Ja, genau, ja. Aber ich finde, das sind halt viele Punkte dabei. Das ist nicht der richtige Link. Warte mal. Einen Moment. Weil ich das ist ja self passt, ja. Ja, ich wollte jetzt das Deutsche. Ich wollte es ja auf Deutsch irgendwie so. Oh, fürchterlich. Hat das jetzt. So. Und dann muss ich aber parallel aber auf Englisch ausfüllen, weil am Schluss, wenn man das fertige Ergebnis macht und man hat es also übersetzt, dann gibt es eine Fehlerseite und das ist natürlich blöd. So, also. Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, das sind eigentlich an sich die Typen aus, wie sie mit ihrem Code umgehen, wie sie den eben strukturieren und designen. Aber im Prinzip kannst du das schon auch dann am Ende denen hier auch zuordnen. Ja, welches Ergebnis haben passt denn zu diesen Gruppen auch eher rein? Ne? Also man kann es auch allgemein auf den Entwickler und die Entwicklerin dann betrachten. Ja. Ja. Doc for Fun sagt was, ich lese nur mal vor, weil, ja, was sagt er denn? Robert!
Du Sack. ich trigger ihn damit voll und alle hassen das. Alle. Also, fangen wir doch mit dem ersten an, ja? Achso, den Link. Habt ihr den Link jetzt schon geöffnet? Wenn nicht, hier ist er nochmal. Ja, macht mal mit. Ich bin mal gespannt, was bei euch rauskommt, wenn ihr euch traut zu outen. So. Bumm. Hui, das sind mal viele Fragen. Ich glaube, wo steht denn, wie viele ich Antworten geben darf? Stand es nicht auch irgendwo da? Hallo, Wortverbot? Was habe ich denn gesagt? Ich habe doch gar nicht. Irgendwo stand doch da, wie viel man auswählen darf, dachte ich. So, überprüfen Sie in jeder Gruppe genau 5 Aussagen. Ja, hier steht es nochmal. Verwenden Sie diejenigen, mit denen Sie sich am besten identifizieren können, die Aussagen, die Sie selbst machen könnten. Also, was ist denn der Robert für einer? So, schauen wir doch mal nach. So, er ist ja der Konservative, ne? Also, Software sollte einfach sein, um schnell zu schreiben, wartbar und fehlerarm. Würde er natürlich ja sagen, ne? So, vermeiden Sie Abhängigkeiten, Bibliotheken, komplexe Sprachfeatures, die keinen wesentlichen Vorteil haben. Ich glaube, das ist ihm wurscht. Hauptsache, irgendwie wird seine Arbeit schnell fertig. Implementieren Sie keine Funktionen. Achso, du kannst ja parallel für mich ausfüllen, was du denkst, Robert. Machst du's? Okay. So, implementieren Sie keine Funktionen, Flexibilität, Konfigurierbarkeit, es sei denn, es gibt einen guten Grund dafür. Das ist jetzt schwierig. Will er nicht irgendwas noch so Flexibilität reinbringen? Ich glaube nicht. Ja, keine Flexibilität, es sei denn, genau, das will er nicht. Ja, Flexibilität ist für ihn overengineert. So, eine klasse Methode ist so gut, wie sie klein ist. Große Einheitenmodule sind ein Geruch. Naja, das sind wieder die schönen Übersetzungen. Eine klasse Methode ist gut, wenn sie klein ist. Ist es für ihn wichtig? Eigentlich hat er so einen schönen Clean-Code-Vortrag bei uns gemacht, ne? Dann denke ich mal, weiß er das, dass man das so macht. So. Einfache Brute-Force-Lösungen mögen langsam sein, funktionieren aber in erster Linie. Guter Code benötigt fast keine Dokumentation, das weiß ich auch. Jetzt wird es aber knapp, da drüben sind ja auch noch mal ein paar Dinge. Aber das macht er auch, er ist ein Clean-Coder, das weiß ich. So, jetzt haben wir ein Problem, jetzt habe ich nur noch eins offen. So, etwas mehr Zeit zu investieren, um ein Problem auf generische Weise zu lösen, spart auf lange Zeit Sicht. Ich glaube, dass er so war. Ja, aber ich glaube, das hat der draußen. Ja. Etwas mehr Zeit investieren, um ein Problem auf generische... Wobei... Ja, der Konservative, ne? Und dann will er ja auch... Ah, schwierig, Robert, ne? Schwierig. Ich lese mal erstmal weiter. Performance, ist echt schwierig, ja. Ja, Performance, Skalierbarkeit, Portabilität und so weiter müssen vor und während der Implementierung berücksichtigt werden. Machen Sie Ihre Software zur Laufzeit erweiterbar, flexibel, damit, das ist gar nicht sein Stil, damit Sie Ihren Code nicht ständig ändern müssen. Machen Sie sich unabhängig von externen Systemen, verwenden Sie dazu eine Abstraktionsebene. Generics, Exception, Polymorphismus und so weiter sind mächtige Instrumente, die einen wertvollen Nutzen bringen. Aspektorientierte Programmierung, so nein, das ist nicht sein Ding. Code-Generierung, DSL, Bildprofile, nein, das ist auch nicht sein Ding. So, machen Sie sich unabhängig von Existenz, verwenden Abstraktionsebene. Ich glaube, das ist zu kompliziert. Ja. So, machen Sie Ihre Software zur Laufzeit erweiterbar. Nee, das ist nicht sein Ding. Ja, Performance, Skalierbarkeit müssen vor und während der... Nee. Wenn es Probleme gibt, dann kümmert das sich erst drum. So, etwas mehr Zeit investieren, um ein Problem auf generische Weise zu lösen. Ich glaube, er ist der Brute-Force-Typ. So, machen wir 5. Jetzt muss ich das hier auf Englisch auch ausfüllen, wie schon gesagt, sonst kriege ich das Ergebnis nicht. Dann habe ich da geklickt. Da. Ist echt nicht einfach, ja, aber gut. So, Gruppe 2. Ja, jetzt habe ich so einen grünen Rahmen gekriegt, das ist doch schön. So, was wird da gefragt? Betrachten Sie den Code nicht mit einer Lupe. Oh Gott, denken Sie lieber in Abstraktionen, Konzepten und Modellen. Ist voll nicht sein Ding. Legen Sie architektonische Einschränkungen fest und überprüfen Sie diese. Software sollte sauber strukturiert sein.
Ah, Struktur ist ihnen zwar schon wichtig, aber wie man es sonst macht und wie es andere machen, ist viel zu aufwendig, sich erstmal damit zu beschäftigen. Du bist ein Sack. Er wird sich nie wieder melden. Mich wundert es ja sowieso, dass du überhaupt Kreuze machst. Ja, dich wundert es, dass überhaupt noch Leute bei uns hier dabei sind. Meinst du das? Unsubscribes habe ich auch jetzt. Nein. Okay, warte. Legen Sie architektonische Einschränkungen fest. Und überprüfen Sie, diese Software sollte sauber strukturiert sein. Okay, machen wir das so. Also das schon, ja. Also du strukturierst schon. Aber da oben mit Abstraktionen und Modellierung, das machst du nicht, würde ich sagen. Jede Klasse sollte ein reales Konzept darstellen. Software zu dokumentieren bedeutet, die Konzepte, Schichten und Abhängigkeiten zu erklären. Auch kleine Konzepte wie Birthday, Customer Number und E-Mail-Adresse sollten durch eine Klasse repräsentiert werden. Ich glaube, das macht er. Jede Änderung, Refactoring muss mit Blick auf das Gesamtbild erfolgen. Jede Funktionalität hat ihren Platz, jede Schicht ihren Zweck. Hatte ich nie das Gefühl, dass er das so in den Mittelpunkt stellt. Nicht viel drüber geredet, also nehmen wir das mal nicht. So, Programmieren, wie er mich hasst. Beim Programmieren geht es um das Schreiben von Code, nicht um das Zeichnen von Bildern. Ich überlege, wie oft er mir irgendwelche Entwürfe gezeigt hat. Hat er ja schon. Aber dass er damit angefangen hat, ich glaube, er hat es dann zur nachträglichen Visualisierung genommen. Also er plant nicht vorher grafisch. Ja, also ich glaube nicht, dass er der Modellierer ist. So, wobei, oh Mist, Robert ist doch eigentlich wieder so der Planer. Doch. Warte mal, beim Programmieren geht es um Schreiben, nicht um das Zeichnen. Also machen wir mal, sagen wir, er ist doch der Planer. Codieren ist die Wiederholung des Schreibens von Code und das Extrahieren von Redundanz. Software ist wie Büsche und Hecken. Es wächst von Natur aus in mehrere Richtungen und muss hin und wieder getrimmt werden. Software zu dokumentieren bedeutet, die Klassen und Methoden zu erklären. Der beste Weg, Software zu verstehen, besteht darin, den Code zu lesen. Auf jeden Fall. Sie können Code umgestalten, ohne ihn vollständig zu verstehen. Nee, das glaube ich nicht, dass er daran so denkt. Jetzt haben wir dann schon 3. Du, das ist zwar echt schwer, zu denken, was der andere denken könnte, anhand nur, wie man ihn halt so kennt und mal Gespräche hatte. Und natürlich, viele Dinge hören für einen sich sehr plausibel an, ob man aber echt tatsächlich so denkt, beim jede Änderung effekt muss Platz auf Gesamtbild erfolgen. Glaub's einfach nicht. Muss wieder getrimmt werden. Also er ist schon der Refactoring-Typ, ne? Meist das dreckig, muss man sauber machen. Und doch, das ist er schon auch, ne? Software zu dokumentieren bedeutet. So, okay, dann. B3 wird einfacher. Lieg ich sehr viel falsch? Du kannst ja schon mal nur so ein bisschen. Ich fülle auch für dich gleichzeitig aus. Ist oh, viel. Oh, ich hasse dich jetzt schon. Wenn wir zum Schluss noch mal kurz drüber schauen. So. Bei dir kriege ich lauter rote Raumen, keine grünen. Ja, bei mir ist schon alles kaputt. Ja, alles Danger, alles kaputt. So, Gruppe 3 Frage. So, Software ist ein Instrument, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zum Beispiel Geschäftsanforderungen zu erfüllen, Prozesse automatisieren. Ja, natürlich, das ist er, der Robert. So, eine 80%-Lösung ist jetzt ist oft besser als eine 100%ige Lösung nächsten Monat. Ja, wobei, er will am liebsten schon alles fertig haben. Nee, aber das glaube ich schon, ne? Er würde schon sagen. So, was bei mir kam, achso, du hast schon alles in Schnelldurchlauf durch. Eine 80%-Lösung ist jetzt oft besser als eine 100%-Lösung nächsten Monat. So, es müssen nur notwendige Dinge umgesetzt werden. Technische Vollständigkeit, Symmetrie haben für sich genommen keinen Wert. Doch, er overengineert schon gern. Ja, das ist noch wichtig und das bestimmt. Nicht jede Aufgabe erfordert.
ein ausgefallenes Framework oder eine spezielle Programmiersprache zu erfüllen. Manchmal ist es notwendig, bestimmte zeitaufwendige Aufgaben wie Komponententests, konsistente Ausnahmebehandlung wegzulassen. Okay. Ja, da ist er schon dabei. Hauptsache, der Kunde kriegt es pünktlich. Weil für den Rest kann er nochmal zusätzlich verlangen. So, es ist keine Schande, Code-Schnipsel zu verwenden, die Sie im Internet finden. Sie könnten äußerst hilfreich sein und die Entwicklung, ja, natürlich. Das ist ja, warum nicht? So arbeiten wir doch eigentlich alle, oder? Fuck. Ja. So, schlechte Qualität. Ja, wir haben nämlich jetzt schon gar nicht mehr so viel frei. Ich darf nämlich nur noch eins auswählen. Schlechte Qualität wird sie auf Dauer umbringen. Ja, verdammt, jetzt haben wir schon mal eins. Das versteht er. Jedes Stück Funktionalität hat seinen Platz, wo es hingehört. Es sollte genau dort implementiert werden. Verdammt, ey. Missbrauchen Sie keine Programmiersprachkonstrukte. Missbrauchen Sie keine Frameworks, Muster und Konzepte. Zum Beispiel sagen Sie nicht Rest. Ich auch sehr hart, nicht, aber wir haben Fall schon ist. Die ersten Ergebnisse von den Leuten. Ja, ja, gutes. Wir sind bald durch, ja. Gutes Design verbindet präzise Struktur mit Symmetrie. Das ist echt schwierig, weil jetzt darf ich halt nicht noch, ich darf nur eine Sache auswählen. Duplikation ist die Wurzel allen Übels. Vermeide es. Das sagt er auch. Ob er sich dran hält, ist das andere, ne? Gute Identifikatoren sind wichtig. Wenn keiner guter Identifikator vorhanden ist, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Abstraktion falsch ist. So, jetzt darf ich nur noch eins. Oder ich nehme was da drüben weg. Ich glaube, das ist aber Ihnen auch wurscht, ne? Der sagt Rest zu einer pragmatischen HTTP-API, auch wenn es kein Rest ist. Also das ist es nicht. Das ist ihm wurscht. Jede Funktionalität hat seinen Platz. Das denkt er auf jeden Fall auch. Aber schlechte Qualität wird sich auf Dauer umbringen. Das weiß, denkt er auch. Also ich muss zwei nehmen. Ich muss jetzt hier drüben was rausnehmen. Manchmal ist es nur eine bestimmte Aufgabe, Komponententests, Ausnahme und Dokumentation wegzulassen. Das ist schon auch so. Ich muss was rausnehmen. Ja, dann mit dem Stück, mit dem Platz, das da erst. Das hau ich jetzt raus. So. Also, Gruppe 3. Jetzt muss ich sie auch noch auf Englisch ausfüllen. So, da, da. Dann haben wir hier da, da. Und dann haben wir das da oben angenommen. Und dann kommen wir auch schon zu dem fast letzten auf dieser Seite. Ne? Gruppe 4 Fragen. Ach ja. Mit manchen Gruppen tue ich mich wirklich härter. Da weiß man nicht richtig, was man ankreuzen soll. Andere sind viel treffender. Aber gut. Ja, aber es Riesen ist halt Fragebogen haben sich wirklich viel dabei gedacht. Wir haben schon viele unterschiedliche Ergebnisse. Das ist ja aus Studien entstanden, ne? Ich glaube, die haben das dort, die Website ist entstanden. Da kannst ja du danach noch ein paar Wörter sagen oder so, wenn du Bock hast. So, ändern Sie niemals ein laufendes System. Schon passt es wieder zu ihm, ne? Sagt, ey, lass das, es ist fertig. Ich habe mein Geld dafür gekriegt. Ja, das ist er. So, streben nach Standardisierung. Verwenden Sie Standardtechnologien, Standardarchitekturen, Standardcodes, die Standardform. Ja, ist sehr pragmatisch. Ja, wenn er sagt, das ist jetzt hier praktischer und dann brauche ich das nicht. So, verwenden Sie stabile Technologie, die sich bewährt hat. Buggy-Bibliotheken sind nervig, neue Technologien werden oft nur gehypt. Ja, voll, eher, zack. Habern, das steht ja schon in Klammern, Robert. So, schreiben Sie besser ein paar Zeilen mehr Code, anstatt eine Abhängigkeit zu einer anderen neuen Bibliothek zu rufen. Nein, ich glaube, das ist Ihnen einfach voll wurscht. So, defensive Programmierung ist ein wesentlicher Bestandteil beim Schreiben von Code. Lesen wir mal weiter. Vermeiden Sie Code-Magie wie Bytecode-Manipulation, Reflexion und Aspektorientierung. Ja, klar. Das ist ihnen zu hoch. So. Absolut. So, Technologie entwickelt sich. Das sollten wir auch tun. Nein, daran denkt er niemals, der Konservative, du. Bewegen Sie sich schnell und haben Sie keine Angst, Dinge zu zerstören. Nein, das geht ja mal gar nicht. Er ist der absolute Control-Freak. So, die regelmäßige Aktualisierung der Technologie ist einfach, da es immer ein kleiner Schritt ist. Zu langes Warten macht Upgrade schwierig. Nein, das ist er nicht. Der Konservative hat keine Zeit für Updates. So, probieren Sie neue Frameworks. Nein,
Es ist absolut normal, dass sich ein Codierungsstil im Laufe der Zeit ändert. Dies spiegelt nur wieder, dass Entwickler in der Lage sind, etwas Neues zu lernen. Nein, neue Programmiersprachenkonstrukte wie GenX, Annotation, Lambdas und so weiter gibt es aus einem bestimmten Grund und sollte in diesem Fall verwendet werden. Doch, da ist er schon dabei. Ne? So, aber Programmiersprachfeatures, ja, das, da ist er dabei. Nicht technologisch was anderes. Wuha! Also, was haben wir hier? Never change, dann verwende und dann avoid und dann haben wir hier new. Ja, das habe ich hier eigentlich alles ausgeführt. So, fortsetzen. Hinweis, bitte können Sie genau 5 Aussagen. Ah ja, ich müsste auch mal zählen lernen, ne? Ist er bei defensiv dabei? Doch. Bring mal ihn da mit rein. Dann geben wir da auch noch einen Punkt. Nein, dann ist wieder zu viel. Dann passt. Mach mal defensive Programmierung ist mit dabei. So, fortsetzen. Ist leider dann noch nicht ganz fertig. Sicher? Achso, die nächste Seite, ne? Ah, das ist jetzt wahrscheinlich von den Übersetzen, ne? Wenn ich jetzt hier Continue mache. Ja gut, jetzt nehme ich die englische Variante wieder her, weil es sind nicht mehr so technisch tiefe Sachen drin. Ja. Na? So, also Gender. So, ja, also Robert ist anders, vertraut mir, ich kenne ihn länger. der ist ja hier, ja, so. Dann, I've been working professionell niemals. Oh, das ist schwer. Wie lange bist denn du schon dabei? Bist du auch schon? Bist du 15 Jahre oder länger? Das kannst du schnell verraten. Warte, muss kurz selber schauen. Ja. 13 bis 15, ja. Okay, was hast du da? Wow. Universität, ja, ist das, wenn du jetzt hier, du hast ja Ausbildung gemacht als Fachinformatiker. Nimmt man dann das? Was würdest du sagen? Was? Du hast doch deine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker. Ja. Dann ist doch hier Professional Training College, ja, genau. Ne? Genau. Ja. So, Educational Background. Ach du meine Güte. Ja, Programming halt, ne? Ist nur für die Statistik da, ja. Ja, ja, Company Size. Wie viel habt ihr bei euch? Ihr seid doch nie über 100, oder? Seid ihr schon über 100? Nee, ihr seid nicht 100, ne? Oh Mann, schaut's bei dir aus. 10 bis 50. Schneesturm. Was? Ja? 10 bis 50, ja. Okay. Industrie. Ich habe mich anonymisiert, okay. Weil ich so viel von mir preisgebe. Das da, so. Du bist Rolle, was bist denn du? Du bist doch hier, du arbeitest so, doch bei dir. Softwareentwicklung, so, jetzt komm, mach weiter. Ja, ist ja recht hier. So, okay, also. Du, was machst du denn? Scrum niemals. Nee, macht ihr, seid ihr agil? Ja. Okay. Oh, jetzt kommt das Ergebnis, oder? Ladies and Gentlemen, ja, schauen wir mal nach, ja. Und Robert ist the Firefighter. Und was ist mit deinem Kameramann? Das. Ah, du. Oh, Leute. So, er ist der Firefighter. Wow. Muss die Seite auch noch ein bisschen übersetzen. Ja, das möchte ich auch. Ja, das Problem ist jetzt, ich kann jetzt eigentlich nur den Text so rausziehen, weil ich glaube, oder geht es, dass ich die Seite so mache? Also, oh, bei dir ist The Craftsman übrigens rausgekommen. Okay.
Ja, muss man später gucken, was das für ein Typ ist. Craftman, okay. Warte, was habt ihr denn da draußen? Schriftdirekt sagt, meine Erfahrung ist, dass die Antworten bzw. das Ergebnis auch tagesformabhängig ist. Das stimmt tatsächlich. Ich habe den Test auch schon mehrfach gemacht und dann ist auch leicht unterschiedlich was rausgekommen. Aha. Aber trotzdem hochinteressant. Jetzt warte mal, Christoph hat The Technical, dann Karabom, ich bin wohl Space Probe Engineer. Da hätte ich gern mehr angekreuzt. The Clockmaker, The Technical, The Construction Manager. Meine Erfahrung ist, dass die Antwort bzw. das Ergebnis auch tagesformabhängig ist. Ja, also genau, haben wir gerade drüber geredet. Und der 8-Bit-Ventilator sagt auch, dass es ganz gut zu ihm passt. So, Robert, ich lese mal vor und du sagst mal, ob du das bist, ja? Wenn ein Haus brennt, und das ist in der Softwareentwicklung sicherlich ein ganz normaler Fall, verschwendet der Feuerwehrmann weder Zeit mit endlosen Diskussionen, noch hat er Angst, mit seiner Axt durch eine verschlossene Tür zu kommen, um jemanden zu retten. Das passt aber, finde ich, zu dir. Wenn es brennt oder ein Projekt unbedingt bis morgen fertig sein muss, ist der Firefighter genau das Richtige für Sie. Alias Robert. Er verwendet einfache und effektive Lösungen, um das zu tun, was getan werden muss. Das bedeutet auch, dass er architektonische Zwänge verletzen könnte oder einfach alles, was ihm im Weg steht. Während andere noch von einem großen System träumen, das alles kann, hat er das Problem bereits gelöst und beginnt sich umzusehen, wo das nächste Problem liegt, das behoben werden muss. Dabei setzt er auf bekannte und bewährte Technologien wie die Axt in seiner Hand. Und manchmal hängt sein Leben von seinen Instrumenten ab, was der Hauptgrund dafür ist, warum sie sich gut bewähren muss. Im Bewusstsein, dass jedes auftretende Ergebnis eine schnelle Lösung erfordert, denkt er im Code und übersetzt Anforderungen kontinuierlich in einfache und effektive Methoden. Deine Designs sind effektiv und immer fokussiert auf ein aktuelles Problem, das sie lösen möchten. Programmierung ist, ja, ganz einfach, um Probleme zu lösen. Absolut. Ja, das passt wirklich voll zu dir, wenn ich ganz ehrlich bin. So, Prinzipien, die dir wahrscheinlich gefallen, ist natürlich Küssen. Na, das ist natürlich, was ein Robert immer gefällt, ja. Natürlich, wem nicht? Return of in Dingsbums, dann Don't Repeat Yourself, dann Prinzipien, die sie eher missachten. Netzteil. Ja, davon hat er ein ganz kleines, so ML, IH, UP und so weiter. Gut, da bin ich auch draußen. So, Stärken. Was ist denn an dir stark, Robert? Effektiver und effizienter Problemlöser. Code ist normalerweise leicht verständlich. Design ist mehr oder weniger in Problemfälle aufgeteilt. Kennt seine Instrumente und deren Fähigkeiten sehr gut. Das ist der Robert. Das würde ich wirklich unterschreiben. Vorschläge. Jetzt, Vorschläge. Na, was kannst du eigentlich machen, Robert? Das ist eigentlich der interessanteste Teil, das wo man ist, für ja, sich am meisten rausziehen ja, genau, kann. Genau, der andere Part war so, bin ich das wirklich? Ja, so, Vorschläge. Jetzt hat Vorschläge. Um aus dir auch was Vernünftiges zu machen. Okay, Vorschläge. Versuchen Sie, das große Ganze nicht zu verlieren, während Sie sich Schritt für Schritt auf Probleme... Das bist du, Robert, sorry. Ey, bei manchen Gesprächen exakt, ne? Sonst geht ihr Design sehr schnell kaputt. Ja, und das ist ja nicht bei dir als erstes der Fokus. Vergessen Sie nicht umzugestalten. Andernfalls können all diese einfachen Verbesserungen zu etwas Komplizierten führen. Robert, denk dran, dass in deinem Team, dass du in einem Team arbeitest und dies nur dann effektiv und effizient sein kann, wenn alle Hand in Hand arbeiten und das gleiche oder ein ähnliches Verständnis von der Arbeitsweise haben. Ja gut, darauf achtest du schon. Ne? Ja. Also das passt jetzt ja mal gar nicht. Komm, die klagen mal an. E-Mail raus, die machen wir fertig. Weiterlesen, das sind noch so Verbesserungstipps. Ja, Feuerwehrleute werden manchmal als Klebebandprogrammierer bezeichnet. Das ist positiv gemeint, aber nicht jedem gefällt dieses Attribut und natürlich hat alles zwei Seiten. Ja, und schlimmer ist besser, ne? Da kannst du dann nochmal nachlesen. Saugeil. Schön. Diagnose. Oh, es ist ehrlich, ja. So, ey, Robert, jetzt haben wir Folgendes diagnostiziert, was du eigentlich so für ein wirklicher Typ bist, ne? So. Das siehst du jetzt so auf werden der ihre Antworten Seite in vier Grafik. Dimensionen. Ach so, weil ich hätte sonst echt gesagt. Oh. Ja, ne, Robert, aber ganz ehrlich, eigentlich
ganz ehrlich, du bist für mich der beste Feuerwehrmann, den ich kenne. Ehrlich, Applaus für Robert. Ich bin froh, dich als Freund zu haben. Okay. Ja. So, interessant sind jetzt zum einen noch die anderen Typen. Ja, was habt denn ihr gesagt? Der Technical, ne, Construction Manager? War unterschiedlich. Ja, Technician war zweimal da. Das heißt, du willst das auch einmal vorlesen? Oder so? Ja, genau, ist zweimal vorgekommen. So, schau mal, was ihr für Leute seid, ne? Wie man mit euch reden muss hier. Und vor allem die Vorschläge, finde ich sehr interessant. So, Types, und dann haben wir, The Technical war, ne? Warte mal, da muss ich doch die jetzt hier auch. Der zweite, genau. Das Interessante ist ja, egal was man ankreuzt, es kommt so ein Typ raus und es gibt ja keinen schlechten oder guten Typen, sondern jeder hat ja da, das war der zweite, jeder hat ja da seine Also, dann tue ich jetzt mal den Christoph und den Hero besser kennenlernen, oder? Schauen wir doch mal nach. Also, Ladies and Gentlemen, jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen was über Christoph und Hero. Die beste Erfindung aller Zeiten ist der Werkzeugkasten. Für jede Aufgabe gibt es das richtige Werkzeug und der Techniker ist sich sicher, dass es in der Werkzeugkiste ist. Der Techniker liebt es, die Kraft der Technologien zu nutzen und sie zu etwas zu kombinieren, das ihm hilft, seine Ziele effizient zu erreichen. Das kann man als Faulheit werten, aber der Techniker ist auch überzeugt, dass man das Rad nicht neu erfinden sollte, da nicht alle Technologien gut zusammenpassen. Versucht der Techniker bei der Zusammenstellung die Sichtweise eines ganzen Systems einzunehmen. Er strebt nicht zu sehr vorausschauende Designs an, sondern hält die Dinge einfach lesbar und verständlich. Der Techniker weiß, wer effizient sein will, sollte das richtige Werkzeug verwenden. Nicht so viele Werkzeuge wie möglich. Kompromisse werden normalerweise für schnelle Gewinne gemacht. Technologie soll ihnen dienen und nicht einschränken. Am Ende ist es das Ergebnis, das nicht die Anzahl der geschriebenen Zeilen zählt. Deine Designs sind natürlich und einfach mit genau den richtigen Werkzeugen für den Job. Die Übersetzung immer, ne? Ja. Okay. Programmierung ist eine technische Aufgabe, die auf der Auswahl der richtigen Werkzeuge basiert. Jetzt kommt's Spannende. Lieber Christoph, lieber Hero, eure Stärken sind: Weiß auf dem neuesten Stand mit einem guten Überblick über die Vor- und Nachteile verschiedener Technologien. Absolut würde ich das für euch auch so sehen. Soweit wie ich euch kenne hier. Ne? Code und Design sind normalerweise leicht verständlich. Sehr schnelle Bereitstellung von Lösungen, indem vorhandene Frameworks verwendet und auf einfache und pragmatische Weise kombiniert werden. Ist doch toll. Klingt doch gut. Oh, jetzt. Oh, was für eine Liste. Was können wir besser machen, liebe Leute? Was können wir besser machen? So, hier kommt Dr. Robert und Dr. Gregor. Also, wir analysieren jetzt. So, beachtet, ja, dass nicht alle Bibliotheken und Frameworks stabil sind. Ja, lieber Hero, beachte das bitte. Dann, lieber Christoph, sei darauf vorbereitet, dass sie sich ändern. Ja, idealerweise erlaubt ihnen, ihre Architektur potenziell instabile Bibliotheken gegen andere auszutauschen, ohne zu viel von ihrem System zu ändern. Andernfalls können Anforderungsänderungen oder Versionsupdates zu großen Refaktoren. Bei ihm wieder spinnt's komplett, ja. Das sind schon Blackouts hier. Burnouts meine ich natürlich. So, versionsbar. Verwenden Sie Qualitätsmetriken für die Architektur, um eigene Verstöße gegen Ihr Design zu vermeiden, die große Auswirkungen auf Ihre Systeme haben könnten. Und behalten Sie die Stabilität im Auge. Nicht jede neue Technologie hält, was sie verspricht. Auch defensives Programmieren kostet vielleicht etwas Zeit, lohnt sich aber oft. Ja, Herr Wieswanger. Dr. Bieswanger, bitteschön, ja? Ah, ja, und ich weiß, die beiden nur noch vor sich. Denn jeder will... Wow, amazing!
sein. Ja, es gibt nichts Schöneres wie die eigene Insel. So, okay, das waren zwei. Eine Sache würde mich noch interessieren. Und zwar hat der Robert gesagt, wer ich denn bin. Ich will doch jetzt wissen, wer ich bin. Ja, meine Insel. Also, ich habe für dich rausgekriegt, The Craftsman. Also der Handwerker eigentlich, würde man es, glaube ich, ja, besitzen, genau, oder? Absolut, absolut. Der Handwerker, dabei bin ich handwerklich ja so gar nicht begabt, ja, also du willst gar nicht unter wissen. Unter dem Gärtner. Unter dem Gärtner, ja, passt auch nicht zu mir. Ich habe nur Mähroboter und bin bestimmt so froh, dass der Mörder. So. Hinterlässt viel toten Kot, der Gärtner. Jetzt pass mal auf, ob ich wirklich sagen würde, dass ich mich damit identifizieren kann. So, Ladies and Gentlemen, mal schauen, ob ich das bin. Ihr müsst auch sagen, ihr kennt mich ja, ja, also mein Inventar hier, sagt dann mal, ob ihr auch dem zustimmen würdet, ob ihr mich so als wahrnehmen würdet. Wobei, da könnte man eine Umfrage danach machen. Ja, warte, die Umfrage, die lasse ich sogar dabei laufen. Ja, so, neue Abstimmung. Ist das wirklich, oder trifft das auf Gregor zu? Trifft das auf Gregor zu? Fragezeichen. Ja, klar, voll. Haha, nee. So, schauen wir mal. Lassen wir für 5 Minuten laufen. Ja, könnt ihr einfach mit abstimmen. Bitte auch erst, wenn ich vorgelesen habe. Ne? Ja. So, also, ja. Der Handwerker sieht Softwareentwicklung als Handwerk und möchte seine Disziplin beherrschen. Oh, es gefällt mir gut. Er ist zuverlässig in seiner Kunst. Oh Mann, das ist auch geil. Während er sich um sein Handwerk kümmert und nie schlampig arbeitet. Schlampe bin ich schon. Vermeidet er auch Krümel und bevorzugt einfache, schnörkellose Lösungen. Stimmt gar nicht, du krümmelst total. Hey, du. Raus! Unnötiges oder Unaufgefordertes wird weggelassen, um das Ergebnis sauber zu halten. Deshalb verschwendet er keine Zeit am Reißbrett, sondern beginnt gleich mit der Arbeit, um auf handwerkliche Weise Business Value zu schaffen. Stattdessen verlässt er sich auf seine beruflichen Fähigkeiten und seine Praktiken, die er ständig ausbildet und verbessert, um auf dem neuesten Stand seines Handwerks zu bleiben. Der Handwerker ist sich bewusst, dass er angestellt wird, um Geschäftswert zu schaffen. Daher ist er, das stimmt, mir ist es wirklich wichtig, ja, wenn einer sagt, der war da, der hat uns weitergeholfen, erfüllt mich das. Daher ist er bereit, Abstriche zu machen. Abstriche, es tut voll weh, Leute. So. Um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Die wollen manchmal echt verrückte Dinge von mir. Aber nur insoweit, als es seinen Ruf als professioneller Handwerker auf Strich, nicht schadet. So, deine Designs sind sorgfältig vorbereitet, einfach, geradlinig und ohne Schnickschnack. Programmierung ist ein Handwerk. So. Prinzipien, die dir gefallen, sind alle gleich zack, schön rein. Alter, das ist für mich pur. Oh, weil es jetzt echt so stimmt, würde ich sagen, ne? So, Stärken liefert durchdachte Lösungen mit modernsten Technologien. Absolut, ja. Ist sehr daran interessiert, auch wenn man immer selbst Zweifel hat, ob alles gut ist, ne? Ist sehr daran interessiert, sich nach seinem Verständnis des Handwerks weiterzuentwickeln. Ey, Mann, voll! Ey, ich fühle mich so verstanden. Endlich. Wie lange hat's gedauert, Robert? Oh, mein Abschiedsbrief gleich wegschmeißen, du. So, Vorschläge. Nicht gedacht, dass du so analog bist. So, eigentlich bin ich schon der Abschiedsmail. Eigentlich, ja, gibt's nichts Besseres wie meine Insel. Danke dir, ja. War schön mit euch, ja, okay, Mann, jetzt tut's wieder weh. Jetzt wird's wehtun, es wird wehtun. Bin ich darauf vorbereitet? Okay. Versuchen Sie ab und zu einen Schritt zurück und betrachten Sie das System als Ganzes. Im Moment, das mache ich als Architekt, ja, musst du das, aber gut, okay. Auch wenn Sie das nicht brauchen, hallo, ich bin sicher, dass ich es brauche,
Mögen Ihre Kollegen vielleicht gerne grobe Architekturskizzen oder ähnliches? Ja, hallo, ich bin aus, ich halte Schulungen, Workshops zur Architektur. Mir ist das bewusst, du. Okay, wenn ein Kollege das nächste Mal eine Frage hat, versuchen Sie es mit einem Whiteboard, um die Funktionsweise der Software zu erklären. Das musst du mir nicht sagen, du. Dies kann bei der Kommunikation von Software-Designs helfen. Darüber hinaus kann es Ihnen Anregungen geben, wie Sie Ihre Designs noch weiter verbessern und vereinfachen können. Das ist doch echt strange. Okay. Weiter zu lesen. Heutzutage wird Softwareentwicklung häufig als Handwerk angesehen. Manche sagen Software Handwerkskunst statt. Okay, gut, das sind einfach nur. Einer der bekanntesten, Onkel Bob, ist mir alles bekannt von ihm, vom Onkel. So, liebe Leute, wir können natürlich nicht alles vorlesen. Ne? Wir wollten jetzt mal wissen, was der Robert für einer ist. Bei mir hat natürlich alles, was gut ist, würde ich zustimmen. Alles, was schlecht ist, vergisst ihr gleich wieder. Ja. Ich würde es nicht hundertprozentig unterschreiben, dass das der Typ ist, der perfekt zu dir passt. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig oder tagesformabhängig, ja, das stimmt. Total. Die Frage ist, wie kommen Sie denn auf solche Typen? Ja. Und die haben ja 16 Typen hier aufgelistet mit Namen, haben sich da dazu auch so kurze Stereotypen-Geschichten überlegt. Aber das kommt ja daher, dass es eigentlich mehrere Dimensionen gibt oder so Achsen. Und wenn du auf der Seite gehst, Design Types und Dimensions, dann steht da, dass man eingeteilt wird in Simple, V is Powerful, also einfach oder mächtig. Also man kann mehr so in die eine oder in die andere Richtung tendieren. Oder abstrakt im Gegensatz zu konkret ist die zweite Achse. Oder die dritte Achse ist pragmatisch im Gegensatz zu idealistisch. Und die vierte technologisch im Gegensatz zu robust. Ja, und dadurch, man kann sich es auch selber anhand von den Achsen dann irgendwie einen Typ raussuchen oder eine Richtung. Und da steht immer so ein Vier-Zeichen-Kürzel, SCPR oder irgendwie sowas. Und dann kann man sich den Typen raussuchen, den man meint, ohne sich dazu durch den Test zu klicken. Cool, ich habe es jetzt nicht gezeigt, ne, aber es ist mal interessant, wie die da drauf gekommen sind. Ne? Die haben ja da richtig ihre Studien gemacht und das war ihr Ergebnis und dann haben die Website und allem drum und dran. Ich meine, wir hatten ja vorhin einfach mal auch diese unterschiedlichen Entwicklertypen. Das ist jetzt nochmal auf eine andere Art, so eine Art Kategorisierung. Es gibt noch was, eine Methodik, aber ich glaube, die wolltest du heute auslassen, oder? Mit High und so. Ich finde, das könntest du doch noch mitgeben, weil ich finde, das ist halt schwierig, Kollegen jetzt daraus zu identifizieren und ich finde den Tipp, wenn du auch noch mitgibst, wäre doch ein Highlight. Ja, okay. Ja, machst du es? Saugeil. Warte mal, ich wollte eigentlich wissen, liebe Leute, die Umfrage, was habt ihr gesagt? Würdet ihr sagen, das jetzt bin ich gespannt. Ja klar, voll, sagen 67%. Oh, geil. Haha, nee, sagen 33. Okay. Okay, das waren wahrscheinlich ehemalige Kollegen oder sowas, die muss ich eh schauen. Kann ich die hier bannen? Warte. Spaß beiseite. Genau, also, was Robert jetzt nochmal erzählt, ja, weil, wie schon gesagt, jetzt haben wir diese Webseite, ja, und du kannst jetzt vielleicht da ja schon mal erkennen, okay, was es so für unterschiedliche Typen gibt, vielleicht liest man auch mal alle runter und man kann ja versuchen, sich hineinzuversetzen, was wohl der Kollege ist, ne, wobei wir ja gesagt haben, für einen selber ist das jetzt natürlich auch nochmal wertvoll zu wissen, und dann haben wir ja vorhin noch mal 4-5 Stücke rausgeschrieben gehabt, ja, was wir vorgestellt haben, der Erfahrene und so weiter, ne, der Burnout-Kandidat und das alles. Aber es ist halt unheimlich schwer, im realen Projektleben irgendwie in seinem Umfeld da Kategorien zu finden, wer jetzt das wirklich ist, ja, und wie man da mit denjenigen umgehen muss. Und zum Abschluss wird der Robert euch jetzt noch ein Geschenk geben. Ja, der wird euch jetzt einen Kompass bringen, der ihn und mir auch oft geholfen hat, schnell, einfach. Es ist zwar oberflächlich, ja, aber es ist überhaupt ein Kompass, den man hat, der hilft,
wie man hier weiterkommt. Ja, habt ihr Bock drauf? Hat es euch überhaupt gefallen hier, die Design Types? Genau. Nebenbei noch die. Ich erinnere mich da noch so an manche Code-Session. Das waren zwei, die mit Ja gestimmt haben und einer mit Nein gestimmt hat. Nicht gerade repräsentativ. Okay, also Göros TV ist noch voll dabei. Der hat Spaß, ja. Also das Plus zeichne ich als saugeil auf. Gut, jetzt also, ist voll ruhig geworden. Okay, also dann, Robert, dann dein Geschenk an die Community, der Special Compass. Das ist ein sehr einfaches Modell, das die Psychologen benutzen. Das ist natürlich wieder, gibt es in vielfältige Varianten und ist erweitert worden, aber es kann man sich auch ziemlich einfach merken. Und zwar gibt es vier Grundtypen von Menschen und jeder Mensch hängt hauptsächlich in einem bestimmten Eck. Und zwar die Hauptbezeichnung, die ist jetzt nicht so perfekt und schön, weil das ist dann eher sowas wie der Phlegmatiker oder sowas. Da gibt es auch Videos dazu. Der hat ihm eher so Tiernamen gegeben. Also ich fange mal an mit dem ersten Typ oben links und beschreibe den so und dann erkennt man vielleicht ziemlich schnell wieder. Und zwar ist der Typ heißt der Wal. Das ist jemand, der hilft gerne Leute. Jeder fragt ihn gerne, weil er weiß, der ist immer hilfsbereit, der schießt nie blöd zurück und der macht alles, ob er es kann oder nicht. Der hat eine totale soziale Ader und will überall und jeden helfen und ist immer für andere Leute da. Hat leider den Nachteil, dabei vergisst er sich oft selber und stellt sich selber zurück, arbeitet sich fast auf und das kann man teilweise vorstellen wie so eine Art Krankenschwester oder Pflegehelfer oder so, der sich bis zum Schluss irgendwie aufopfert für andere. Und seine Lebensphilosophie oder Lebensfrage ist, wie kann ich am besten helfen? Wie kann ich den anderen helfen? Und stellt sich dabei immer zurück. Es ist der Wal. So, der zweite Typ, das ist der Hai. Typ, vielleicht der klassische Klischeeverkäufer. Das ist einer, der steht auf und denkt sich, wie kann ich die Leute dazu bringen, das zu tun, was ich will. Und ich muss den Leuten klipp und klar sagen, was sie zu tun haben, sonst funktioniert nichts. Und ich bin der Beste und der Größte. Und nur wenn ich sage, wo es lang geht, dann funktioniert das alles. Und er steht im Gegensatz zum Wal und fragt sich nicht, wie kann ich den anderen helfen, sondern seine Lebensphilosophie ist, was können die Leute für mich tun? Und er ist einer, der kommt immer gerne zum Punkt, das ist sein Vorteil. Der redet nicht lange um den heißen Brei, der trifft ganz schnelle Entscheidungen und ist oft ein bisschen hart. Sein Nachteil ist leider oft sehr unsozial und schert sich auch nicht so viel um die anderen Leute hauptsächlich oder hat auch nicht so das soziale Feingefühl. Wenn er was sagt, überfährt er oft andere Leute. So, dann gibt es noch einen weiteren Typ, das ist der Delfin. Der Delfin schaut immer, was es Neues, Lustiges gibt, lässt sich ständig immer gerne inspirieren, entdeckt und findet jeden Tag etwas Neues. Und wenn irgendjemand um die Ecke kommt mit einer neuen Idee, dann ist er sofort dabei. Der lehnt nicht ab und sagt, ich weiß nicht, sondern der ist immer gleich dabei und fährt mit und hat Spaß an der Sache, ist meistens recht gut drauf. Und wenn er mit anderen Leuten zusammenkommt, dann wird er noch kreativer und noch besser. Und das gibt ihm wirklich Power. Der Nachteil ist, der verzettelt sich oft
und schwimmt vom einen zum nächsten und wird vielleicht nichts, wird richtig fertig. Aber Hauptsache, es macht Spaß und Hauptsache, man macht irgendwas zusammen und dann passt es schon. Dafür ist er immer offen für Neues und kann Leute total schnell begeistern. So, und der letzte, der vierte Typ, das ist die Eule. Wenn man sich genau merkt, Eule, das andere, das war da irgendwie da Fische und so weiter. Und die Eule fragt sich, warum bin ich anders? Warum bin ich eine Eule, ein Vogel und kein Fisch, so wie alle anderen? Die Eule ist sehr fleißig und will alles immer nach Schema F machen, lebt sehr gern in Gewohnheiten und optimiert sich alles, perfektioniert alles und mag auch gerne irgendwo Zahlen, Daten, Fakten und nimmt alles sehr genau, geht ständig auch ganz, ganz viel ins Detail, untersucht alles genau und weist vielleicht andere auf einen Fehler hin, wenn sie irgendwas falsch gesagt haben. Und aber auf ihn kann man sich immer verlassen, arbeitet und schafft richtig viel. Nachteil ist vielleicht auch nicht so der sozialste und ist am liebsten alleine, arbeitet sein Zeug weg, aber umgibt sich nicht so sehr gerne mit anderen Menschen. Das sind diese vier Grundtypen. Wal, Hai, Delfin und Eule. Und grundsätzlich ist man hauptsächlich so in einem Eck unterwegs. Das ist aber auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Lebenssituation. Also man kann sein, dass in der Familie es vielleicht ein bisschen anders wie in der Arbeitsstelle und so. Aber grundsätzlich, auch wenn man sich probiert zum Verstellen oder wenn man sich selber als Typ kennt, fällt man immer wieder zurück in seinen Basistyp, weil man nicht aus seiner Haut kann und weil man nicht anders gepolt ist. Und jeder Typ hat Stärken und Schwächen und die anderen Typen, teilweise ziehen sie sich an oder unterstützen sich, aber auf der anderen Seite kracht es regelmäßig. Mhm. Zum Beispiel regt sich die Eule auf beim Delfin, dass er gerne irgendwie da vom einen zum nächsten springt, dass er nicht so stetig unterwegs ist und nicht so die Gewohnheiten hat. Und das ist wiederum umgekehrt beim Delfin. Das Gleiche, dass er sagt, die Eule macht jeden Tag alles gleich, ist sehr langweilig, ist oft gleich sofort gegen irgendwas dagegen. Oder der Hai, der nutzt vielleicht gern den Delfin, dass er sich helfen lässt, dass er für sich arbeiten lässt. Nicht den Delfin, der Hai nutzt gern diesen Wal und so weiter. Also jeder hat Wechselwirkungen mit anderen Typen. Und es kann auch sein, dass man eine Tendenz hat in zwei Richtungen, die nebeneinander liegt, aber es ist eher nicht so der Fall oder eher selten, dass man alles ist. Also man hängt schon in einem Eck. Und mit diesem Wissen kann man probieren, am schwierigsten ist, sich selber einzuschätzen. Und es fällt dann oft leichter, irgendwie Kollegen oder Bekannte oder sein Umfeld ein bisschen zum Kategorisieren. Und dann weiß man automatisch auch, wenn man so bestimmte Verhaltensmuster feststellt, dass man auch den seine Vor- und Nachteile kennt oder was demjenigen wichtig ist, um wieder da die Brücken zu bauen auf die Insel. Dann dieses Modell denke ich persönlich immer sehr oft und ich finde, es hilft für den Alltag auch ganz gut weiter, um mit den Leuten gut umzugehen. Also ich denke, dass du eine Eule bist. Stimmt auch tatsächlich, ja. Ja, und und der Delfeule, ja, Kappen kommt und sagt, ich bin wohl eine Delfeule.
Was sagt denn ihr? Wie würdet ihr euch selber einschätzen, was ihr seid? Du hattest mal zu mir gesagt, du denkst, ich bin ein Delfin, ne? Mhm. Ja. Genau. Aber es ist halt, es ist echt schwierig, ne? Weil jetzt hier auch mit dem Beispiel Delfoil oder sowas, ja, also ich finde auch immer, man hat von beiden irgendwo so gewisse Stärken. Aber es ist halt, wenn jemand das von außen betrachtet, ja, ist das natürlich immer. Also ich hätte mich selber auch anders oder falsch eingeschätzt. Aber wenn man Kollegen fragt, waren sich irgendwie vier oder mehrere sind dann sich sofort einig und in ein Eck ein. Eindeutig. Ja. Und wo würdet ihr euch einschätzen? Na? Ja. Was hilft's denn? Hast du vielleicht irgendeine Idee? Wie hat's dir geholfen, dieses Modell? Oder hast du es schon mal eingesetzt? Ja, immer wieder. Aber es ist halt, es ist natürlich auch schwer, aber es ist, finde ich, immer noch eine ganz gute Lösung. Ja, ich muss aber sagen, dass ich mittlerweile schon fein granularer, detaillierter schon die Kategorien entdecken kann. Also was du so vorhin für Punkte genannt hast, ich krieg da ganz schnell ein ganz gutes Gefühl. Ja, es fängt bei Anfragen an, ja, bei manchen, wo du selbst sogar schon dann ablehnst, weil du halt einfach merkst, ja, also das wird nicht so passen, da bist du nicht du, ne, da musst du dich sehr arg verstellen und ich will Spaß haben bei mir bei der Arbeit oder ob es auch in der privaten Beziehung ist oder sowas, ja, dass man so mitarbeitet mit so Systemen, aber ich finde das wahnsinnig gut auch für einen Einstieg zu dem Thema, ja, wenn man sagt, man möchte verstehen lernen, warum vielleicht jemand so ist, wie er ist. Ja. Genau, so ein Modell. Und dass man es halt auch nicht falsch versteht, weil manchmal ist ja auch oft, dass man denkt, es liegt an einem selber, dass der andere so ist oder irgendwas. Ja, man nimmt sehr, also bei mir, ich spüre das bei mir oft, dass ich vieles zu viel persönlich nehme. Das ist so ein Tick von mir. Ja, meine Frau sagt das auch immer, dass du tust das falsch verstehen oder so, ne? Oder irgendwie so, ne? Und dann. Aber ich finde es sonst super, ja. Weil, okay. Es ist sowieso die erste Erkenntnis. Also wenn man sich auf irgendeinen so einen Typ einstuft oder oft fragt man sich, warum ist man so, wie man ist oder warum schaffen es andere besser oder warum ist das schlecht? Und war jetzt übrigens total eulentypisch, was ich gesagt habe. Erstens mal dieses Warum und man fragt sich selbst. Es ist eine Frage, die sich die Eule gerne stellt. Und wenn man dieses Typmodell kennt, dann stellt man auch fest, gibt es auch viele andere und das ist okay. Man kann aus seiner Haut nicht raus und man hat da seine Stärken und Schwächen. Und wenn man die auch kennt, dann kann man damit gut leben. Und man kennt auch was leichter, was andere vielleicht nicht so einfach fällt oder nicht so gut können. Also zum Beispiel, wenn es jetzt geht um den Heide, wird er auch sehr negativ dann gesehen, weil er dann so der Haut drauf ist, aber auch der hat Vorteile, also jeder Typ hat auch seine Vorteile und der Heide ist oft so der klassische Verkäufer, der Vertriebler, den man kennt. Und das hat auch Vorteile, weil zum Beispiel ein Wal wäre ein unglaublich schlechter Verkäufer, weil wenn es dann irgendwie geht, um irgendwie den Preis für seine Software zu sagen oder so, dann sagt der Wal, also am liebsten, ich würde es dir schenken und ja, wenn ich dir vielleicht noch Geld dazu gebe, wenn du das nimmst, dann würde ich mich freuen. Ja. Und der Hai gibt da gar nicht nach, der verkauft es dir auch zum Doppelten, wenn heute die Sonne scheint. Ja, genau. Ja. Wenn heute die Sonne scheint, wird es doppelt verkauft, das würde passen. Und so, ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, Dog4Fun, ne? Also. Genau, und so hilft er natürlich auch dann der Firma. Und man weiß aber zum Beispiel, weil der Hai ist einer, der fackelt nicht lange rum, wenn ich so einen Typen kenne oder sehe oder mit Verkäufer, rede ich oft sehr direkt. Die braucht man nicht so mit Samthandschuhe anfassen, sondern wenn man sich streitet oder so, erstens mal kann man sich mit denen streiten, da braucht man gar nicht so vorsichtig sein und dann direkt sagen, was man meint. Und oft schätzen die das dann sogar, wenn man dann so direkt ist.
Aber wenn man sich mit dem Wal direkt streitet, das wäre schlecht. Der Wal wird sich sehr schlecht fühlen, wird die Schuld bei sich suchen und so weiter. Mein Opa hatte eine Autowerkstatt und ist genau aus diesem Grund nie reich geworden. Das bedeutet, ja. Weil er kein Hai war. Ja. Weil er wahrscheinlich ein Wal war, ja, das ist aber gut möglich. Aber viele Autowerkstätte fühlen sich an für mich wie ein Haibecken, du. Ja, echt, es ist immer irgendwas Neues kaputt. Wir haben gerade ganz große Autoprobleme. Also deswegen dürfen wir gerade nicht drüber reden. Ich bin da. Ja, das stimmt. Auch diesen gleichen Job. Also es ist, manche Typen sind prädestiniert, dass sie halt in eine bestimmte Richtung unterwegs sind, wie zum Beispiel der Wal im sozialen Bereich irgendwie als Helfer, Krankenschwester oder so, oder der Hai für einen Verkäufer. Aber es kann ja sein, dass auch alle möglichen anderen Typen diesen Job nehmen und die gehen dann total anders um damit. Und das ist das Interessante. Also auch, wie du sagst, also wenn der Hai jetzt die Autowerkstatt hat, dann wird er erst einmal dir eine Rechnung stellen, dass du auf seinen Hof stehst. Und dann analysiert er erst einmal, was los ist, und dann wird er da erst einmal eine kräftige Pauschale verlangen. Und dann tauscht er erst einmal 5 Teile aus, ob sie es braucht oder nicht. Und dann verlangt er da auch erst einmal Geld. Und dann fährt und dann holst du das Auto wieder ab und dann funktioniert es immer noch nicht. Und dann beschwerst du dich und sagst, hey, also das, weswegen ich gekommen bin, das passt so nicht. Und dann wird er pampig und sagt, also ich habe die ganzen Teile da gewechselt. Also wenn sie nicht gescheit sagen, was da los ist, dann sind sie selber schuld. Voll. Beim Programmierer kann sich das natürlich auch anders auswirken, logisch. Ja, bis morgen hast du es fertig. Ja, okay, ne? Das ist ganz wichtig, Nein sagen zu lernen. Ja, gibt es auch ein ganz tolles Buch, wo ganz viel solche Details einen beibringen können. Ja, das Clean Coder-Buch, nicht Clean Coding, sondern Coder. Gibt ganz viele schöne Beispiele und zeigt, wie man da auch umdenken kann. Nur so als kleiner Tipp. Ja, Epsi sagt es auch, ne? Zu dem Auto. Geschichte. Oh, 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 das wird teuer und jedes O steht für 50 Euro mehr als im Kostenvoranschlag vereinbart. Ja. Genau. Ja, 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 es ist, ist gut, ja. Ja, und ich denke, wenn man es halt ein bisschen so, es mag man vielleicht ungern, ja, Christoph, dass man da vielleicht sich da so selber analysiert, aber es bringt halt einen weiter, um vielleicht auszubrechen, ja, ein bisschen. Aber ja, auch das ist so, ja, das ist, war ja, wir haben uns ja echt, das war gar nicht so einfach, weil wir haben uns bei vielen Sachen spezialisiert auch. Es war einfach aus Interesse, hobbymäßig und wie sich alles ergeben hat und zum Thema Psychologie uns zu unterhalten und da was rauszupicken für uns, was so, wo wir sagen, was uns auch wirklich immer am meisten gebracht hatte, war jetzt halt eben diese Kategorie, ja, diese Selbstfindung und was es da so gibt und dass man da vielleicht mal bewusster drauf schaut. Dafür hatten wir uns entschieden. Ja. Hoffentlich war das für euch auch spannend genug heute, was wir da alles so gezeigt haben. Und ihr konntet für euch, ja, also für mich ist immer geil, wenn man so eine Art Mindblow schaffen konnten, ja, wo man sagt, stimmt, so habe ich das nicht betrachtet, ist natürlich auch immer wahnsinnig geil. Natürlich wird immer ein Teil von diesen ganzen Psychologie-Sachen bei den weiteren Folgen oder so auch drankommen. Wolltest du noch was sagen mit den Haien und Walen? Nein, ich habe da auch genug Monolog gehalten. Ja. Wir haben natürlich noch viele Bereiche, auch das ganze Thema Emotionen für die Psychologie. Da hätten wir ja auch noch einen Haufen Punkte gehabt. Aber ja, mussten glaub, voll da müssen rausschneiden. Wir mal extra drüber reden. Mussten wir echt rausschneiden. Wer sich aber speziell zu den Themen da auch noch interessiert, haben wir natürlich auch einen Buchtipp, den ich mitgeben möchte. Das, manches ist ein bisschen vielleicht auch da noch zu konservativ. Ja. Aber da ist eben so viel, viel Wahrheit noch mit drin. Ne? Es gibt einen Buchtipp und zwar Ich bin okay, du bist okay. Ja, wie wir uns selbst besser verstehen und unsere Einstellung zu anderen. Ja, gebe ich einfach mal direkt den Link mit. Ist ein Affiliate-Link, muss ich darauf hinweisen. Ist aber jetzt nicht mein Ziel, sondern das ist der einzige Art, bei Amazon Shortlink schnell zu machen. YouTube-Videotipps, die ich mitgeben kann. Also eigentlich egal, was man von dieser Frau mitnehmen kann. Ich habe unheimlich viel von ihr gelernt. Vergöttere sie, ne? Sie wirkt vielleicht von außen hin ein bisschen
anders, alternativ, würde ich sagen. Sie hatte auch Krankheit, eine Behinderung und hat, also ich vergötter sie, auch wenn sie leider nicht mehr unter uns ist, Vera Birkenbiel. Ich gebe euch hier, ja, ist einfach nur ein Link zu der YouTube-Suche zu ihr. Ich kann euch das nur ans Herz legen, wenn euch das mit viel Mindblows gefällt, Dinge zu erfahren, wie wir eigentlich ticken, wie wir funktionieren, wie man irgendwas schafft. Absolut. Guckt euch von ihr alle Videos an. Das ist sozusagen meine Mentorin gewesen, ja. Mega. Diese Frau ist sensationell. Ja, und ich habe mich bei ihr immer verstanden gefühlt. Ja, sie war eine, also es war so, ihr Vater war Bestseller zum Thema Management. Ja, der hat Bücher dazu geschrieben und weltweit war das Bestsellerliste Nummer 1. Sie hat sich dem dann auch angefolgt. Wie sagt man jetzt so schön? Mir fehlen die Worte. Ich bin schon auch ganz kaputt. Hat eben, sie ist ihm nachgefolgt, ja. Sie ist in seine Fußstapfen getreten, hat also auch zum Thema Management Bücher geschrieben und die haben es ebenfalls auf die Bestsellerliste geschafft weltweit, aber sie hat sich dann sogar noch ein bisschen mehr auf Sprachen dann plötzlich fixiert, ne? Wie können wir Sprachen besser lernen, und daraufhin ist sie gestolpert, dass sie halt auch erklärt, wie falsch eigentlich unser Schulsystem ist, und alles, was sie dann da immer erwähnt, war bei mir genauso schief gelaufen und auch genau exakt aus den Gründen. Und es ging dann bei ihr Schritt für Schritt weiter rundherum um unsere Psychologie und Umfeld und alles, was dazukommt. Ich kann es euch einfach nur ins Herz legen, ja, wenn für euch das heute auch spannend war. Für uns ist wichtig, ja, wir sagen ja, die erste Folge mit uns gemeinsam war ja eine Art Pilotfolge. Natürlich, ja, hallo, wir sind jetzt hier bei Folge 2 angekommen. Alle bisherigen Folgen oder andere Themen für die Leute, die später eingeschaltet haben, ja, findet ihr auf dem YouTube-Kanal meinerseits. Auf jeden Fall kein Abo vergessen, die Glocke und Like, ihr kennt das alles, ja, ne? Remember to like and subscribe. So, für uns ist wichtig, und das ist jetzt wirklich sehr wichtig, ja, weil für uns, wir kämpfen uns auch rein mit der Zeit und Vorbereitung. Wir machen nochmal die letzte kleine Umfrage zum Abschluss. Wie war denn der Livestream für euch? Ja, sagt ihr, cool, das hat mir irgendwo geholfen? Oder sagt ihr, ja, war okay, war halt jetzt Unterhaltung, aber eigentlich, ja. Oder war es öde? Oder bitte nie wieder dieses Format mit den Coding Brothers, bitte zeig einfach irgendwas mit Coding. Ja, das wären die 4 Punkte. Ihr habt 5 Minuten Zeit, ist für uns wirklich wichtig zu wissen, damit wir wissen, ob, ja, das so, wie wir es machen, auch für euch unterhaltsam war, ihr Spaß hattet. Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich gerne gleich auch hier mal wieder im Chat unten zocken. Ja, willst du noch was sagen? Hast du noch Fragen? Ja, einen letzten Punkt hätte ich noch. Ja. Der auch noch ganz interessant ist. Und zwar die eine Achse mit Extrovertierung und Introvertierung. Da kann man die Leute auch, ja, ziemlich schnell einteilen, ob jemand extrovertiert oder introvertiert ist. Und da hängt auch viel dran. Auch, dass man sich selber da einstuft. Und zwar, das hängt auch damit zusammen, wo man seine Energie tankt oder herkriegt. Also zum Beispiel, jetzt fange ich an beim introvertierten Typen. Das ist zum Beispiel der Programmierer, der irgendwie am liebsten gar nicht mit den Leuten redet und in seinem Eck sitzt. Das ist so der Denker. Das heißt, introvertiert, in sich gekehrt, in sich verschlossen. Und der kriegt Energie und ist zufrieden, wenn er einfach seine Ruhe hat und für sich ist mit seinen Gedanken. Wenn man jetzt diesen Typ irgendwo hinsteckt und sagt, halte einen Vortrag vor 30 Leuten, dann kriegt der einen totalen Schweißausbruch und dann geht der total ein. Oder wenn der irgendwie wohin geht und kriegt spontan einen Besuch von Nachbarn oder irgendjemand, dann ist ihm das pauschal erst einmal gar nicht recht, freut sich gar nicht drüber und denkt sich, ich wäre jetzt lieber alleine, so in der Tendenz. Nicht immer, aber meistens ist sein Grundtyp. Dagegen der Extrovertierte, der ist immer gern unter Leute. Wenn er alleine ist, wird es ihm langweilig oder fühlt er sich einsam, egal was er macht. Am liebsten hätte er immer Leute um sich. Und wenn man sagt, okay, halt mal einen Vortrag da mit 30 Leuten, dann sagt er, okay, warum nicht? Ja, cool, dann bin ich mit den anderen zusammen. Also natürlich hat jemand mit Vortrag natürlich auch noch Angst und so weiter.
Aber wenn es darum geht, oder mit neue oder fremde Unbekannte zusammenzukommen, ist er viel offener und schneller dabei. Servus Power Opa. Als der Introvertierte. Nee, passt. Ich habe nur Hallo gesagt. Mir fällt gerade noch ein, wir haben Grafiken gar nicht gezeigt. Dabei würde das jetzt gerade so reinpassen, weil auch selbst der Epsi sagt, das erinnert mich etwa an 16 Personalities. Ja, ja. Und was ich da eigentlich da noch mitgeben will, also hier zieht dieser Typ seine Energie raus. Also ist man eine extrovertierte Person, dann ist es schön, wenn man sich mit Leuten umgibt. Es tut einen gut, auch virtuell. Ist man eine introvertierte Person und wundert sich drüber, wenn irgendwie Leute kommen oder Unbekannte oder warum man mit anderen Leuten nicht so gut umgehen kann, liegt es einfach daran, dass man mehr so nach innen gekehrt ist und man kann das bewusst steuern und weiß aber auch, dass das so eine Grundeinstellung im Menschen ist, dass das in einem drin steckt. Und es ist okay. Zu dem Buch Ich bin okay, du bist okay, geht auch so in die Richtung. Ja. Das finde ich aber auch, genau, finde ich cool, dass du das nochmal so zusammenfasst. Ja, unsere Hauptmessage war ja eben, versuch eben bewusster auf sowas zu achten, genau. Aber dennoch ganz, ganz wichtig. Wir wissen, wie wir mit einem Partner verständnisvoll zum Beispiel reden können, wie wir mit Kollegen, Kolleginnen reden können, wie wir mit einfach mit unserem Umfeld umgehen können, ohne sie zu verärgern, ja, ohne ihnen weh zu tun. Wir wissen einfach, wie wir mit ihnen reden sollen. Das heißt, das wissen wir, ja, das machen wir richtig, aber wieso tun wir nicht selber zu uns auch zu so sein, ja? Dass wir sind oft viel zu krass zu uns. Wir reden oft mit uns innerlich selber so schlimm, da würde die Frau die Scheidung einreichen. Wir reden mit uns manchmal oder gehen mit uns selber so schlimm um, da würden die Kollegen dafür sorgen, dass du gefeuert wirst. Oder, ja, keiner würde sich mehr melden, ja? Deswegen, das war nicht die Hauptmessage, ja, dass ihr noch irgendwie, falls ihr sogar schon arg unzufrieden oder irgendwas seid, ja, das ist nicht das Ziel, ja. Wichtig ist, ja, einfach auch sich besser akzeptieren. Vielleicht hilft es aber auch, wenn man die Typen da erkennt, ne? Wenn man sieht, das ist so, das bin ich, das ist auch gut, ja, das ist auch das Gute von mir. Aber wenn ich jetzt halt mal mit einer anderen Insel arbeiten möchte, der aus dieser Kategorie kommt, ja, das, der kann mich ja so gar nicht verstehen, ja, und ich den ja auch nicht in dem Fall, aber gut, ich will jetzt mal eine Brücke aufschlagen, da haben wir euch halt heute mehr Werkzeuge gegeben, dass es halt hilft, ja, dass man sich doch besser versteht und ja, und dann am Ende sind doch beide auch glücklich und dann versteht man sich besser und denkt sich ja, cool, ist doch alles schöner, als man sich das eher dann gedacht hat. Ja, hier haben wir noch mal ein paar Bilderchen, die ich noch ganz kurz zeigen wollte. Zack, ja, haben wir eigentlich irgendwie voll vergessen. Ja, das kannst du natürlich auch als Klischee sehen, aber irgendwo können wir drüber lachen, ja. Wie sehen Entwickler, ja, oder wie sehen Entwickler, Designer oder den Projektmanager oder wie sehen wir Q&A oder wie sehen wir die Clients? Aber wie sehen denn die Designer uns, ne? Wie sehen sie sich? Es ist einfach nur geil, ich liebe es. Projektmanager, wie sehen die uns, ja? Hier, zack, Fließband, macht mal. Q&A, ja, genau, ne? Ihr seid die allergrößten Dödels. Die Horde an die Welt. Ja, einfach nur geil, ne? Die Clients, wie sehen die uns Entwickler? Sehr schön. Noch geiler finde ich auch die Grafik, ne? So, Softwareentwickler. Was die Gesellschaft von uns denkt, was wir machen, ja? Schaut bei mir sogar fast schon so aus. So, was meine Freunde denken, was ich mache. Ja, du hast doch Flachbildschirm. Ja, der ist immer geil, ne? Ach, du machst doch irgendwas mit Computer. Kannst du mal, ja? Was meine Eltern denken, was ich tue. Was Hollywood denkt, was ich tue. Was ich denke, was ich tue und was ich aktuell tue.
Finde ich am geilsten. So, sehr schön. Ja, das war jetzt, das hatten wir jetzt gar nicht drin, ne? Aber gut, das heben wir uns nochmal auf. Schnell wieder rüber zu uns. Also, die Umfrage ist durch. Robert, bist du gespannt, ob wir so weitermachen? Und, oh, ne, also bitte nie wieder Coding Protoss. 80%, Robert. Das ist deutlich drüber. Nein, Spaß beiseite. Schaut echt cool aus. Cool hat mir geholfen, 100%. Und 7 haben mitgemacht. Ey, das ist doch Hammer, oder? Und der Rest wollte nicht auf Nein klicken. Kann ich ergänzen. Ich muss draus viel Spaß noch gut haben. Wir sind jetzt dann auch beim Ende, Christoph. Ne? Ihr dürft jetzt dann nochmal kurz zocken und ich werde euch dann weiterleiten. Wow, cool. Dann, Robert, dann können wir echt glücklich ins Wochenende starten, weil es war, muss man echt sagen, ist kein einfacher, war eine, nicht eine einfache Herausforderung. Ja. Gut. Genau. Wie schon gesagt, genau, ihr dürft jetzt hier kurz nochmal battlen. Per Chat könnt ihr euch angreifen und besiegen. Ja, die Befehle kann ich hier nochmal reinschicken, wer sie nicht kennt. Dann könnt ihr noch kurz im Chat spielen. Wir werden auch mal gleich weiterleiten. Und wer neu irgendwann mittendrin reingekommen ist, ne, also jeden Freitag um 20.30 Uhr bin ich hier auf Twitch und da gibt es spannende Dev-Team. Nächste Woche, im Moment, den Link kann ich auch noch reintun, gibt es hier Domain-Driven Design mit Functional Programming. Ja, und da haben wir auch einen Gast da, der uns das zeigt, wie das funktionieren soll. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ja, ist dann der Marco Heimeshoff. Der ist auch bei der Domain-Driven Design Community schön stark aktiv. Und so, dann schauen wir doch mal, an wen ich euch denn so raiden kann, was er mir hier vorschlägt. Microsoft wäre da mit Visual Studio. Keine Ahnung, was sie da zeigen. Dann gibt es Tutor Exilus, aber da ist gerade null. Ich glaube, der geht gerade raus. Da ist was weg. Also Visual Studio könnt ihr euch. Habt ihr noch Bock, ein bisschen was Coding zu sehen? Oder habt ihr Bock auf Musik? Ja, etwas peppige Musik oder leichte Musik? Erkan und Stefan hätte ich noch im Angebot. Ich guck mal, ob nicht zufällig wieder der Ding online ist und mir das hier gar nicht angezeigt wird. Weil das ist jetzt auch immer... Nee, der ist nicht online. Hier nochmal Browser aktualisieren. Wo sind denn die anderen Kandidaten immer, die üblichen? Halt alle gar nicht. Ja, nee, ich Visual Studio könnte ich euch geben. Oder Musik. Schöne, Liv Harris macht echt so schöne Musik. Die mag ich ganz gerne. Was sagt ihr? Nix. Ein seichter Übergang ins technische Death Metal. Klingt doch ganz entspannt. Ins technische Death Metal. Also dann möchtet ihr endlich etwas einschlafen. Entspannt einschlafen. Dann bringe ich euch entspannt einschlafen schöne Musik. Und zwar mit Liv Harris. Ja, boah, es sind auch über 600 online. Die macht das echt wahnsinnig schön. An die gebe ich euch dann mal weiter. Es war mir eine Ehre an alle, die Freitagabend die Zeit mit uns verbracht haben. Es freut mich immer tierisch. Und so lange durchgehalten und haben. Respekt. Lange durchgehalten haben, ne? Und noch fleißig geschrieben hat. Genau. Auch Robert, danke, dass du wieder dabei warst. Immer eine Ehre. Bei uns war es ja nicht einfach. Wir zwei waren ja so vollgestopft mit Arbeit. Aber schau an, wir konnten den Leuten weiterhelfen. Das ist doch schön. Das ist toll. Wir hatten Spaß zusammen. Auch danke auch nochmal dafür, dass ihr offen wart und ehrlich wart, was ihr auch so erzählt habt. Ja, war richtig toll. Wolltest du noch was Abschließendes sagen? Lieber Robert? Na, ich überlasse dir das Abschlusswort. Also, ich finde es cool, dass die Leute so lange durchgehalten haben und wirklich so lange dabei waren. Saugeil. Ich war auch voll müde und kaputt, Espresso reingejagt und jetzt waren wir im Fluss, im Stream. Schön. Also, Abschlussbotschaft von dir. Oh Gott, Fazit jetzt oder was? Hm? Einfach nur danke. Danke. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche Freitag, 20.30 Uhr. Tschüss. Genau. Winken. Ciao. Ciao. Ihr werdet gleich weitergeleitet. Tschüss und genießt die Musik. Lasst liebe Grüße da, Liebe und allem, was dazu gehört. Bla bla bla. Ciao.